Dieser Vortrag heute hätte auch einen ganz anderen Titel haben können, nämlich Die große Kooperation. Weil ich will mit diesem Vortrag sozusagen eigentlich anregen, dass es zu einer großen Kooperation von Christian Felber, der Gemeinwohlökonomie, unserem gemeinwohlorientierten Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell kommt, und Fridays for Future, weil die Fridays for Future die einzigen sind, die einen Großmedienzugang haben. Und als Dankeschön würden die Fridays for Future dann den Kohlestopp 2026 vollfinanziert bekommen und den 900 Milliarden Euro 7-Jahre-Plan, den man nämlich, nachdem unsere Reformen zum Beispiel umgesetzt sind, aus der Peanuts- oder Portokasse bezahlen kann. Das ist, sind dann also nur noch Peanuts sozusagen. Und wer sind wir? Ich bin jetzt hier ehrenamtlicher Assistent vom Weltrat der Weisen und von dem Arbeitskreis des Weltrates nextscientistsforfuture.de. Alles ein Wort. Und deswegen die große Kooperation, das ist das, was uns in die gesamtgesellschaftliche Diskussion bringen könnte. Ganz kurz zur Geschichte. Hat noch jemand sein Mikro an? Irgendwas habe ich gehört. Öff, das Mikro vielleicht noch an. Ja. Am 20.08.2018 hat Greta ihren ersten Streik gemacht. Greta Thunberg meine ich natürlich. Und zeitgleich haben die Professoren, zufällig zeitgleich, fast auf den Tag genau an diesem Tag, haben sich die Professoren zusammen telefoniert, des Weltrates, und haben gesagt, wir sind fertig, wir haben fertig, wir können loslegen. Und Stichworte sind eben Fridays for Future, Gemeinwohlökonomie, dann ja ein Stichwort, das ja jeden interessiert, die Schere zwischen Arm und Reich, die immer weiter auseinandergeht. Darum müssen wir uns also in einem neuen Gesellschaftssystem kümmern. Um das Thema Konsumsucht müssen wir kümmern. Wir müssen also ein Postwachstum erreichen bei der Konsumsucht, möglicherweise auch bei der Bevölkerungszahl, bei der sogenannten Überbevölkerung. Und und dann ist passiert, dass eben der berühmte Journalist Franz Alt über uns einen großen Artikel veröffentlicht hat, über den Weltrat jetzt speziell, dann das große österreichische Wirtschaftsmagazin, zwei Professoren, Michaela Döll und Professor Manfred Mertens, mit mir interviewt hat und einen schönen Artikel geschrieben hat, mit vielen Tippfehlern, wie üblich bei Journalisten. Und die Bild-Zeitung hat dann, es waren dann 10 Journalisten bei einer großen Pressekonferenz da, wo die Bild-Zeitung dann resümiert hat und geschrieben hat, dass wir eben den Fridays for Future sozusagen den 900 Milliarden Euro 7-Jahre-Plan angeboten haben und den Kohlestopp 2026 vollfinanziert. Und leider wurde das zwar von den anwesenden Demonstrationsteilnehmern von Fridays for Future mit Jubeln angenommen, aber nicht von den Orga-Teams von Fridays for Future leider bis jetzt. Ja? Wobei wir der Meinung sind, dass es deren einzige Chance auf Realisierung ihrer Ziele ist. Dann wurde eine Studie gemacht, eine simulierte Bundestagswahl, in der das Konzept des Weltrates auf 56% der Wählerstimmen gekommen ist. Wir sind dann also im mehrheitsfähigen Bereich. Wenn wir einmal sozusagen in der öffentlichen Diskussion wären, könnten wir also, und wenn eine Studie hat immer Ungenauigkeiten, wenn wir am Ende 30% für den Ansatz erreichen, können wir trotzdem schon den Kanzler stellen, theoretisch, wobei der Weltrat selber ja nicht politisch aktiv werden darf. Schluck Wasser. So, und jetzt, bevor ich in die Geschichte des Ganzen ganz einen kleinen Überblick gebe, ganz kurz, woran erkennt man den gemeinwohlorientierten Ansatz der Next Scientists for Future? An einem von 20, also wir haben 20 Reformen mit ganz vielen Merkmalen, aber ein Merkmal, das in vielen Reformen vorkommt, ist die Wohlfühlstimme, also Gemeinwohl,
Bhutan, Bruttonationalglück, Gemeinwohl, Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme. Und das gekoppelt dann noch eventuell mit der statistischen Auswertung unserer Gesundheitskosten sozusagen. Das Ziel ist quasi, dass alle Verdienstmöglichkeiten, man könnte auch sprechen von einem planwirtschaftlichen Dach über der Marktwirtschaft. Also wir wollen die Marktwirtschaft und den, Christian Felber will ja den Kapitalismus beenden, aber die Marktwirtschaft irgendwie beibehalten. Wir sagen nein, wir müssen beides beenden und wir müssen mit einem planwirtschaftlichen Dach über jeder Form des Marktes, denn auch in Bürokratien gibt es Marktereignisse. Also wir müssen überall ein planwirtschaftliches Dach drüber legen, mit so ähnlichen Dingen wie solch einer Wohlfühlstimme. Das heißt, dass mein Hausarzt zum Beispiel nur noch dann gute Verdienstzuschläge bekommt, wenn meine meine Wohlfühlstimme Stück für Stück besser wird. Und wir machen das jetzt mal ganz praktisch. Heute, wird also von der Bundesregierung die Wohlfühlstimme eingeführt. Der Bundeswahlleiter hat für uns alle nur eine einzige Note drin, die 3 bis 4. Denn damit fangen wir alle an. Wir haben ein Spiel bis 1 plus und bis 6 minus. Wenn wir vor dem 127. Lebensjahr versterben, gibt es die automatische 7. Die läuft dann immer weiter, sodass also mein Hausarzt dann noch bis zu meinem 127. Geburtstag mit der 7 belegt ist, wenn ich vor diesem Geburtstag gestorben bin. Ne? Sodass er ein Interesse an meiner Langlebigkeit hat, allerdings nicht über 127 raus, wir wollen es ja nicht übertreiben. Ne? Und zum Beispiel lernen Sie jetzt, liebe Zuschauer, in der Gesundheitskommune einen netten Liebespartner kennen, egal welcher Art, und verlieben sich und dann melden Sie vielleicht in einer kleinen, in so Mini-Wahlkabinen in jedem Supermarkt oder auch in Restaurants, teilen Sie dem Bundeswahlleiter direkt per irgendwelche Verbindung mit, ah, da, ich gebe jetzt mal eine 3 minus ab, weil mir geht es ja ein bisschen besser als vorher. Also nicht mehr 3 bis 4, sondern 3 minus. Oder Sie in Ihrer Gesundheitskommune beim Hausarzt, da haben Sie plötzlich, spüren Sie bei sich ein Geschwulst und der Hausarzt sagt, leider ist es offensichtlich Krebs, dann geht es Ihnen natürlich beschissen, dann geben Sie wahrscheinlich eine 4 plus ab oder vielleicht, weil es ganz schlimm ist, höchstens dann eine 4. Man sollte also keine großen Sprünge machen, sondern immer nur kleine Sprünge machen, denn wir haben ja nicht viel Spielraum bis 6 minus und 1 plus. Ne? Ja. Das ist also das und alle Verdienstmöglichkeiten, alles, Ihr Supermarktleiter, Ihr Hausarzt, alles, alle Verdienstzuschläge sind abhängig davon, wie sich Ihre Wohlfühlstimmenkurve entwickelt, sozusagen. Das bedeutet also, dass die Anreize so aussehen, dass jeder, also man kann so sagen, das neue Wirtschaftssystem so aussieht, dass niemand mehr sich bereichern kann durch Schadenzufügung oder ich sag's mal über Menschen hinweggehen und über die Umwelt hinweggehen, kann niemand mehr machen, weil das bedeutet das Wirtschaftliche aus. Nur wenn ich Umwelt repariere und Wohlfühlnoten beachte, denn die Menschen geben nur gute Wohlfühlnoten ab, wenn die Umwelt, in der sie leben, auch sauber ist und ja, glücklich macht. Und das macht eine kaputte Umwelt nicht, vor allem nicht eine vergiftete Umwelt. Ja, ein Kurzabriss der Geschichte der Gemeinwohlorientierung im wissenschaftlichen Bereich. Vor 1968 hatten wir einmal Freud und Reich, die so über die sexuelle Unterdrückung durch den Kapitalismus nachgedacht haben. Andere haben darüber nachgedacht, auch wie weit Krieg und der Hitlerismus, der Nationalsozialismus, einfach nur ein Produkt der Marktwirtschaft bzw. des Kapitalismus ist. Und dann 1968 sozusagen begannen die einzelnen WissenschaftlerInnen, sozusagen die heute zum Weltrat gehören, so mit ihrer Arbeit, mit ihrer Nachdenkensarbeit nach der idealen Welt sozusagen. Dann kam es
Sozusagen wurde 1972 der berühmte Bericht vom Club of Rome, die Grenzen des Wachstums, veröffentlicht. Und natürlich haben wir den alle gelesen. Und dann da entstand so das ganz große Umweltbewusstsein, ja. Und Christian Felber wurde Ende des Jahres, gleichen Jahres geboren, ne? Dann 1979, da war Christian Felber 6 Jahre alt, wurde zum ersten Mal in Bhutan das Wort Bruttonationalglück verwendet, was natürlich das ganze Bewusstsein auch von Wissenschaftlern mit beeinflusst hat. Ja. Dann circa 1990, da war Christian Felber circa 17, bewegte sich wahrscheinlich gerade auf die Matura oder das Abitur hinzu. Da hatten die der Weltrat, die WissenschaftlerInnen des Weltrates ihr erstes Zwischenergebnis aus Ludwig Erhards fehlerhaftem Begriff, nämlich Wohlstand für alle, was nur auf das Materielle abzielt, nur haben statt sein berücksichtigt, also haben oder sein anstatt sein statt haben berücksichtigt, ja, wurde bei den Professoren schon mal Wohlstand und Gesundheit und Wohlfühlen für alle. Und Christian Felber, der sich nicht so stark in der wissenschaftlichen Linie, so Ludwig Erhard und und die Kritik daran befand, der hat dann einfach mal ganz munter aus dem Wortbestandteil für alle den Wortbestandteil gemein gemacht. Und aus Wohlfühlen, ja, dann Gemeinwohlökonomie. Und damit hat er einen tollen Kunstgriff gemacht. Wenn die Professoren so ein gutes Wort gefunden hätten, wären ihre Bücher vielleicht bekannt geworden. So ist dann Gemeinwohlökonomie später dann so richtig durchgestartet als Buch, denke ich, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und später wurde also erstmal entstand dann 1990 das Wort Wohl Fühlnote, eben um die richtigen Anreize setzen zu können, dass also der Kapitalismus mit seinem Raubbau an Mensch und Umwelt aufhören muss, weil die Wohlfühlnote dagegen kontert sozusagen. Und später wurde daraus der Begriff Wohlfühlstimme. Dann 1999, da war Christian Felber 26, hatte wohl noch nicht so die Gemeinwohlökonomie noch nicht nach vorne gebracht. 1999 hat die große Zeitschrift Current Anthropology, also Anthropologie, Wissenschaft vom Menschen, von dem weltberühmten Professor Richard Wrangham und seinem Arbeitskreis sozusagen zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit eine Historie, eine Story of Mankind, also ich würde sagen, ein kapitalistisches Menschen- und Weltbild als Gesamtschau aller bisherigen paläoanthropologischen Daten sozusagen hergestellt. Sowas wird in Fachzeitschriften üblicherweise von vielen Professoren kritisiert. Kristen Hawkes war zum Beispiel dabei und die haben alle gesagt, das Modell ist falsch. Es musste ja auch falsch sein, weil es war eigentlich nur ein Rechtfertigungsmodell unserer kapitalistisch-marktwirtschaftlichen Lebensweise. Und bei Dreisat lief vor ein paar Tagen die Sendung Skobel über Lobbyismus, wo er auch ganz klar gesagt hat, na, die Wissenschaft steht längst unter der Knute der Wirtschaft, also dient der Wirtschaft und ist längst nicht frei genug, auch mal kapitalismuskritische Zusammenfassungen oder Stories der Menschheit zu berichten. Denn deswegen der Weltrat hatte ja versucht, zum Beispiel in Current Anthropology, in Science und Nature und Spektrum der Wissenschaft einfach mal ein realistisches, kritisches Gesamtbild der Menschheit, eine kritische Story zu veröffentlichen. Und natürlich wurde das abgelehnt, weil es ja kapitalismuskritisch ist. Und das will man nicht denken in der Wissenschaft. In der Wissenschaft leben wir bei der Mehrheitswissenschaft in der besten aller möglichen Welten.
So, und jetzt deswegen ganz kurz die Story. Vor 13,8 Milliarden Jahren datieren ja Wissenschaftler den Urknall, und dann haben wir alles untersucht, und dann das erste Highlight war vor 65 Millionen Jahren, als die Dinosaurier ausstarben, relativ zeitgleich zu einem riesigen Meteoriten- oder Kometeneinschlag. Und dann dadurch wurde Platz für uns Säugetiere, und wir stiegen auf und stiegen auf die Bäume, so dass wir dann vor 13,8 Millionen Jahren etwas Merkwürdiges waren, ein eher gorillaartiger Typ, der aber trotzdem auf den Bäumen lebte und dann anfing, auf den großen Ästen aufrecht zu gehen erstmals. Und Gorilla-Typ, damit ich meine ich große King Kong-artige Männer, riesige Eckzähne, jederzeit eifersüchtig über die Frauen wachend und zu Rivalenkämpfen bereit. Professor Friedemann Schrenk, der berühmteste Paläoanthropologe Deutschlands, sagte dann, dass wir dann diese Eckzähne bis spät, also allerspätestens vor 4 Millionen Jahren verloren haben, und dass dann, sagt er nur so ganz vorsichtig, da ein neues, ein völlig anderes Sozialsystem entstanden sein muss bei uns Menschen, bei uns Frühmenschen sozusagen, bei den Australopithecinen damals genauer gesagt. Und die Wahrheit ist, wir dürfen es etwas deutlicher sagen, dass wir ein total anderes Sozialsystem hatten. Ja? Denn da die Waffen erst 1,5 Millionen Jahre später kamen, war das Wegfallen der Eckzähne ein Zeichen, dass wir sowohl die Eifersucht verloren haben, als auch den Rivalenkampf, und also zu einer ganz anderen Sozialform als einem Harem eines Gorillas gekommen waren. Und dann vor 400.000 Jahren, zu Zeiten des späten Homo erectus, war dann die Hochblüte erreicht. Die Menschen sahen schon fast aus wie heute, praktisch aus wie heute. Schon ein riesiges Gehirn evoluiert. Kann ich nachher vielleicht noch beantworten, warum die Bonobos das nicht entwickelt haben. Ja, und da hatten wir die Hochblüte der Menschheit, ja. Professor Franz de Waal, ganz entsetzt als kapitalistischer Denker sozusagen, musste über die Bonobos schreiben in seinen Büchern. Ja, das sind ja richtige Hippie-Affen, die praktizieren ja Make Love Not War, und die praktizieren sowas wie eine Gruppenehe, die leben so in Kommunen und haben 12-mal täglich Sex, und das funktioniert auch noch irgendwie. Und dann spricht so vieles dafür, dass der Mensch eigentlich vielleicht nur die haarlose Savannenvariante des Baumbewohners Bonobo ist, sozusagen, dass wir mit denen von der Sozialstruktur extremst verwandt sein könnten, weil alle Körpermerkmale eigentlich parallel zu den Bonobos sind, ja. Dann fasse ich mal zusammen, wie also vor 400.000 Jahren unser Leben ausgesehen haben dürften. Unser, das unsere Urgroßmütter und Urgroßväter. Denn das sind ja unsere realen, wenn sie Stück für Stück zurückgehen von ihrer jetzigen Urgroßmutter wieder zur Urgroßmutter, landen sie vor 400.000 Jahren dann in einer hochpazifistischen Lebensweise, einer urmatriarchalen, urkommunistischen, ursozialistischen Gesellschaft, die geprägt ist von Schenken, hallo öff, Schenkergesellschaft, und von Staatenlosigkeit, weil Staaten einfach überflüssig waren. Ne? Denn jede Kommune besuchte die andere sozusagen, also die Töchter uns meiner Kommune wanderten in die Nachbarkommunen, liebten sich dort ein, und uns meine Enkelkinder wurden in der Nachbarkommune geboren, und dann haben wir natürlich diese Nachbarkommunen besucht, und das war dann ein rauschendes Liebesfest, und es wurden Kooperationen vereinbart und so weiter. Und ja, und aus anderen Kommunen kamen dann deren Töchter zu uns in die Kommune. So lief das ab. Deswegen sprechen wir heute auch nicht von Mutter-Töchterchen, sondern von Mutter-Söhnchen, weil die Söhne bei der Mutter kleben und die Töchter in die Nachbarkommune wandern, von ursprünglich vor 400.000 Jahren.
So, und jetzt schlägt unser Komet ein. Vor 400, also eigentlich eher so 400 bis 300.000 Jahren, allerspätestens vor 140.000 Jahren, wie Professor Friedemann Schrenk sagt, schlägt unser Riesenkomet und Meteorit ein, sozusagen, nämlich wir erfanden, ohne ein planwirtschaftliches Dach zur Lenkung des Ganzen zu bedenken, weil wir dafür nicht intelligent genug waren, erfanden wir den Tauschhandel, die Marktwirtschaft und später den Kapitalismus, ohne uns klar zu sein, dass der ohne ein planwirtschaftliches Schutzdach darüber lebensgefährlich ist. Wir haben also ein Raubtier von der Kette gelassen und wussten es gar nicht und merkten es gar nicht. Wir haben die Büchse der Pandora geöffnet. Und ja, das war gemeingefährlich. Und jetzt bräuchte ich eigentlich das Bild. Das stellen wir uns jetzt vor. Wir stellen uns vor, ganz Du unten auf bist dem Bild. jetzt Co-Host, ne? Ich denke, du kannst Bilder teilen. Wie sollte ich das tun? Dominik Udo, hört ihr zu? Ja, ich höre zu. Theoretisch, Dylan, ich weiß nicht, mit welchem Computer, Pad oder was auch immer du drin bist im Ich Zoom, habe zwei hast du Bildschirme unten auf. unten in der Mitte, wo Stummschalten und so weiter ist, hast du auch ein Teilen, irgendetwas Grünes, Bildschirm freigeben oder Ja, Bildschirm Bildschirm teilen, freigeben. glaube Soll ich da mal draufklicken? Ja, genau. Und dann kannst du auswählen, welches Fenster, das du gerade offen hast, gezeigt werden soll. Ah ja, super. Und jetzt muss ich das wahrscheinlich aber noch rüberholen, denn jetzt seid ihr alle da oder seht ihr das? Wir sehen jetzt ein YouTube-Video. Ja, dann ist was schiefgegangen. Na, da ist jetzt was schiefgegangen. Also, dann habe ich einen Fehler gemacht. Dann habe ich aufs Falsche geklickt. Wie komme ich jetzt zurück? Du kannst oben hast du so eine grün-rote Leiste, da kannst du die Übertragung beenden. Stoppen. Genau. Stoppen. Jetzt sind wir wieder da. Ich habe das Falsche freigegeben. Jetzt probiere ich es nochmal mit meinem Glück hier. Mit den zwei Bildschirmen ist es ziemlich fummelig. Augenblick, Bildschirm freigeben. Ja, das glaube ich, das ist das andere Das Herausforderung. könnte das Bild sein. Ne? Tja. Nee. Da, Bildschirm 2 steht da. Soll ich das mal probieren? Nee, das war Mach mal, ja derselbe klar, Fehler. wenn da Dann das machen wir geht. es ohne Bild. Also dafür hätte ich halt um 8:45 die Technikeinweisung gebraucht. Hat leider nicht geklappt. So, dann machen wir jetzt einfach weiter. Wir stellen uns vor, ein Bild, wie man es aus so der Evolutionsforschung kennt, sozusagen. Unten sind sozusagen so wie so ein Baum, der nach oben läuft und sich verzweigt, ja? Und zwar links unten im Bild haben wir den ersten Tauschhändler, den ersten Frühhändler und den ersten Früharzt der Evolution. Und rechts unten haben wir den vielleicht tausendsten Früharzt und Frühhändler der Evolution. Na? Und jetzt passiert Folgendes. Der Früharzt auf der linken Seite lebt in der Welt der Wahrheit und sagt, ach, ist das toll, wie ihr in den Kommunen so liebevoll miteinander lebt und wie die Männer, weil sie geliebt werden, alles den Frauen und Kindern schenken, dass niemand ist akkumulationssüchtig, niemand ist machtsüchtig. Und herrlich ist das mit anzusehen und toll, wie ihr euch naturbelassen ernährt, denn dann habt ihr starke Immunsysteme. Ist natürlich jetzt eine moderne Sprache, mit der ich das formuliere. Und dann braucht ihr mich als Früharzt eigentlich gar nicht. Und ich liefere euch auch nur total naturbelassene, super Bio-Früchte und Gemüse und so weiter. Ja? Und der andere, jetzt wirkt das mal Naturgesetz von Mutation und Selektion, Charles Darwin, und bewirkt, dass irgendwann einer sich irren muss. Irgendwann ist einer der Erste, der sich irrt. Und das ist rechts der. Und der sagt, ach nein, ist das schrecklich, ist ja ekelhaft, dieses ständige Geschmuse in euren Kommunen, das ist ja unkeusch, unmoralisch, das ist ja ekelhaft. Lasst das mal gefälligst sein, ja. Und ja, außerdem könnt ihr euch ja infizieren mit allem Möglichen und so weiter, so enger Kontakt und so weiter. Und außerdem könnt ihr meine denaturierten Kunstnahrungsmittel kaufen, die sind genauso gesund wie das naturbelassene Nahrungsangebot sozusagen.
ist aber viel billiger und schmeckt ja auch lecker und so weiter. Und so, weil er sich irrt, werden die Leute häufig krank, weil sie sich krank essen sozusagen schon mal. Und sie fangen an, ihre Liebesleben zu unterdrücken und fangen an, Angst vor dem Körperkontakt zu entwickeln. Und dadurch passiert es, dass dieser dann jetzt eben zwei Kinder ernähren kann, dann in der nächsten Generation drei Enkelkinder, zwei Urenkel und so weiter. Und daraus entsteht eine riesen Großfamilie an Großhändlern und Medizinprofessoren, späteren, weil eben die gewinnbringenden Irrtümer tatsächlich Gewinn bringen. Ja? Also Irrtümer bringen unter Bedingungen von Marktwirtschaft immer Gewinn. Deswegen ist der Markt so gefährlich, weil gewinnbringende Irrtümer führen dazu, dass sie ausbreiten. Markt ist ein gewinnbringende Irrtümer multiplizierendes Geschehen. Immer. Grundsätzlich. Es sei denn, wir stellen ein planwirtschaftliches Dach drüber mit Wohlfühlstimmen und anderen neuen Anreizsituationen, die verhindern, dass die gewinnbringenden Irrtümer. Also wenn wir uns jetzt vorstellen, wir nehmen die Wohlfühlstimme und kontern das Ganze als Dach darüber, als ein Teil eines planwirtschaftlichen Daches darüber, dann passiert Folgendes. Der Früharzt, der sich geirrt hat, wird plötzlich zum Verlierer des Spieles und muss sich um die Wahrheit kümmern. Er geht also hin und lernt bei denen, wo er die Wahrheiten über Gesundheit und Krankheit erfahren kann und über gesunde Ernährung und so weiter. Und sonst geht er nämlich pleite, weil er nur noch sehr geringe Verdienstzuschläge kriegt, im Zweifelsfall sogar gar keine, während der Wahrheitsorientierte, die wenigen wahrheitsorientierten Ärzte, die es heute noch gibt, die werden dann zu den Marktführern, weil die kriegen Verdienstzuschläge ohne Ende, weil die Kunden sich gesünder entwickeln, geringere Gesundheitskosten auflaufen und sozusagen die Wohlfühlstimmen sich positiv entwickeln. Ja? Und da ist es so, also Marktelemente, ja, aber nur unter einem planwirtschaftlichen Dach, sonst Selbstmord. Ja, das ist die Formel. Und natürlich geht jetzt auch die Schere auf. Also solange wir kein planwirtschaftliches Dach haben, geht die Schere zwischen Arm und Reich auf, denn die Männer fühlen sich nicht mehr geliebt, hören auf, alles den Frauen und Kindern zu schenken. Die natürliche Schenkökonomie endet sozusagen. Und die Männer fangen an zu akkumulieren. Akkumulationssucht und Machtsucht werden zum neuen Lebensinhalt. Und Kriegstreiberei gehört eben mit zu den gewinnbringenden Irrtümern. Und dann haben wir dann diesen schrecklichen Kapitalismus, den wir heute weltweit haben. Ne? Ja. Und dann passiert jetzt, wenn wir die Wohlfühlstimme einführen und andere Teile des planwirtschaftlichen Daches einführen, haben wir dann also zum Beispiel beginnt es dann, dass die Hausärzte selber Hausarztkommunen, Healthy Lifestyle Clubs, Gesundheitsclubs sozusagen kostenlos ihren Versicherten anbieten, sie dazu einladen mit Tanzveranstaltungen, mit Sportvereinen, mit allem, was die Sportvereine werden sich integrieren in die Hausarztkommunen und dann werden irgendwann erste Kommunen entstehen, wer will, bleibt monogam, wer will, bleibt Single, wer will, bleibt, lebt in religiösen Gemeinschaften und wer will, als Atheist, lebt dann in Kommunen sozusagen. Da ist irgendwo ein Mikro an, ja? Und lebt dann in den Kommunen und dann lädt man die sogenannten Milliardärskönige, das wäre ein anderes Bild, die sogenannten Reichen werden dann eingeladen in die Kommunen und wenn die sich dann in die Kommunen verlieben, fangen die wieder an, alles den Frauen und Kindern ihrer geliebten Kommunen zu schenken und die Schere zwischen Arm und Reich geht wieder zu. Problem gelöst. Ja? Und dann, wenn das letzte Land der Erde kapitalismusfrei ist, weil die Professoren alle von Staat zu Staat gewandert sind und denen den Weg aus der Marktwirtschaft und dem Kapitalismus gewiesen und gezeigt haben, in deren Ministerien geholfen haben,
Dann kriegen wir auch die Staatenlosigkeit wieder, denn wozu brauchen wir einen Staat, wenn alle Wirtschaftseinheiten auch in den Kommunen, alles wirtschaftliche Tätigsein in den Kommunen geschieht und die in liebevollen Verbindungen zu den jeweiligen sie umkreisenden Nachbarkommunen bestehen und dann jede andere Nachbarkommune wieder einen Kreis an sich um sich herum hat von an befreundeten Kommunen. Es gab sogar eine neuere Studie, die sagten, dass manchmal diese Freundschaftskreise sogar über 300 Kilometer weit Abstände gingen, also dass da also nichts war mit Krieg zwischen den Kommunen, ja, und das auch noch vor 50.000 Jahren sogar war es noch nicht zu den massenhaften Kriegen gekommen. Ja, und wir können dann total abrüsten, denn dann brauchen wir keine Armeen mehr. Ja, dann denn nur wenn, solange es noch einen kapitalistischen Staat ist, wie sagt Sarah Wagenknecht so schön, wie die Wolke den Regen, so trägt der Kapitalismus den Krieg in sich. Solange es noch ein kapitalistisches Land gibt, kann es uns jederzeit gehen wie den nordamerikanischen Indianern. Ne? So, wir nähern uns dem Schluss. Also, das Ganze bringt, weil es den Wahnsinn aufhört, dass wir die Leute krank werden lassen und dann für 370 Milliarden pro Jahr dann betreuen in ihrer Krankheit, sparen wir insgesamt durch die 20 Reformen der Next Scientist for Future 0,5 Billionen pro Jahr regelmäßig ein. Daraus bezahlen wir aus der Portokasse den von Fridays for Future gewünschten Kohlestopp 2026 und den 900 Milliarden Euro 7-Jahre-Plan fürs Klima. Also, Liebe, wir brauchen also eine riesige Pressekonferenz eine Weltpressekonferenz mit Greta, Luisa, Carla, Fridays for Future insgesamt und mit der Gemeinwohlökonomie, mit den Next Scientists for Future, mit Fridays for Future und anderen und so weiter. Da brauchen wir eine Gesamt-Riesen-Weltpressekonferenz mit dem riesigen Paukenschlag GWÖ und so weiter. Proudly present das nächste Weltmodell. Ja, und dann soll die öffentliche Diskussion in allen Medien und so weiter doch darüber entscheiden, welche Einzelaspekte, ob man Elemente von Christian Felbers Gemeinwohlbilanz bevorzugt, ob man die Wohlfühlstimme bevorzugt, was man, das soll dann die gesamtgesellschaftliche Diskussion bringen, wie die menschenfreundliche Wirtschaftsordnung der Zukunft aussehen soll. Die Milliardärskönige werden diesem Ganzen zustimmen, denn die sozusagen werden ja auch schwer geschädigt. Also das neue Wirtschaftsmodell bietet dem Milliardärskönig erstens, wir enteignen sie nicht. Das heißt, wenn, dann verschenken sie ihren Besitz in der Kommune. Ja. Zweitens, sie werden nicht mehr durch die anderen Milliardärskönige geschädigt, zum Beispiel durch irgendwelche krankmachende Ernährung werden sie nicht mehr geschädigt. Sie können erstmals vielleicht wirklich 127 Jahre alt werden und das ist kerngesund und topfit. Und dann etwa 20-fache Lebensqualität können wir ihnen versprechen und x-fach höhere Gesundheit insgesamt. Ja? Und deswegen werden die Milliardärskönige zustimmen und werden nicht dagegen kämpfen, weil sie selbst ja auch ahnen, dass ihnen der Kapitalismus und die Marktwirtschaft außer pekuniär in Wirklichkeit nicht gut tut. Ne? Menschlich auch nicht gut tut. Sie sind die meistgehassten Menschen der Erde. Bill Gates erlebt das jetzt gerade wieder als meistgehasster Mensch gerade der Erde. Ja, und das steckt niemand einfach so weg. Ne? Ja, dann lade ich euch abschließend noch dazu ein. Wir haben es jetzt angeregt. Wie weit bist du, Jürgen Wagner? Nachher nochmal antworten. Wir wollten vielleicht am Sonntagvormittag unsere Demokratie-Pur-Talkshow als Zoom im Rahmen dieses Kongresses machen hier. Und ich lade euch aber generell zu Demokratie-Pur-Talkshows ein. Da wird immer reihum, jeder darf 2 Minuten ungestört reden und dadurch ist Platz für jeden Weltverbesserungsansatz. Dann Schluss, ich lade euch jetzt ein, jetzt kritisch zu sagen, was sind die vermeintlichen Fehler dieses Konzeptes? Was sind die vermeintlichen Schwachpunkte dieses Konzeptes? Wir haben uns in den letzten 50, 52 Jahren
mit einem Fehler unseres Modells nach dem anderen beschäftigt, haben dafür lauter Gegenlösungen oder Konter. Wir haben die einzelnen Fehler alle zuverlässig gekontert und sind jetzt zuverlässig, dass es wasserdicht ist. Aber bitteschön, wir hören immer wieder gern die Kritik, wo könnten Fehler in diesem neuen Modell sein und wo könnten Fehler in dem Modell sein? Fridays for Future plus Gemeinwohlökonomie Christian Felber plus Next Scientist for Future, gemeinwohlorientiertes Wirtschafts- und Gesellschaftssystem und andere und eine Weltpressekonferenz, die das neue Weltmodell vorstellt. Jetzt ist Platz für eure Kritik. Dankeschön fürs Zuhören soweit. Jetzt könnt ihr euch laut schalten und was sagen und laut reden, damit ich euch gut höre. Gut, ja. Der Zeitplan, was ist der Zeitplan? Ja, also wir haben ja ein bisschen später angefangen, weil leider unser technischer Host nicht da war, aber ich Nein, nein, denke. nein, 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 nicht für die Session, für die Ablöse des kaputten Ach schön, du Systems. bist total leise, man hört dich kaum. Ja. Also, Moment, Moment. Näher ran. Der Sekunde. Zeitplan, wie wir das schaffen wollen, Ja, das kann eigentlich. genau. Das kann innerhalb von Monaten, wir haben ja jetzt bei Corona, jetzt ist jemand zu laut, irgendjemand rauscht, jetzt geht's Okay. wieder. Ja, jetzt bist du schön laut, aber es war fast zu laut. Eigentlich, man hat ja bei Corona gesehen, dass manche Sachen innerhalb von Tagen entschieden werden können, wenn man will. Wo ein Wille ist, ist ein Weg. Und wenn jetzt eine riesen Weltpressekonferenz mit Greta Thunberg und allem wäre und Merkel wäre eingeladen dazu und Altmaier und Klöckner und Spahn wären dazu eingeladen und dann würde ein Deal geschlossen werden, ein neuer Generationenvertrag zwischen Fridays for Future jungen Leuten und Kanzlerin Merkel. Und dann würde es heißen, ja, kommen Sie doch, liebe Professoren von Next Scientist for Future, kommen Sie doch mal morgen in unsere Ministerien und mit all unseren Leuten und wir leiten die Reformen ein. Ja, sowas kann innerhalb von Tagen, Wochen, Monaten geschehen. Vor allem, ich habe noch eins nicht erwähnt. In dem Moment, wo wir die Wohlfühlstimme einführen würden, würde auch jeglicher Lobbyismus von einem Tag auf den anderen enden, weil er sich nicht mehr rechnen würde. Ja? Und auch jegliche Einflussnahme der Wirtschaft auf die Politik würde aufhören. Es kommt jetzt also wirklich nur darauf an, dass in dieser Weltpressekonferenz auch vielleicht dann Vertreter vom BDA und BDI eingeladen sind, dass die gleich verstehen, dass ihnen das gut tut. Denn das jetzige System kostet der deutschen Wirtschaft 118 Milliarden jedes Jahr durch Krankheit im Unternehmen. Ne? Also die Wirtschaft ist durch die Marktwirtschaft schwer geschädigt. Ja? Und das, wenn die das voll verstehen, kann das alles sofort beginnen. Wird auch dann keinen Widerstand der Wirtschaft geben, weil, wenn sie verstehen, dass wir 0,5 Billionen pro Jahr plus machen, weil wir die Unsinnigkeiten des Kapitalismus beenden, dann sagen die ja, da kriegen wir ja von den 0,5 Billionen immer auch einen Teil ab, ja, jedes Jahr. Und das nehmen wir gern mit als neues Wirtschaftswunder, also als echtes Wirtschaftswunder. Also quasi, früher hat man immer so gedacht, Kapitalismus beenden. Marktwirtschaft beenden schädigt die Wirtschaft. Es ist genau das Gegenteil der Fall. Kapitalismus beenden bringt ein Riesenwirtschaftswunder und zwar dauerhaft. Weil nichts ist teurer als ein Kapitalismus, der es zulässt, dass die Leute krank werden und dann wieder repariert werden müssen. Es gibt nichts Teureres als der Weg. Und es ist so offensichtlich, ne? Das ist ja auch Banane. Also ich meine, wer brauchen die Leute noch, um das zu sehen? Aber das ist das, die große Schwierigkeit. Die sind so fest in ihrem Mindset drin, dass das Offensichtliche für die ganz schwer zu sehen ist. Und Aber das ist das, sobald Greta, was ich in der Woche sehen würde. genau, du hast vollkommen Innerlich. recht, und aber sobald Greta jetzt und Luisa und so weiter das in der Weltpressekonferenz sagen würden, wir müssen weltweit darüber diskutieren. Diese Nachricht ginge innerhalb von einer Stunde um den ganzen Globus. Und das wäre dann nicht mehr aufzuhalten, die Diskussion darüber.
dass wir jetzt endlich einen Weg haben, wie wir friedlich aus dem Kapitalismus rauskommen mit seinem, ja, denken wir nur an Kriege, was das für Kosten sind, ja? Da verdienen ein paar Großaktionäre von Rüstungskonzernen, verdienen Geld daran und der ganze Rest der Welt blutet und zahlt und verliert Geld, ja? Also auch die anderen Milliardärskönige, die nicht zufällig Großaktionäre der Waffenkonzerne sind, die sind alle verlieren. So wie bei jetzt zum Beispiel bei Corona gewinnen einige Pharmakonzerne und deren Großaktionäre und alle anderen verlieren. Ne? Das ist, also Kapitalismus ist ein, genauso gut könnte man das Geld zum Fenster rauswerfen und verbrennen in einem riesigen Ofen. Das ist Kapitalismus. Und diesen Schaden für die Menschheit müssen wir langsam beenden. Ja. Und Marcel, ich glaube, du hast das voll verstanden. Ist halt der Rest, ist halt, also da sind halt noch ein paar Milliarden, die da gar nicht den Raum auch, die einfach das Privileg haben, satt zu sein und geschützt und versorgt und Strom und so, und überhaupt da die Barriere zum Einsehen sind ja bei sehr vielen Leuten sehr hoch. Ja. Ja, du sprichst damit, glaube ich, auch die dritte Welt an, gell? Ja, davor muss ich nur warnen. Wir haben nur deswegen 56% der Wählerstimmen gekriegt, weil die Wähler uns empfunden haben als Germany first und Europa first. Wir wollen ja eigentlich die United States of Northern Europe endlich haben, ja. Denn wenn man antritt und sagt, als erstes ist mir das Wichtigste, was aus der dritten Welt wird und nicht so wichtig, was aus den Leuten nebenan wird, dann kriegen sie sofort keine 56% der Wählerstimmen mehr, sondern nur noch 5,6% der Wählerstimmen. Ja? Also deswegen sage ich, müssen erstmal Deutschland vom Kapitalismus retten, sozusagen, vor dem Kapitalismus retten. Dann die United States of Northern Europe vor dem Kapitalismus retten und dann vielleicht die United States of Southern Europe, dann die USA, United States of Northern America und so weiter. Und dann müssen wir von China und so weiter, Indien und so weiter. Und auch diese ganzen Länder würden ja total aufblühen, wenn sie in sich den Kapitalismus beenden, werden sie ja sofort schlagartig reicher, und weil das ganze Gegeneinanderarbeiten aufhört, und dann können die alle, aber ich sage immer so, die Professoren des Weltrates einzuladen, das müssen schon die Staaten selber machen, ne? Also man kann denen das ja nicht aufzwingen. Ne? Sondern die müssen erkennen, aha, was jetzt Deutschland gemacht hat, Nordeuropa gemacht hat, das ist der richtige Weg. Die haben jetzt ein riesen Wirtschaftswunder und alles läuft. Die haben Klimaschutz, sind längst klimaneutral und so weiter und haben das aus der Portokasse bezahlen können und so weiter. Aber und jetzt will ich das auch haben. Und dann heißt es, dann laden wir jetzt mal die ganzen Professoren und die ganze Mannschaft ein, ne? Wir sind ja 24 Professoren, Doktoren und so weiter. Ne? Ja, weitere, vielleicht auch Kritikpunkte mal. Wo sieht jemand einen Schwachpunkt generell des gemeinwohlorientierten Ansatzes und speziell unseres Ansatzes? Also ich hätte drei Punkte. Das eine wäre, gibt es eine Art Netzwerkdarstellung, wie die einzelnen Aspekte und Systeme in diesem Weltmodell zusammenspielen? Nein, also es ist jetzt halt einfach so, dass ich ja gesagt habe, wie das alles zusammengehört, und Jürgen Wagner ist ja deswegen auch dabei, weil er auch selbst, ich glaube, am Samstag um 12 Uhr seinen Vortrag hält, wo es darum geht, dass wir endlich alle an einen runden Tisch müssen. Also es wurde ja von einem der Mitarbeiter von Christian Felber auch schon vorgeschlagen, wir müssen alle einen runden Tisch. Es hat doch keinen Sinn, dass wir uns wie Sekten verhalten und jeder macht sein Ding, ja, gegen den Rest der Welt, sondern wir müssen doch jetzt alles zusammenbündeln, wir müssen doch gucken und dann der Gesellschaft überlassen, will die Gesellschaft lieber eine Gemeinwohlökonomie mit einer Gemeinwohlbilanz mit Punkten von Christian Felber
selber oder will das mit einer Wohlfühl-Stimmen-Noten-Punkten haben oder wollen sie was ganz anderes, aber wir müssen doch mal alle an einen Tisch holen und uns dann zuhören, also immer 2 Minuten reihum und einfach mal ausreden lassen und niemanden mehr ausgrenzen und verurteilen. Habe ich dich richtig wiedergegeben, öff, oder Sie wieder richtig wiedergegeben? Ja, ich kann vielleicht kurz dazu sagen, ich glaube, da liegt ein Grundproblem. Also auch dieser Summit jetzt dient ja der Frage, wie können wir Bündnisse schließen? Also wie können wir die 1000 Initiativen, die da auch jetzt für Rettung von Klima und Welt sich einsetzen, wie können wir die auf eine möglichst günstige Weise zusammenführen? Oder auch die Frage, wie können wir eben Merkel und diese Professoren, von denen Dylan sprach, zusammenführen? Er redet ja von einer Weltpressekonferenz. Aber warum ist es nicht so leicht, die zu bekommen? Also es wäre ja jetzt schon möglich, zum Beispiel die Frau Merkel dann persönlich zu informieren. Und wenn wir hoffen, bei der Weltpressekonferenz werden die alle dann begeisterungsfähig sein, dann könnte ja Frau Merkel jetzt schon mal so begeisterungsfähig sein, dass sie mithilft, dass diese Pressekonferenz entsteht. Also wir haben das große Problem, dass nicht die vernünftigsten Standpunkte einfach gleich die größte Begeisterung auslösen und die größte Aufgeschlossenheit finden. Und da sehe ich aber den Schlüssel, egal jetzt für das Zusammenführen der Alternativinitiativen oder zwischen jetziger Politik und Weltverbesserern, wir müssten es einmal schaffen, eine freie Argumenteplattform einzurichten, wo alle Argumente auf den Tisch können. Und dann geht es nach Argumentequalität statt anderen Korruptionsfaktoren wie Macht, Geld, Lobbys, Willkür, Beliebigkeit und so weiter. Und da würde sich dann als Verbindendes aller Alternativinitiativen das Vernünftige durchsetzen und im Zusammenspiel mit den jetzigen Politikern und uns würde sich auch der Blick auf das Vernünftigste durchsetzen können. Und diese Grundsteuerung, dass wir so einen runden Tisch haben, wo es nach Vernunft geht, nach den besseren Argumenten, das wäre der Schlüssel zur Lösung aller Einzelprobleme und Zwistigkeiten. Ja, weil denn für die... Ich hätte, ja, das, was ich vorher gebeten hätte, wäre, ich denke mir, es wäre unglaublich wichtig, dass man dass die Zusammenhänge, die bei diesen Zusammentragen und ihr Zusammenwirken, dass das sichtbar gemacht wird, ja, dass man sozusagen das Zusammenspiel der Teile für sich sehen kann und damit auch ganz anders darüber reden kann, als wenn man sozusagen sequenziell in Sprache das versucht auszudrücken, weil das nach kurzer Zeit sehr schnell wieder weg ist. Also dieses Zusammenspiel, welche Qualitäten, wie hängen sie zusammen, wie kann man sich ein gedeihliches Zusammenspiel aller Teile zu einem Ganzen vorstellen. Ja? Darum meinte ich vorher, dass es vielleicht auch wichtig wäre, das wirklich auch als Netzwerk darzustellen, ja? Um das Zusammenspiel sozusagen auch für alle sichtbar zu machen und zugänglich zu machen. Das war ein Punkt. Ich hätte aber auch noch 2 andere Punkte. Ja, vielleicht nur ganz kurz noch einen Satz dazwischen, bevor die anderen Punkte kommen. Erstmal zu Jürgen Wagner. Ich fürchte halt, Merkel lässt sich nur einladen von Greta Thunberg, Luisa Neubauer, Carla Rebensma und von den Fridays for Future. Und ansonsten kommt sie nicht zu der Pressekonferenz, weil sie es dann nicht interessiert, weil die sind gewöhnt, die Politiker sind gewöhnt, nur auf ganz große Zeichen zu hören. Mit Bill Gates trifft man sich, mit dem spricht man, dem gibt man 9 Minuten in der Tagesschau und mit Fridays for Future umgibt man sich, die lädt man ein oder deren Einladung folgt man. Aber man folgt eben leider nicht einer ehemaligen Bundesgesundheitsministerin, die schon seit 30 Jahren aus dem Amt ist. Und anderen 24 Professoren, da folgt man einfach nicht. Bitte die weiteren Punkte. Wenn ich dazu sagen darf, aber ist nicht das an der Wurzel ein entscheidendes Steuerungsproblem, dass eben nicht nach Vernunftqualität, sondern nach äußeren Show-Effekten gegangen wird? Nach Prominenz. Solchen Effekten, wer macht den dicksten Wind oder sowas und sonst gucken die Leute nicht. Also was hätten wir für eine tolle Veränderung der Grundsteuerung, wenn sie nicht mehr nach äußeren Show-Effekten, sondern wirklich nach inhaltlicher Argumentequalität zu richten sich bereit wäre.
Ja, und das hat ein Politiker im jetzigen System nicht gelernt. Durch die Wohlfühlstimme wird sich ja auch die Parteienlandschaft völlig verändern. Die Parteien werden händeringend suchen nach qualifizierten Reformern, weil wenn ich im Bundesland regiere, als CDU zum Beispiel, und die Wohlfühlstimmen im Bundesland sicken so im Laufe der 4 Jahre, sinken die Wohlfühlstimmen so allmählich ab, während sie in Bayern durch die Decke nach oben schießen, dann wird natürlich, oder in Baden-Württemberg, wo Kretschmann dran ist, Kretschmann, gehen Sie durch die Decke, dann wird kein Mensch in Deutschland mehr CDU wählen, weil er sieht, dass die CDU Nordrhein-Westfalen kaputt wirtschaftet. Ne? Also insofern werden die Parteien werden 10-fach qualitativ besser. Die werden also auch alle kompetenten Reformer werden die Parteien werden sagen, komm zu uns, nein, komm zu uns, komm zu uns. Die werden also nur überall suchen nach Ideengebern, weil im Moment interessiert der Bürger ja nicht und Ideen interessieren nicht, denn wenn ich einmal den Bürger belogen habe und gesagt habe, ich verspreche dir das Blaue vom Himmel runter, dann habe ich 4 Jahre vor dem Bürger Ruhe und kann mich mit der High Society zusammensetzen und kann der Genosse der Bosse werden wie Gerhard Schröder. Das ist das Dilemma. Aber wir haben die Riesenchance. Fridays for Future ist unsere Chance. Greta ist unsere Chance. Die hat einen Fuß in der Tür. Jetzt aber Michael Müller, gell? Sie hatten noch viele Ja. weitere Punkte. Ja, du kannst ruhig du sagen. Ja. Ja, also ein Gedanke dazu, der ist mir in den letzten Tagen immer wieder durch den Kopf gegangen. Also, ob es nicht Sinn machen würde, wenn man sozusagen den jüngeren Generationen im Grunde die Entscheidung über die Zukunft überlässt. Also, so, ich denke jetzt so alles so bis 35, ja. Und die älteren Generationen würden die Aufgabe übernehmen, ihnen dabei zu helfen, ja, die eine gute Entscheidung zu treffen. Denn ich denke, die älteren Generationen haben mit ihren Systemen ja, haben uns an den Punkt von heute gebracht und die sind, also, glaube ich, weit überfordert, sozusagen ihre Systeme zu verändern. Und insofern wäre das vielleicht ein Ansatz, da einen völlig neuen Weg zu gehen. Also ich persönlich zu diesem Punkt erstmal, bevor die nächsten kommen, daran glaube ich persönlich nicht, weil wenn ich daran denke, was ich als junger Spitzenwissenschaftler für einen Unsinn noch gedacht habe über die Welt, wehe, wenn ich da die Welt hätte reformieren dürfen oder gestalten hätte dürfen. Also wir haben, die Professoren haben und manche unserer Professoren haben ja schon 60 Jahre Wissenschaft hinter sich oder vielleicht sogar mehr als 60 Jahre Wissenschaft hinter sich. So vernünftig geworden bin ich auch erst in den letzten Jahrzehnten. Ja? Also von daher würde ich sagen, wir brauchen, das gibt ja auch die Idee sozusagen der Bürgerparlamente aus zufällig gelosten Personen, ja, die wie in Griechenland früher, ja, geloste Personen. Die Frage ist aber, wollen wir nicht von den Besten regiert werden, wenn die Wohlfühlstimme dafür sorgt, dass es tatsächlich die Besten sind? Also wir als Naturwissenschaftler sagen natürlich, das ist so einer der großen Kernsätze. Die Welt glaubt, dass jeder Mensch ein Genie sei und jeder sei ein Albert Einstein. Naturwissenschaft und Psychologie haben lange bewiesen, dass es eben die einen haben ein bisschen mehr Talent und die anderen einen Tick weniger. Und ich möchte gern von denen mit den großen politischen Talenten oder volkswirtschaftlichen Talenten regiert werden und nicht von den Jungen, die noch keine Ahnung haben, wie die Welt funktioniert. Ich mache nur mal ein Beispiel abschließend dazu. Viele junge Leute neigen dazu, zum Beispiel Deutschland jetzt abzurüsten. Die vergessen dabei aber völlig, dass die nordamerikanischen Indianer quasi dann technologisch genauso abgerüstet waren, wie wir es dann würden im Vergleich zu den Chinesen und den US-Amerikanern. Und irgendwann erbarmt sich dann ein US-Amerikaner und schießt uns alle in Europa zusammen und löscht uns aus und setzt seine eigene Bevölkerung da rein, macht also das Gleiche, wie wir es bei den nordamerikanischen Indianern die europäische Bevölkerung gemacht hat. Also deswegen warne ich davor, sozusagen leichtfertig mit der Welt umzugehen. Wir müssen ganz vorsichtig sein, dass wir uns nicht selbst umbringen dabei, ne? Das sollten wir doch auf die Erfahrung setzen. Deswegen heißt es nicht ganz umsonst, sonst Weltrat der Weisen. Ja, aber jetzt bitte die weiteren Punkte. Ja, vielleicht ein kurzer Aspekt dazu noch.
Ich glaube halt, dass die jüngeren Generationen etwas in sich tragen, das wir einfach noch nicht haben. Also eine Form von Weiterentwicklung und Zugängen. Aber ich hatte vorher schon gesagt, es wäre enorm wichtig, sozusagen die Weisheit des Alters auch den jüngeren Generationen sozusagen zugänglich zu machen. Zumindest mal anzubieten. Ne? Und damit den Boden für gute Entscheidungen zu bereiten. Aber eine konkrete Frage wäre noch, wie in diesem Weltmodell sozusagen diese lebensfähige Balance mit der Biosphäre sichergestellt werden soll. Ja, da ist auch wieder ein ganz wichtiger Punkt. Ja, viele, viele junge Leute wollen immer, dass wir Umweltschutz um der Umwelt machen, um Biodiversität um der Biodiversität machen, Tierschutz um der Tiere willen. Da gehen die Wähler wieder nicht mehr mit, sondern die Wähler wollen eine saubere Umwelt, in der sie sich wohlfühlen können. Also die Wohlfühlstimme lenkt automatisch das, zum Beispiel, mach mal ein Beispiel, Landwirtschaft. Ein Rewe-Marktleiter, der wird sagen, liebe Konzernzentrale, ich will jetzt gute Wohlfühlstimme haben, wir sind uns ja alle einig, ja. Jetzt müssen wir also alle unsere Lieferanten, müssen ganz klar gesagt werden, entweder Böden entgiften mit neuen Bodenentgiftungsmedikamenten der pharmazeutischen oder chemischen Industrie, wieder alles in Naturzustand versetzen, Permakultur und Stopp mit dem, mit dem monokulturellen Anbau, alles wieder so naturbelassen wie möglich und so weiter. Und nur das testen wir dann in unseren chemischen Rewe-Laboren, wird das getestet. Und wenn da auch nur eine Spur von Gift noch drin ist, ist derjenige raus und kriegt nie wieder einen Vertrag in der Szene sozusagen als Lieferant. Was meinen Sie, wie schnell die gesamte Landwirtschaft auf völlig unschädlich umgestellt werden wird. Ne? Also das heißt, und damit, und dann natürlich, die Ärzte werden anregen und werden die Leute faszinieren für veganes Essen und werden ihnen empfehlen, ja, probieren Sie doch mal aus, den Fleischkonsum ein bisschen zu reduzieren, wie Sie sich dann so fühlen körperlich und so weiter, ja, und so weiter, ja. Also das heißt, letztendlich werden wir die gesamte Umweltbelastung ist ja eine Sache der Konsumsucht. Und ich habe ja eben geschildert, wie die Konsumsucht ist. Wir brauchen ja einen Degrowth, ein Postwachstum. Ja, und das geht nur, weil die Leute dann in den Kommunen, in den Hausarztkommunen so viel Spaß am Leben haben, Sportverein, Tanzveranstaltungen, Leute kennenlernen, gesunde Ernährung gemeinsam, gesundes Essen zubereiten und so weiter, Leute, Sozialleben wieder und so weiter. Und dann haben die so viel Endorphine, dass sie die Konsumsucht nicht mehr brauchen. Das heißt, die hören dann auf zu kaufen. Die hören auf zu shoppen, die hören auf fresssüchtig zu sein, die hören auf esssüchtig zu sein, die hören auf fleischsüchtig zu sein und da geht der ganze Druck, der auf der Welt und der Umwelt lastet, der geht runter. Ungefähr beantwortet die Frage. Danke. Das Zweite ist sozusagen die Bewertung. Also soweit ich das verstanden habe, wird es auch in diesem neuen Weltsystem Geld geben. Die Frage ist, wie werden jetzt Güter, Dienste und so weiter, alles, was hergestellt ist, wie soll das bewertet werden? Ah, da habe ich einen Fehler gemacht. Danke für den Hinweis. Ganz am Schluss, also nach der Staatenauflösung, kann auch das Geld verschwinden irgendwann. Aber erst dann, wenn es die Leute nicht mehr wollen. Wenn es die Leute nicht mehr brauchen. Denn so eine Bonobo-Kommune braucht kein Geld. Und damals, vor 400.000 Jahren, hat auch niemand Geld gebraucht. Ja? Sondern das ist ein Element, das erst in der Marktwirtschaft, Geld wurde erfunden vor ca. 40.000 Jahren. Übrigens, seitdem ging es dann auch mit der Gehirnevolution ab. Vor 40.000 Jahren oder 30.000 Jahren, die Leute streiten über die Zahlen, hatten wir den Punkt der höchsten Intelligenz. Da war die Marktwirtschaft also noch nicht so extrem schädlich gewesen, dass sie uns dümmer gemacht hat, unsere Gehirne geschädigt hat und vergiftet hat und uns zu einem Gehirnschrumpfen geführt hat letztendlich. Und vor 40.000 Jahren, 30.000 Jahren haben wir das Geld erfunden und dann ging es ganz schlagartig bergab. Wir hatten früher 1500 Milliliter Gehirn, Volumen, also auch Leistungsfähigkeit. Und heute haben wir nur noch 1350 Milliliter Gehirnvolumen. Das ging ziemlich parallel mit der Erfindung des Geldes. Also das heißt, Geld, alles, ja, wenn wir es nicht mehr brauchen, können wir darauf verzichten. Aber am Anfang, wir wollen ja die Leute nicht schocken,
Das Prinzip eines Wissenschaftlers ist immer wie bei Occams Rasiermesser: erkläre alles mit der einfachsten aller möglichen Erklärungsmöglichkeiten und ändere nur so wenig wie möglich, damit die Leute nicht ausflippen, weil es Chaos gibt, sozusagen. Mach einfach nur so wenig wie möglich und so viel wie nötig. Ja, und deswegen, also gehen wir nicht sofort ans Geld ran. Ne? Ein Punkt war noch die Akkumulierung. Wie soll man die sozusagen so schlagartig rausbekommen? Ja? Den Akku, also sozusagen völlig freie Akkumulierung, die nach den Kapitalströmen funktioniert, ist sozusagen eines der, also der grundschädlichsten Dinge, die wir heute haben. Die Frage ist nur, wie kriegt man das sozusagen aus dem System raus, wenn Geld bleibt und so weiter? Also das braucht ja eine ganze Reihe von Zusammenhängen, die sozusagen die Akkumulierung nicht mehr notwendig machen. Ja. Ja, also ganz kurz, Professor Hans-Werner Sinn hat uns erst einmal daran erinnert, der berühmteste Volkswirt, klassische Volkswirt, wir machen ja die neue naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre und eher die klassische. Professor Hans-Werner Sinn hat ja schon mal gesagt, die meisten Milliarden, die akkumuliert sind, existieren ja nur auf dem Papier, also in einem Computer. Denn die ganzen Milliardäre können ja dieses Geld weder ausgeben noch verwenden und sogar auch die Teile, die sie für Neuinvestitionen, für Arbeitsplatzschaffung und so weiter verwenden, sind auch nur Bruchteile davon. Also das meiste Geld ist sowieso irrelevant, weil es keiner verwendet, ja, weil es nur rumliegt. Und entscheidend ist eben, entscheidend ist, dass wir vor 400.000 Jahren hatten wir die Vorfahren der heutigen Akkumulateure, der Akkumulationssüchtigen und Machtsüchtigen, waren liebe, geliebte Mitglieder ihrer Kommunen gewesen. Und da müssen wir wieder hin, denn wenn wir versuchen wollten, jetzt zu sagen, wir wollen jetzt die Akkumulateure enteignen, und sagen die, nee, dann machen wir nicht mit bei eurem Modell. Und wie Professor Rainer Mausfeld in seinen Vorträgen nachweist, sind die einfach stärker. Also das, was Massenmanipulation betrifft, sind einfach die Milliardäre stärker als wir. Also müssen wir sie einladen in die Kommunen, in die ersten Kommunen, die sich bilden, und da mal mitzuleben, mal zu Gast zu sein, reinzuschnippern. Und dann, wenn die sich in die Kommunen verlieben und dann anfangen, wieder zu schenken, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Das dauert halt ein bisschen, stellen Sie sich vor, Sie schenken an eine Kommune von 100 Mitgliedern, schenken Sie ihr Vermögen, dann ist Ihr Vermögen schon durch 100 geteilt. In der nächsten Generation schenken wieder die noch reicheren auf 100 Leute, dann haben Sie schon 100 mal 100 ist, glaube ich, ein Zehntausendstel nur noch. Innerhalb weniger Generationen ist dann das Geld wieder bei allen Menschen. Und dann ich warne davor, einfach naiv zu denken, wie die Linksradikalen sozusagen, ich nehme jetzt einfach mal mit Gewalt den Reichen das weg. Das Problem ist, dass die stärker als wir sind. Die haben den ganzen Staat im Griff, und das weist Professor Rainer Mausfeld ja nach, indem er sagt, was da an Massenmanipulation geschieht und wie das Denken geframed wird und so weiter und wie alles abläuft. Der normale Bürger, der denkt das, was ihm vorgegeben wird. Ja? Und das kriegen wir auch nicht geändert. Denn leider, das muss ich dazu sagen, die Naturwissenschaftler sind ja sehr eigen. Die sagen, auch bei den Bonobos folgt der Großteil der Kommune, folgt wenigen sehr klugen Frauen und wenigen sehr klugen Männern. Und selber denken tut auch dort der Großteil der Kommune nicht. Die folgen. Ja, denn das hat sich in der Evolution bewährt. Höre auf die Vernünftigen, wie hat Jürgen Wagner eben gesagt, Sachargumente, auf die guten Argumente und sozusagen. Und wenn sich einmal erwiesen hat, dass in einer Bonobo-Kommune einer gute Fruchtbäume den Frauen und Kindern schenkt, sozusagen, dann hört man auf den manchmal auch blind. Ne? Und das heißt, wir kriegen einfach die Menge, die Masse der Menschheit, kriegen wir nicht dazu, sich gegen die Milliardärskönige zu stellen. Es geht also nur miteinander. Ja, deswegen, Akkumulationssucht muss über Schenken wieder aufgehoben werden. Jo, ich wollte schon länger mal was sagen. Ja.
Also ich finde, es sind gute Sachen angesprochen worden zum einen, aber ganz wichtig ist eben, wir haben eine internationale extreme Konkurrenzsituation. Die Superreichen und Reichen sind eben in einem extremen Kampf ums Überleben. Deswegen, die sind eigentlich gezwungen durch dieses, dass jeder den größtmöglichen Zugriff auf die Kapitalströme der Welt gezwungen ist zu erlangen, ansonsten ist er raus, sonst ist er Griechenland. Ja. Wenn wir jetzt ein Benotungssystem machen, wo plötzlich alles im Sinne des Umweltschutzes gemacht wird, ist Deutschland pleite und Griechenland wird aufgekauft. Das geht so nicht. Wir haben außerdem eine extreme Notsituation. Ich habe es vorhin gesagt im anderen Raum. Es kann sein, dass dieses Jahr die Temperaturen im zweistelligen Bereich ansteigen, einfach durch die sich selbst verstärkenden Prozesse, durch die verschiedenen Dominoeffekte, Turboeffekte. Das kann relativ schnell vorbei sein, dass wir gar nichts mehr machen können. Wir müssten eigentlich jetzt eine Covid-19-Unterbrechung machen, die sofortig, gar nicht mehr die Autoindustrien anfahren, hätten gar nicht mehr angefahren werden dürfen. Die Flugzeug-, Schiffsindustrien, alle Schwerindustrien, militärische Industrien, alle Industrien hätten nicht mehr angefahren werden dürfen. Stattdessen, ganz wichtig, nur noch Renaturierung und Bewässerungssysteme und Feuchtgebiete. Nur noch ein Augenmerk darauf, was keine Finanzen generieren kann. Und jetzt, müsste das, um zu überleben, hätte das vor 20 Jahren schon stattgefunden haben müssen, so, um diese Welt noch vor dem völligen Auslöschung durch die Sonne quasi letztendlich noch zu bewahren. Jetzt wird es eine extrem knappe Geschichte, wahrscheinlich schaffen wir es nicht mehr. Und also diese ganzen Sachen mit einem Benotungssystem außer Kraft zu setzen, ein weltweites Benotungssystem, wo ein Land dann bankrott geht und der andere oder ein Unternehmer bankrott geht, mit jeder Menge Leuten, die da dran hängen, das funktioniert nicht. Es würde noch funktionieren, als allerletzte Maßnahme wäre jetzt, die Netzwerke so vorzubereiten, dass wir die ganz wesentlichen essentiellen Produktionsketten und Linien eben und Ernährung, solidarische Landwirtschaft, Renaturierungsprojekte so vorbereitend einrichten, dass es jetzt, und jetzt ist der wesentliche Unterschied ist jetzt, wir brauchen kein Geld mehr als Anreizsystem. Wir brauchen nur noch die Netzwerke und die Netzwerke haben eine andere Charaktergebung auf Gesellschaften als Geldsysteme. Seit 30.000, 40.000 Jahren erzeugen die immer zu schleichender Konzentration Konkurrenzdenken, Rivalität und vor allem nicht mehr für ein komplexes Denken. Es reicht aus, das Geld zu zählen und beim Geld ist sich jeder selbst der Nächste und die Freundschaft hört auf. Damit schaffen wir es nicht, die Welt zu retten. Wir würden es noch schaffen und die Netzwerke allein und für sich gestellt, die brauchen eine universelle Zusammenarbeit und Kooperation, dass das Ganze auswirkt. Also das Einzige, was die Menschheit jetzt noch retten könnte, eine extreme Notbremse erlauben würde, wäre die Netzwerke in einem Hackathon so vorzubereiten, dass die ganze Welt neu aufgestellt wird, strukturell. Man braucht auch keine Länder mehr. Und das ganz Wesentliche ist, die Reichen und Superreichen können sich nur noch darüber retten. Und jeder Mensch kann sich nur noch darüber retten. Entweder wir kriegen so eine Welt aufgebaut, erst virtuell, machen dann eine bewusste Umlegung, Abschaltung des monetären Weltsystems, dass keiner den anderen aufkauft und sonst was, ja. Bewusst auf eine dafür vorbereitetes globales Netzwerken, wo die essentiellen Produktionsketten und die Renaturierungsprojekte vorbereitend aufgestellt sind. Ja, ich gehe mal schon auf ein paar Sachen ein, sonst wird es zu viel auf einmal. Ja. Vielleicht dann lieber nachher nochmal neu und dann auch eben wie in der solidarischen Landwirtschaft, wo es abholen kann. Ja, aber das dann sind alles... Das ganz Essentiellste reduziert, das könnte uns noch retten. Alles andere führt definitiv in Untergang. Ja, erst einmal, was Naturwissenschaftler natürlich genauso sehen, ist, dass wir in einer gnadenlosen weltweiten Konkurrenz leben. Ich habe es ja eben mit den nordamerikanischen Indianern erwähnt. Wir müssen total aufpassen, was aus uns wird, denn Europa ist im Moment am Kaputtgehen, sagt Professor Hans-Werner Sinn. Ja, das heißt, nicht die Vereinigten Staaten von Europa, sondern ganz einfach, Europa wird gerade wirtschaftlich abgehängt. Ja, also das heißt, in dem weltweiten Wettbewerb müssen wir schon ein bisschen gucken, wo wir bleiben. Auch mit Kommunen müssen wir das irgendwann dann sozusagen. Denn
die Wohlfühlstimme macht ja ganz deswegen ja nicht Umweltschutz um den, des Umweltschutzes willen, weil dann würden die anderen Länder ja sozusagen uns wirtschaftlich vorbeiziehen und wir wären pleite nach einiger Zeit. Deswegen die Wohlfühlstimme sorgt ja für das richtige Zwischenmaß an Umweltschutz und Umweltreinigung und Umweltreparatur und wirtschaftlicher Vernunft, ja? Denn das, was Sie angedeutet haben, das wird nicht kommen, weil 80% aller Bürger sind mit Söder einverstanden und mit Merkel einverstanden und so weiter. Und da ist null, auch null, absolut null Reforminteresse. Ja? Also das heißt, wir müssen über Greta Thunberg, über Fridays for Future und mit Jürgen Wagners wie nennt das sich nochmal bitte? Argumenteplattform. Wie? Freie Argumentekultur oder freie Argumenteplattform, ja. Genau, damit müssen wir müssen alles bündeln und ich empfehle, dass wir das bündeln rund um Christian Felbers Gemeinwohlökonomie, dass wir das darum gründen, denn er ist schon ziemlich nah an den Dingen, die wichtig sind, ja. Und ja, und dass dann also alle Ideen mit eingebracht werden sozusagen und dann das gemeinsam in einer Weltpressekonferenz vorgestellt wird. Alles andere, sage ich ehrlich gesagt, auch sogar unser Weltrat, ja, wenn Fridays for Future nicht Kanzlerin Merkel einlädt und was dann natürlich passiert, ist, dass alle Talkshows sind dann natürlich voll mit uns, mit Greta, mit Luisa, mit Christian Felber und so weiter und mit all den anderen, ja, weil das dann Thema ist. Aber das, was Sie eben gesagt haben, das sind für mich Wunschträume, die werden, davon wird nichts kommen. Auch das Stichwort solidarische Wirtschaften oder und so weiter, das wird leider nicht kommen. Vielleicht können wir davon Elemente übernehmen, ja? Aber wir müssen ja erst einmal etwas haben, wo wirklich alle Teile der Wirtschaft, wo der BDI sagt, ja, das ist gut für uns, wir verlieren in Zukunft dann nicht mehr 118 Milliarden jedes Jahr durch Krankheit in den Unternehmen, sondern nur noch 40 Milliarden jedes Jahr. Das ist gut für uns, das wollen wir. Deswegen wollen wir die Wohlfühlstimme. Aber du hast selbst widersprochen, sorry. Du hast gesagt, die EU geht bankrott gerade, das stimmt ja auch, und mit einem Gemeinwohlbenotungssystem wird es noch viel schneller bankrott gehen. Nein, die EU geht nicht bankrott. Der BDI kann das nicht mitmachen, niemand kann das mitmachen. Damit schaffen wir es auf keinen Fall. Wir müssen jetzt, wie Harald Welzer das sagt, unrealistisch denken und sein, um das scheinbar Unmögliche möglich zu machen. Ja, und Harald, das ist jetzt ist tatsächlich, wäre jetzt, wenn die Welt zu dem Konsens kommen würde, wir richten in einem Hackathon, wie wir die Saisonkräfteproblematik damit eingerichtet, abgefedert haben, als sie nicht mehr reingekommen sind, einen Hackathon aufgestellt, haben sich in kürzester Zeit 40.000 Freiwillige gemeldet, haben diese Situation quasi mit versucht zu meistern. Aber jetzt müsste tatsächlich, und es wäre möglich, das Einzige, was möglich, was stört, ist, der Mensch ist nicht fähig, dieses Komplex anzuerkennen oder zu begreifen, dass es die letzte Chance ist. Stattdessen verweist jeder auf was anderes. Aber also, es wäre technisch möglich, einen Hackathon aufzustellen, die Welt als eine Welt einzurichten und gemeinsam gegen diese Katastrophe aufgrund der weltweit vernetzten Freiwilligkeit neu einzurichten. Und damit hätten wir noch die allerkleinste Chance. Man gibt die aber auf, weil man sagt, es wird nicht kommen, dann sterbe ich lieber. Wir kriegen aber faktisch noch nicht einmal, wie Jürgen Wagner richtig sagt, im Moment alle Weltrettungsbewegungen unter einen Hut, geschweige denn Deutschland unter einen Hut. Noch kriegen wir einen Hut mit Fridays for Future, kriegen wir im Moment noch nicht mal unter den Hut. Und wir kriegen noch nicht mal Europa unter den Hut. Und übrigens, das war falsch verstanden. Europa geht gerade nicht wirtschaftlich kaputt, sondern von der Substanz her. Europa hat zu wenig Nachwuchs an Innovatoren. Ja? Das Land der Dichter und Denker hat im Moment einen geistigen Substanzverlust, der größer ist als in China oder in anderen Ländern. Und damit sind wir auf dem absteigenden Ast. Und Harald Welzer ist leider, von dem habe ich noch nie auch nur einen realitätsbezogenen Satz gehört. Da müssen Sie mir mal einen nennen. Das wäre dann eine Aufgabe in solch einem runden Tisch, ja, dass wir dann sagen, Herr Welzer, sagen Sie doch mal was Konkretes, womit ich irgendwas nachvollziehen kann mit seiner Zukunftswerkstatt. Ja. Also von daher,
Wir kriegen das nicht, was Sie sich wünschen. Sagen Sie doch mal den ersten Schritt, den Sie dazu gehen wollen. Ja? Also sagen Sie bitte noch mal, was wäre denn der allererste Schritt? Die Reise von 3000 Meilen beginnt mit einem allerersten Schritt. Und bei uns wäre der allererste Schritt hier, wir sind jetzt hier, Jürgen Wagner ist hier, will die Argumente-Plattform. Wir haben unser Format Demokratie pur als Argumente-Plattform gegründet und die ersten Talkshows gesendet sozusagen. Und wir können hier auf diesem Kongress jetzt erst einmal hier den runden Tisch bilden und gemeinsam feilen. Und dann müssen von diesem Kongress hier aus, muss die Einladung an Greta Thunberg, an Fridays for Future, an Luisa und Greta geschehen, weil die haben die Medienmacht, ganz hart gesagt. Und dann müssen wir diskutieren mit Felber und so weiter. Und morgen kommt ja auch ein Repräsentant von Gemeinwohlökonomie. Und vielleicht kriegen wir es ja hin, dass am Sonntagvormittag dann noch unsere Demokratie-Pur-Talkshow hier stattfindet auf dem Kongress. Das sind immer ganz reale erste Schritte. Und ehrlich gesagt, auch wenn Christian Felber mitzieht, wenn die Fridays nicht mitziehen, ich weiß nicht, wie wir in die Talkshows kommen sollen, wie wir in die großen, wie wir Frau Merkel die Aufmerksamkeit gewinnen. Die Frau Merkel, Greta hat die Aufmerksamkeit von Frau Merkel, aber wir doch nicht. Unsere Professoren haben die auch nicht. Ja? Darf ich vielleicht eine Brücke vorschlagen? Ja. Also ich würde eine Brücke vorschlagen zwischen euren beiden Standpunkten. Und ich greife mal eben diesen Schritt der freien Argumente-Kultur oder Plattform auf. Der Dylan hat aus meiner Sicht richtigerweise gesagt, dass ob bei den Bonobos oder bei der heutigen Massenbevölkerung der allergrößte Teil folgt und denkt nicht einfach selbstständig oder so vernünftig wie möglich. Sie rennen hinterher. Dann haben wir aber eine gewisse Prozentzahl oder einige wenige vielleicht auch erstmal, die ob bei den Bonobos oder bei uns auf vernünftige Weise führen könnten. Und es wäre schon genial, wenn dann zwei Dinge passieren würden. Erstmal, dass die zur Vernunft fähig sind, auch wirklich nach Vernunft gehen. Also Fridays for Future und die Gruppen, die Dylan eben genannt hat. Oder dass eine Frau Merkel oder die Politiker, die wir jetzt haben, dann nicht nach den äußeren Show-Effekten gehen. Wo macht der Bill Gates viel Wind oder Fridays for Future haben da viel Öffentlichkeitswind machen können, also hören wir nur auf die. Sondern wenn wir es schaffen würden, dass die Vordenker im alternativen Bereich und vielleicht die hellsten Köpfe noch im politischen Bereich, dass die sich einigen könnten, wir gehen in gemeinsame Plattformen und gehen nach den besten Argumenten. Wir gehen danach, dass wir wirklich die Qualität der Argumente prüfen und nicht mehr korrumpierbar durch Macht, Geld, Lobbys und so weiter. Das wäre die Weichenstellung, denke ich, wodurch wir dann auch klären können, inwiefern sind wir in der Lage, in größerem Stil runde Tische der Umgestaltung durchzuführen oder inwiefern geht es auf Wegen wie mit der Wohlfühlstimme, die Dylan beschreibt und so weiter. Dann können wir es unter uns zumindest schon mal klären und können gucken, wie die anderen, die folgen, dann vielleicht den sich herausbildenden echten Vernunftkonzepten folgen würden. Ja, genau. Und zum Beispiel mit Christian Felber, dann würde man sagen, überlassen wir es doch der Öffentlichkeit in den großen Talkshows darüber zu diskutieren, wie weit die Gemeinwohlbilanz Vorteile oder Nachteile hat, wie weit es einfacher ist, aus dem Bruttonationalglück von Bhutan sozusagen eine einfache Wohlfühlstimme zu machen, die die Masse der Bevölkerung auch problemlos bedienen kann, ja, und so weiter. Und wo nicht Wirtschaftsprüfer gebraucht werden, auf die dann alle Bestechungsdruck geht, denn die von den Wirtschaftsprüfer Gemeinwohlbilanzen, Punktwerten, die dann auf den Produkten drauf sind, würden Milliardenbeträge abhängen, ja, wenn man dann einen etwas schlechteren Wert bekommen hat. Die Leute werden klagen gegen diese Noten, weil sie sagen, da hat der Wirtschaftsprüfer sich geirrt. Ich bin nicht schlimmer umweltverschmutzend als der Kollege und der hat einen besseren Punktwert bekommen und schon geht der Streit los und das geht vor Prozesslawine, wird ausgelöst und so weiter. Und ist da die Wohlfühlstimme und die Gesundheitskostendaten, an denen kann niemand manipulieren. Das sind harte Daten. Wir müssen natürlich, dass wir den Bundeswahlleiter und das Statistische Bundes- und Wahlamt Wiesbaden wird zu einem Fort Knox des Datenschutzes ausgebaut.
Denn sowas muss ja alles anonym über Zahlen gehen, ohne dass irgendjemand an irgendeine Person rankommt. Und auch wir entscheiden übrigens auch selber, wenn wir sagen, zum Beispiel beim Supermarkt, ich will jetzt, dass der Schnaps nicht auf die Krankenversicherungseinkaufskarte draufkommt und ich will auch jetzt die Kondome nicht draufkommen, dann zahle ich die in bar und den Rest zahle ich mit der Krankenversicherungseinkaufskarte. Und ich entscheide als Bürger immer selbst darüber, welche Daten ich, auch wenn es egal ist, eigentlich, denn niemand wird jemals erfahren, welche Person diese Kondome gekauft hat. Aber wenn mir das trotzdem peinlich ist, dann gebe ich die Daten halt nicht an den Bundeswahlleiter. Und die Statistiken kommen auch wunderbar aus ohne Statistiken über Kondome und über Schnaps. Ich füge vielleicht noch als letztes Mal hinzu, wenn diejenigen, die zum Gehen nach der Vernunft bereit sind, dazu fähig und dazu bereit sind, wenn wir damit anfangen und es tun, dann können wir unter uns eben genau diese verschiedenen Konzepte auf den Tisch bringen und auch miteinander abwägen. Also was GEAKIC als, ich nenne es jetzt mal, die revolutionären Runde-Tische-Planungen für den direkten Systemwandel sich vorstellt oder was Dylan beschreibt mit dem als realistisch angesetzten Wohlfühlstimmen-Konzept. Und ich würde noch hinzufügen dann in diese gemeinsame Diskussion unter uns, wo wir einfach nach den besten Argumenten gehen, das direkte Vorleben der aufgeklärten Bonobo-Kommune, weil ich selber lebe einfach schon direkt sozusagen diesen Zielzustand vor. Und natürlich könnten alle, ob jetzt die Milliardärskönige oder die einfachen Menschen, wenn sie wollten, auch sagen, ja, warum springen wir nicht einfach mit in diesen Zustand? Ja, und genau das ist es. Und deswegen so meine Bitte, also GEAKIC war, glaube ich, der Name. Wir müssen es jetzt tun, ganz konkrete Schritte. Es ist niemand anders außer uns jetzt hier auf diesem Kongress wird es tun. Es gibt nichts Gutes, außer du tust es. Ja? Und zwar jetzt. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass jeder, der heute teilgenommen hat, spricht, also erstmal morgen wir alle dabei sind bei Jürgen Wagner um 12 Uhr, glaube ich, gell? Im Programm steht es ja, auf Jürgen Wagner und so weiter. Und vielleicht klappt das ja mit der Talkshow am Demokratie pur am Sonntag, ja? Dass wir da 7, 8 Leute in einer Runde haben aus den verschiedenen Richtungen und dann schon mal ist reihum die Redezeituhr 2 Minuten pro Person reihum geht. Und jetzt tun, also in diesem Kongress jetzt hier die Diskussion treffen, dass wir natürlich nicht endgültig entscheiden, was der richtige Weg sein kann, aber dass wir jetzt das richtig anpacken, alle Wege zu bündeln, an den runden Tisch zu bringen, an die Argumente-Plattform zu bringen, sozusagen. Und dann muss der ganze Kongress Fridays for Future ansprechen, denn ich fürchte, es ist jetzt gerade niemand da von Fridays for Future, ja? Aber die haben etwas, was wir seit Jahrzehnten nicht geschafft haben. Wenn Fridays for Future eine Weltpressekonferenz mit Greta und allen macht, dann kommt die ganze Presse der Welt auch jetzt noch. Und die Professoren bei uns können einladen zu einer Pressekonferenz, so viel sie wollen. Die kommen nicht. Wissen Sie, warum die Leute, die Bild-Zeitung und die anderen 10 Journalisten bei der Pressekonferenz von uns da waren? Weil 2 junge Schülerinnen von Fridays for Future die Presse eingeladen haben und gesagt haben, wir müssen doch den Ansatz von den Next Scientists for Future annehmen, den Kohlestopp 26 und den 900 Milliarden Euro 7-Jahre-Plan. Und dann saßen sie wie alle aufgereiht, alle großen Journalisten von Köln, alle Medien waren da, WDR, Kölner Stadtanzeiger, Bild-Zeitung, alles war da. Aber nur wegen den 2 Schülerinnen von Fridays for Future, nicht wegen uns Wissenschaftler Hanseln. Das interessiert kein Mensch. Ja, das ist eine Frage. Noch was sagen? Ja, Freddy? Kennt ihr das Wandelbündnis und die Pläne vom Wandelbündnis? Also ich habe ja früher sehr viel mit dem Bobby Langer telefoniert. Ja. Der gehört ja auch zum Wandelbündnis. Ja. Und deswegen haben wir sind ja auch Mitglied. Wir sind ja Mitglied bei dem Wandelbündnis. Aber eben leider, ich habe immer nur erlebt, es tut sich erstaunlich wenig. Ich habe Bobby eingeladen zu unseren Demokratie-Pur-Talkshows und dann hat er keine Zeit oder so. Also wir müssen es tun. Ja, es müssen endlich alle vernünftigen Bewegungen zusammengeführt werden
und müssen das immer wieder sprechen und nie in der eigenen Blase bleiben. Ich muss mir in so einer Talkshow von 5 verschiedenen Leuten, muss ich mir völlig andere Ansichten anhören. Das ist gut so, weil nur das bringt uns weiter. Und irgendwann finden wir einen Minimalkonsens und der muss mit Fridays for Future an die Öffentlichkeit. Ja? Und dann muss der Rest die Gesellschaft diskutieren. Das Ziel vom Wandelbündnis ist ja eben genau die Vernetzung von den verschiedensten Organisationen. Ne? Und das Problem, warum Bobby wahrscheinlich keine Zeit hatte, ist eben, weil die in den letzten Monaten hart an der Satzung gearbeitet haben, die man heute verabschiedet hat. Ne? Also das Wandelbündnis offiziell gibt es seit heute. Ist heute gegründet, habe ich irgendwie gelesen, gell? Ist gegründet worden. Ne? Aber genau das ist das Dilemma. Da arbeitet man wochenlang an einer Satzung. Brauchen wir aber nicht. Wir müssen uns einen runden Tisch setzen, die Redezeituhr auf den Tisch und müssen anfangen, ansatzweise einander zuzuhören. Erstmal müssen wir lernen, dass niemand den anderen, ich unterbreche jetzt sehr viel hier, weil wir keine Redezeituhrregelung haben, aber wenn wir die Redezeituhr hätten, dann würde jeder ungestört seine 2 Minuten reden können. Das ist die Voraussetzung. Und dann müssen wir raus aus den Blasen und uns nicht um Satzungen kümmern, sondern um das kümmern, was jetzt ansteht als nächster Schritt. Und solange das Eisen mit Greta und Luisa noch heiß ist und Fridays for Future, müssen wir das Eisen schmieden und es ist schon viel zu viel Zeit vergangen, ja? Wir hätten das Ganze schon im Juli machen können, aber Bobby war mit der Satzung beschäftigt, ne? Ja, jeder beherrscht die Kunst, immer das Falsche zu tun. Macht mit den anderen Bewegungen jetzt zusammen an einen Tisch setzen und am Sonntag spätestens und morgen bei Jürgen Wagner um 12 und dann am Sonntag vielleicht um 11 mit einer Demokratie pur. Hoffentlich kümmerst du dich nochmal drum, Jürgen, da auch nochmal nachzuhaken. Ich habe schon auch nochmal eine Anmeldung dahin geschickt. Ja? Du musst es praktizieren. Ja? Ja, genau. Es wurde mir schon gesagt, dass es eingetragen würde. Ja. Also ein Problem wäre, ob sie einen Zoom-Raum frei hätten noch, aber sonst gucken wir. Also ich habe auch so einen Zoom-Raum, der ist allerdings jetzt kostenlos und nach 40 Minuten wird abgeschaltet und muss man den Raum neu öffnen. Aber irgendwas finden wir da, ne? Ob deine Telefonanlage oder meinen Zoom-Raum. Auch meine Telefonkonferenztechnik hat jetzt eine bessere Lautstärkentechnik. Ich drehe jetzt immer, wenn du zum Beispiel ein sehr starkes Signal von deinem Handy hast, drehe ich dann das Mikrofon leiser und wenn die anderen extrem leise reden, drehe ich hoch und so weiter. Ich bin quasi der automatische Limiter oder Kompressor bei dem Ganzen mittlerweile. Super. Ja. Also es wurde mir zugesagt schon, dass es für Sonntag 11.30 Uhr eingetragen würde ins Programm. Ja, super. Ja, und ja, Leute, alle, die heute da waren, tun wir es. Nicht verschieben. Ich habe auch was zu sagen, kurz. Genau, also ein Zoom-Raum wird kein Problem sein. Wir haben von Extinction Rebellion auch noch 2 Räume, die frei sind. Ist jetzt einfach nur die Arbeit, die neuen und zuletzt eingeschriebenen Sachen dann auch noch zu organisieren. Und das wird aber kein Problem sein. Ja, das klingt das sehr gut. Das super, klingt besser sehr gut. Als mein Zoom-Raum auf jeden Fall. Ja. Und alle, die jetzt heute hier waren und vielleicht auch alles mitbekommen haben von dem Vortrag, ja, wir müssen es jetzt tun. Jetzt mit überall, mit allen sprechen, soweit das auf diesem Kongress möglich ist und alles zusammenzuführen. Und ich folge auch gern jeder Einladung, wenn ihr irgendwas habt und wisst und wo ich gerne als Gast gesehen bin und auch zu Gehör kommen soll, dann komme ich. Ja, und ich komme dann natürlich auch morgen dann um 12 Uhr zum Jürgen Wagner. Und ja, weil ich habe keine Zeit zu vergeuden, aber das ist wichtig. Ja, da nehme ich mir dann die Zeit. Und wie gesagt, und wenn wir uns dann einig sind für die Pressekonferenz zum Beispiel oder für die ersten Talks mit Fridays for Future, kriege ich wahrscheinlich schon einige unserer Professoren. Ja? Ich versuche gerade im Programm. Hätte doch eine Beobachtung. Ganz kurz. Soll das sein? Sonntag 11.30 Uhr? Ah, Sonntag 11.30 Uhr. Sonntag 11.30 Uhr. Da soll das drin stehen. Okay. Das steht aber, glaube ich, noch nicht eingetragen. Ne? Okay. Noch nicht eingetragen. Aber wäre schön, wenn ihr es auch mitschauen könnt, dass es eingetragen wird. Es war mir schon zugesagt. Mit wem hast du denn den Kontakt gemacht hat. Mit wem hast du denn geredet? Da war diese nette Dame, mit der ich heute Mittag geredet habe, die auch meine Veranstaltung eingetragen hat. Aber den Manuela? Namen, Manuela Imke? Könnte sein. Ich habe den Namen nicht richtig gehört. Und ich habe noch mal eine E-Mail geschickt an mitmachen@ habe ich noch mal eine E-Mail geschickt.
und um das nochmal daran zu erinnern, das dann vielleicht zu machen. Denn das war unsere Idee. An sich hatten wir unsere Telefonkonferenz Demokratie pur Talkshow für Sonntag 11.30 Uhr angesetzt. Und das ist doch ideal, das gleich auf dem Kongress zu machen. Und dann könnt ihr auch als Talkgäste teilnehmen. Ne? Und es wäre schön, wenn jemand von der Gemeinwohlökonomie auch noch mit dabei wäre. Ich hätte noch eine Beobachtung, wenn ich die kurz einbringen darf. Also ich habe das beim JEA so ganz stark rausgehört, da geht es auch um eine Vernunft des Herzens. Und ich denke, Greta Thunberg ist jetzt so oft angesprochen worden und im Grunde ist das auch ist das eine Stimme, wo die Vernunft des Herzens zu Wort kommt. Und ich glaube, man sollte bei aller Vernunft des Denkens und des Kopfes darauf nicht vergessen, dass das ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil des Ganzen und der Weisheit und Wirklichkeit auch ist, dass es da also auch eine Art Weisheit gibt, die auch immer zu Wort kommen sollte. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum man auf der reinen Kopfebene auch so wenig wahrgenommen wird. Ja, nur das ganz kurz dazu, ja, zur Vernunft des Herzens. Aber ich muss vor einer Vernunft des Herzens ganz stark warnen. Ich muss die Leute immer wieder daran erinnern, dass die heutigen Milliardärskönige nicht immer abgespalten waren. Die waren früher unsere geliebten Freunde in unserer Kommune. Das waren unsere besten Freunde. Ja? Und da müssen wir wieder hin. In diese Bonobo-artigen Kommunen, ja, mit denen gemeinsam. Und wenn die Vernunft des Herzens sagt, ihr Scheiß reichen, dann haben wir verloren. Weil mit Hass und Gegeneinander erreichen wir gar nichts. Wir schaffen es vielleicht wieder, einen neuen Stalinismus aufzumachen, einen neuen Honeckerismus, einen neuen Maoismus. Wir bringen die Zarenfamilien um, die Familie Bill Gates bringen wir um und all die anderen, ja, und so weiter, und die Rothschilds und wen auch immer. Und was haben wir gewonnen? Gar nichts am Ende. Ja? Aber ich glaube, die Vernunft des Herzens würde niemals sagen, gegen. Das kommt in dieser Vernunft nicht vor. Ja. Und darum ist es wirklich, die sozusagen in aller Reinheit sozusagen auch zu Wort kommen zu lassen. Ja, also miteinander. Ja, kurz einbringen. Ja. Ja, genau. Also deswegen, nur das ist bei vielen, das müsst ihr also ehrlich zugeben. Also wenn es gibt eben viele sehr radikale Leute, die haben nur eine Vernunft des Herzens, den Hass. Und damit kommen wir nicht zu nichts. Wir müssen schon versuchen zu sagen, okay, wir suchen eine Lösung, womit alle leben können. Ja, es ist eher eine Vernunft der Trennung. Ja. Also auch noch eine Anmerkung, also es ist beides ganz arg wichtig. Die Vernunft des Herzens ist wahnsinnig wichtig, dass wir als Menschheit zusammenkommen und zu Tieren und Pflanzen eine ähnliche Verbindung aufbauen und sehen, wie die Natur verschwindet und abstirbt. Und wir selber auch damit. Ganz wichtig. Und gleichzeitig, denke ich, brauchen wir ein Weltbewusstsein jetzt gerade, was uns noch retten könnte, die Lösung. Und wir müssen aus allen Konkurrenzzwängen rauskommen. Und es ist tatsächlich, und da müssen wir das Richtige finden, und tatsächlich, seit die monetären Systeme eingeführt wurden, kontrollieren die Gesellschaften. Und nicht wir kontrollieren die, sondern die kontrollieren das mit der schleichenden Konzentrationsdrang, mit dieser Charaktergebung. Dass man nicht mehr für das Gesamte sich verantwortlich fühlen muss. Und für das Verantwortliche fühlen muss jetzt jeder auf dieser Welt. Das ist nicht mehr durch eine Pressekonferenz getan, sondern jeder ist gefordert, sein Bewusstsein, das Weltbewusstsein zu entwickeln und diese letzte Chance, die wir noch haben, zu erkennen und durchzuführen. Und dann wird das Unrealistische realistisch und wahr. Ja, die Wohlfühlstimme, erstmal zur Umweltfrage. Die Wohlfühlstimme würde dazu führen, dass die gesamte Wirtschaft aus Deutschland einen essbaren Garten, eine essbare Garten- und Parklandschaft macht.
Also es würden Gewächshäuser mit tropischen, herrlichsten Früchten wie Cempedak und so weiter, würden von Rewe, von Aldi, von Alnatura und so weiter überall aufgebaut werden. Und da ansonsten würden lauter Parks, essbare sozusagen, die gesamten, auch die Städte würden überall würden Sachen wachsen, wenn wir keine Autoabgase mehr haben, sind die dann auch relativ giftstofffrei. Irgendwann wird sich vielleicht auch das ganze Leben wieder auf die Fläche des Landes bewegen. Und wir leben wieder, werden lieber wieder dort leben, wo die Gärten sind. Also insofern kriegen wir eine reparierte Welt. Allerdings ebenso, die Wohlfühlstimme führt dazu, dass ein vernünftiges Maß, wir sind nun mal, in der Evolution gab es noch nie eine Art der Erde, die sich um die anderen Arten geschert hat. Das gibt es nicht in der Evolution. Es sind Milliarden Arten der Erde ausgestorben und das hat der Erde auch nicht geschadet. Ja? Das ist die Evolution. Das heißt, die Menschheit, wir dürfen nicht hingehen, die Menschheit dazu zu bringen, dass sie selber, zum Beispiel Europa, seine eigene Wirtschaft ruiniert, um die Eisbären zu retten, sondern erstmal muss Europa die Wirtschaft so machen, dass die in Europa die Natur menschenfreundlich wird, Parklandschaften, essbare Parks, essbare Gärten und so weiter und alles und dass dann alles stimmt, dass die Bestäubungsinsekten alle und deren Systeme erhalten bleiben und so weiter, aber nicht, wenn wir die Tierliebe zum Gebot machen, dann haben wir müssen die Menschenliebe erstmal zum Gebot machen. Das macht jede Art in der Evolution. Und wenn wir ein Weltbewusstsein wollen, die meisten Menschen im Kapitalismus, in der Marktwirtschaft sind so entsozialisiert, dass sie gerade mal ein Bewusstsein haben für sich und ihr Kind. Und da alles andere ist dann schon noch uninteressant. Das interessiert so wie ein Sack Reis in China, wenn dort ein Sack Reis umfällt. Und ein Weltbewusstsein beim normalen Bürger zu erzielen, das ist so viele Lichtjahre entfernt. Wir müssen erstmal dafür sorgen, dass wir in Deutschland wieder, dass man wieder anfängt, seine Kommune zu lieben, seine Hausarztkommune zu lieben und nicht nur das eigene Kind. Ja? Für den heutigen Bürger gibt es nur sich selber. Im Kapitalismus, der alles entsozialisiert, gibt es nur den einzelnen Bürger und vielleicht noch ein, zwei Kinder und alles andere ist Außenwelt und interessiert überhaupt nicht. Und wenn Sie jetzt Bürgern sagen, ja, wir wollen ein Weltbewusstsein entwickeln, dann sagen die, von was redet der? Ne? Oder man muss es mir nochmal erklären, also ich verstehe es nicht. Als Naturwissenschaftler sind scheußlich, wir sagen immer, was nicht geht. Also ich kann da vielleicht wieder eine Brücke schlagen. Also wenn wir unter uns an den runden Tischen sitzen, wo schon mal klar ist, wir gehen nicht nach den Show-Effekten, wie dick sich ein Bill Gates aufplustern kann oder sonst etwas. Wir gehen rein nach Argumentequalität und wir bringen unsere Angebote auf den Tisch. Dann werde ich als Angebot sagen, ich lebe die jetzt schon vorgelebte, aufgeklärte Bonobo-Kommune und das kosmische Identifikationsbewusstsein. Aber als Angebot, man kann es den Leuten nicht aufzwingen, aber man kann es ihnen darstellen als ein vorgelebtes Beispiel und Angebot. Und dann holt man zumindest das meiste noch raus, was sie nachvollziehen können. So sehe ich das. Ja, das ist doch schon mal der richtige Weg zu sagen, nur eben, wie gesagt, ich empfehle jedem mal, selbst Fernsehproduktionen für das Internet zu produzieren. Ich habe mittlerweile an die 500 Sendungen, auch jetzt die letzten zwei Talkshows, fürs Internetfernsehen, für diverse kleine Sender produziert. Ja? Und was Sie dort so an Kommentaren und Rückmeldungen kriegen, da sind die Leute Milliarden Lichtjahre entfernt von einem Weltbewusstsein. Die meisten haben überhaupt leider gar kein Bewusstsein, außer dass sie, wenn sie schon nur die Idee hören, ach, jemand will die Marktwirtschaft beenden und den Kapitalismus beenden, ach, diese Schweinekommunisten, weg damit. Ja, das ist das ganze Weltbewusstsein, was die Mehrheit leider hat. Ja, und das ist sehr ernüchternd. Also von daher, wir müssen mit dem arbeiten, was jetzt hier bei diesem Kongress da ist. Und wir müssen es jetzt hier tun und nicht träumen und nicht uns mit Satzungen beschäftigen, sondern jetzt hier. Aber du widersprichst dich komplett, ja, finde ich. Also du sagst das Weltbewusstsein, aber dann willst du eine Pressekonferenz abhalten. Du sagst, es gibt mit dem Gemeinwohl schaffen wir das, mit einem Siegel
quasi, dass Europa konkurrenzfähig bleibt, aber trotzdem grün wird, geht gar nicht, ja. Unmöglich, völliger Blütentraum. Und also ja, es ist, man muss schon irgendwo ein bisschen, und dann wirft man mir vor, ich wäre unrealistisch, aber tatsächlich das Weltbewusstsein, wenn wir das dahin, wenn das dieser globale Konsens werden würde, dass wir jetzt die Netzwerke neu einrichten, wenn das so ein Tool vorhanden wäre, wie die Karte von morgen, dass die weiterentwickelt würde, dass das dann sich so weit weltweit interlockt, weil wir eben weltweit aufgestellt sind, alle Produktionsketten, alle Sachen, Kommunikationssysteme, Energiesysteme laufen alle global mittlerweile. Wir können keine isolierte Situation machen. Wir müssen von jetzt auf nachher aus dem Konkurrenzkampf sofort aussteigen, als allererstes. Und darauf die Welt aufbauen. Und wenn dann die Welt aufgebaut wird, dann ändert sich, wenn wir schon nur denken, es geht nicht mehr um mein Geld, dass ich möglichst viel davon kriege, möglichst mehr mit einer besseren Karriere als mein Nachbar, um das größere Auto zu zeigen. Und wenn ich dann sage, da ist ein Tool, da kann ich mitmachen, da kann ich die Welt retten, dann entsteht automatisch sofort mit diesem Weltbewusstsein. Und das ist absolut notwendig jetzt, um zu überleben. Ja, also ich gehe mal direkt drauf ein. Also erst einmal, was glaube ich Sie oder du grundsätzlich missverstanden hat, ist, dass die Umstellung Deutschlands und Europas auf Klimaschutz und auf, dass uns das Geld kosten würde. Wenn wir 500 Milliarden jedes Jahr plus machen und davon 300 Milliarden für die Umstellung auf totalen Umweltschutz ausgeben, haben wir immer noch 200 Milliarden plus, bis dann die USA nachzieht, die gleichen Reformen mithilfe der Professoren macht. Aber bis dahin haben wir ein paar Jahre Vorsprung, bis die USA sich durchgerungen haben, die Professoren einzuladen. Und dann haben wir ein paar hundert Milliarden plus gemacht und haben mittlerweile den Großteil der Umstellung zur ökologischen und zur grünen Sache schon gemacht und können dann sagen, liebe anderen Staaten der Erde, damit wir das CO2 runterkriegen, müsst ihr das jetzt auch euch schnellstmöglich umstellen. Und dann haben wir auch ein Argument für einen weltweiten Emissionshandel zu absolut gleichen und fairen Bedingungen für alle Mitgliedstaaten sozusagen, für alle 200 Staaten der Erde. Und dann kriegen wir das hin. Das Entscheidende ist also, was Sie nicht so ganz mitbekommen haben, ist, dass wir jedes Jahr 500 Milliarden plus machen durch die Wohlfühlstimme und die anderen 20 Reformen. Ich mache mal nur ein Beispiel. Arbeitsamt. Das Arbeitsamt im Moment verwaltet Arbeitslosigkeit. In Zukunft kriegt der Arbeitsamt-Mitarbeiter, da wird die Wohlfühlstimme verwendet, aber auch noch andere Daten werden verwendet. Wenn ein Arbeitsamt-Mitarbeiter wird, der Zukunft wird hingehen, wird morgens vormittags bei den Leuten klingeln und sie freundschaftlich abholen und mit ihnen von Betrieb zu Betrieb gehen und mit den Betrieben Deals aushandeln. Ja, was ist, wenn sie den jetzt einarbeiten, wenn sie ihm eine Chance geben? Wie viel muss ich ihnen von meinem Etat zahlen, damit sie das machen? Und dann, und wenn man einen gar nicht unterbringt, bringt man ihn in einer ehrenamtlichen Tätigkeit unter. Und dann der Mitarbeiter des Arbeitsamtes kriegt sozusagen, lebt im Wesentlichen von seinen Boni, die daher kommen, dass wenn der Mensch 10 Jahre in einem neuen Job 10 Jahre auf Dauer untergebracht ist, kriegt er 10 Jahre Bonus. Und wenn er 20 Jahre in einer ehrenamtlichen Einrichtung aktiv tätig ist, kriegt er halt einen kleineren Bonus 20 Jahre lang. Und was, da werden wir mal erleben, wie viel Geld plötzlich gespart wird, volkswirtschaftlich, dadurch, dass das plötzlich das Arbeitsamt nicht mehr sagt, ja, es ist toll, dass Sie arbeitslos sind, wir brauchen mehr von Ihnen, dann kann ich Karriere machen und vorgesetzter neuer Mitarbeiter werden. Also wir haben auch in den Behörden versteckte Marktelemente, die immer darauf auf gewinnbringenden Irrtümern fußen. Je mehr sich ein Mitarbeiter irrt und je mehr er die Arbeitslosen nur verwaltet und verhindert, dass sie überhaupt unter Menschen wiederkommen, in die Arbeitswelt reinkommen, desto wichtiger ist er und desto mehr Karriere kann er in seiner Bürokratie machen. Also wir müssen auch dort alles, dieses planwirtschaftliche Dach muss überall drüber, weil auch dort sind Wettbewerbs- und Marktelemente. Und über jedes Wettbewerbs- und Marktelement muss ein planwirtschaftliches Dach, sonst wird es schädlich. Ja?
Und dann jetzt nochmal zum Wettbewerb. Da muss ich leider wieder was ganz, wir Naturwissenschaftler sind ja ganz grausam. Wir müssen immer die Leute frustrieren. Das muss ich jetzt tun, ja? Denn auch bei den Bonobos gibt es keine wettbewerbsfreie Gesellschaft. Denn die Bonobo-Männer schenken ja alles den Frauen und Kindern, aber sie schenken das nicht einfach so ins Blaue rein. Die schenken das auch nicht plötzlich an alle anderen Kommunen oder so, weil sie schenklustig sind, sondern sie schenken, weil sie dann biologisch eine größere statistische Wahrscheinlichkeit eines Zugangs zu einer Eizelle irgendeiner Frau in der Gruppe bekommen. Ja, und dadurch pflanzt sich dieses Programm zu schenken, setzt sich durch, weil es in den Kindern weiterlebt. Ja? Und also letztendlich die reine biologische Funktionalität eines Bonobo-Mannes ist: Schenke, auf dass du Vater des nächsten Kindes in der Kommune wirst und deine Gene weitergibst, nämlich die Gene, die das Schenken bewirken. Ja? Und also einen wettbewerbsfreien Raum gibt es seit Erfindung der DNS vor 4 bis 3 Milliarden Jahren auf dieser Erde, gibt es nicht. DNS hat immer irgendetwas mit Wettbewerb zu tun. Auch wenn es so pazifistisch ist und so friedlich ist wie bei den Bonobos und beim Homo erectus vor 400.000 Jahren, es ist immer noch eine Wettbewerbsgesellschaft. Nämlich da lautet der Wettbewerb, wer schenkt mehr? Ja, und der mehr schenkt, hat den größeren Zugang zu den Eizellen der Frauen. Dafür gibt es sogar, das wissen wir alles genau, wie das in den Körpern der Frauen funktioniert, mit Orgasmus-Ansaugreflex, mit Spermakonkurrenz, mit Penisgröße, mit Hodengröße und so weiter. Das wissen wir alles haargenau, wie dort der Wettbewerb geregelt ist, aber ohne Rivalenkampf, ohne Gewalt. Seien wir doch froh, alles ohne Gewalt, alles friedlich. Aber der Wettbewerb bei den Bonobos lautet, wer schenkt am meisten? Und wer schenkt mehr als der andere? Ist auch ein schöner Wettbewerb, finde ich. Kann ich mit leben. Wenn ich da kurz wieder einhaken darf und mal wieder Brücken schlagen darf. Also als allererstes, ich bitte euch zu überlegen, wenn ihr da gegenseitig zum Teil euch Vorwürfe macht, das ist nicht realistisch und das kann uns nicht retten, das wird nichts oder so, als wäre das so ein Gegeneinander. Ich gebe mal zu bedenken, ich glaube, alle drei Ansätze, die wir hier im Gespräch jetzt schon haben, als Angebote, Dylan mit seiner Vorstellung der Wohlfühlstimme, Gea mit seinen, ich nenne jetzt mal Direktumstellungskonferenzen oder Vernetzungen und mein Element von wir leben einfach den Endzustand der aufgeklärten Bonobo-Kommune schon mal vor und laden dazu ein. Ich glaube, alle diese Ansätze können sich jedenfalls nebeneinander harmonisch sich verbindend und kräftegebend verstehen. Wir brauchen uns nicht als eine Konkurrenz zu sehen, die sich gegenseitig irgendwie behindern würde. Also jetzt mein Modell, wenn ich da die Bonobo-Kommune vorlebe, dann könnte der Dylan sagen, wir arbeiten in der Gesellschaft, in der Masse erstmal mit der Wohlfühlstimme, was anderes geht noch nicht. Aber ist doch schon toll, wenn wir als Zielperspektive nicht nur, was weiß ich, irgendein Märchen von der Bonobo-Kommune haben, sondern es gibt reale Modellexperimente, wie das aussehen kann im Endzustand. Also der gelebte, man könnte auch sagen, Endzustand des Kommunismus oder Anarchokommunismus. Ist doch gut, wenn wir wie ein Zoo schon mal was haben, wo die Leute hingehen können, und können gucken, wie sieht das aus, wenn das so vorgelebt wird. Und die, die sich jetzt schon reif dazu fühlen, die schließen sich an und machen einfach solche Bonobo-Kommunen. Also es wäre kein Gegeneinander der verschiedenen Strategien. Und auch zwischen Dylans Strategie und der von dir, yeah. Wenn es so ist, dass du die Menschen direkt quasi ansprechen kannst, kommt in die Vernetzung und die Rundengespräche, wodurch wir den direkten System, die direkte Systemumstellung entwerfen und dann durchführen. Wäre doch kein Problem. Der Dylan würde bestimmt nicht dagegen sein, wenn Leute jetzt eben in der Gesellschaft sind, die sagen, ja natürlich, mit uns geht das, wir setzen uns hin und denken so weit. Aber für die, die jetzt nicht bereit sind, so weit zu denken und lassen sich schon mal auf Dylans Wohlfühlstimme mit ein, das ist doch ein Schritt in der Richtung, der auf jeden Fall mehr auch sie dafür aufschließt, dass sie dann auch für die weitergehenden Schritte bereit würden. Und dass sie auf jeden Fall auch da, wo andere diese weitergehenden Schritte schon versuchen, denen keine Knüppel zwischen die Beine werfen, sondern sagen, ja, gut, okay, wir sind noch nicht so abstrakt idealistisch oder was auch immer, aber wenn da so welche sind, die müssen wir nicht als Feinde sehen oder als schädigende Konkurrenz, sondern man kann sich gegenseitig versuchen zu unterstützen. Und ein letzter Gedanke noch vielleicht zur wettbewerbsfreien Gesellschaft. Ich habe aber gehört, dass bei den Affen, gerade auch bei den Bonobos, ein ganz spezifisches Merkmal manchmal auftritt, was einige Forscher sogar als Spezifikum des Menschen mal vorgeschlagen haben. Was ist Menschsein? Die Fähigkeit, auch Fremde zu beschenken. Oder die Fähigkeit, Geschenke zu machen, ohne sie an so ein Vergeltungsprinzip zu knüpfen.
Und ich kann sagen, Dylan, es gibt das. Also diese in dem Sinne vergeltungsfreie oder wettbewerbsfreie Gesellschaft. Ich lebe so und die Kommune versuche, die ich versuche so aufzubauen, da geht das Schenken nur noch nach dem Maßstab, wann stimmt die Rechnung im Ganzen, also wann ist es Sinn und Wohlergehen des Gesamten, der Welt, des Kosmos. Und wir lassen das nicht mehr korrumpieren durch irgendwelche kleineren Vorteils-, Wettbewerbs- oder Vergeltungsfaktoren. Also wir Menschen sind fähig zu dieser Weite des Denkens und man kann es tun. Ja, und sicherlich, das Schenken kann ganz sicher problemlos ausgeweitet werden. Wenn ich mir vor 400.000 Jahren das vorstelle und die Daten, die wir über die letzten, vor 50.000 Jahren gekriegt haben, nämlich dass dort über bis zu 300 Kilometer Entfernung freundschaftliche Beziehungen geherrscht haben, dann werden die sicherlich eröffnet mit Geschenken. Denn es gibt nichts Besseres, also es gibt an der Bibel einen guten Satz, geben ist seliger denn nehmen. Also das heißt, wenn ich zu Besuch zu einer anderen Kommune gehe, mache ich erstmal Geschenke. Und das ist doch selbstverständlich, weil dann fangen die anderen auch an zu schenken und wenn alle so ein bisschen dabei darauf achten, dass dabei niemand ausgenommen wird, sondern beide ans Schenken denken, dann klappt doch eine harmonische Beziehung über einen ganz großen Raum sogar. Denn wir Menschen, die Bonobo-Kommunen, da glaube ich, dass es wirklich nur die Nachbarkommunen sind, vielleicht und so weiter, aber bei uns Menschen ist es natürlich möglich, dass das Netz der kooperativen Kommunen viel mehr umfasst als nur die Nachbarkommune, wo die eigenen Enkelkinder leben. Ja? Ja. Also, ganz wichtig. Und jetzt, ich wollte noch die Affen haben auch immer in einer Gefahrensituation, haben die alles, was die Konkurrenz erstmal zurückgestellt. Wenn die von Löwen angegriffen wurden, haben die geguckt, wie dieses gemeinsame Überleben und jede Konkurrenz war erstmal ausgeschaltet. Außerdem finde ich, wir sind ein bisschen weiter inzwischen als Bonobo-Affen, als Menschen. Und also wenn man das am Beispiel der Kung sieht, die vor 40.000 Jahre lang ohne Geldsysteme gelebt haben, in 60er Jahren haben die Geldsysteme eingeführt, der John E. Yellen hat die untersucht daraufhin, was sich geändert hat. Das Erste, was sich geändert hat, war, dass das Denken für das Gesamte verschwunden ist, relativ schnell. Dann, man hat sich nicht mehr verantwortlich gefühlt, es ging darum, möglichst viel zu sammeln für sich. Statussymbole wurden, also genau wie heute, innerhalb noch nicht mal 10 Jahre hat sich diese Gesellschaft, die naturnah gelebt hat, hat ja plötzlich so gewandelt. Also diese Geldsysteme oktroyieren diese Charaktergebung auf Gesellschaften. Es ist nicht andersrum, dass Gesellschaften die Geldsysteme bestimmen können. Die Geldsysteme führen immer zu einer artifiziellen, zum Konkurrenzkampf. Und zu einer artifiziellen Verknappung von den Armen wie von den Reichen. Ja. Und zu einem extremen Konkurrenzkampf innerhalb der Reichen. Europa zerbricht, weil Frankreich andere Gruppen in Libyen unterstützt als Deutschland oder Italien. Die bekämpfen sich, um an das Öl zu kommen. Was wäre Deutschland ohne Autoindustrien? Die müssten eigentlich, die sind überflüssig, die müssten eigentlich komplett abgeschaltet werden in dieser extremen Notsituation. Dann wären wir nichts mehr auf dem Weltmarkt, ohne Maschinenbau, ohne die Militärrüstungsindustrien. Und so weiter und so fort, ohne die Fleischindustrien, die wir überall hinschicken, ja, Milch und so, da wären wir nichts mehr. Ja, es ist so, ist es nicht zu retten mit einem Wohlfühl-Ding. Ja. Ja, die Kung, sind das nicht auch, gehören die nicht zu den Kalahari-Busch-Leuten, die Kung? Genau, ja. Genau. Und diese Kalahari-Busch-Leute, es ist überall, auch bei der Matriarchatsforschung, überall, wo Marktelemente sind, ist kein Naturvolk mehr. Ja, auch bei den Epo auf Neuguinea, die haben schon so viel Marktelemente, dass sie schon nicht mehr in Liebe mit den Nachbarkommunen leben, sondern da kam ein Forscher zu Besuch und dann haben die gesagt, lasst uns das Flugzeug nehmen, wir möchten Steine auf unsere Feinde werfen. Ja? Bomben, Steinbomben. Das heißt also, wo auch immer nur, also die Bonobos, warum haben die keinen Markt? Weil die, ich habe heute drüber nachgedacht, manchmal entstehen die wichtigsten Ideen einfach so, wenn man, die Bonobos leben noch auf den Bäumen und haben noch ein Fell. Das heißt, die Hände müssen eine Doppelfunktion ausführen. Im Baum,
das Fortbewegen ermöglichen und dadurch sind diese Hände nicht maximal geeignet für die Manipulation von Gegenständen. Deswegen, wir haben in der Savanne hatten wir die Hände immer frei und die Hände haben sich genetisch total zu Manipulationsfeinwerkzeugen entwickelt, was bei den Bonobos nicht möglich ist, weil sie die zum Fortbewegen in den Bäumen brauchen. Ja? Und das hat dann dazu geführt, dass wir vor 2,5 Millionen Jahren die Technik erfunden haben, die ersten Steinhämmer und Steinäxte serienweise hergestellt haben und damit die Welt der Technik begonnen haben. Und ab dem Moment konnten unsere Gehirne riesig wachsen, weil wir das ernähren konnten. Wir konnten unsere Gehirnfähigkeit über die Hände in Produkt, also in Steinwerkzeuge, Steinmesser, Steinhämmer und so weiter umsetzen, konnten dadurch mehr Nahrung gewinnen und konnten diese aufwendigen, teuren, großen Gehirne bezahlen. Deswegen haben die Bonobos heute 450 Milliliter und wir hatten mal 1500 Milliliter und haben immerhin noch 1350 Milliliter, werden also immer dümmer im Moment. Und deswegen meine Bitte jetzt an Jea, an Sie nochmal, ja, sagen Sie doch mal, was wir morgen als erstes tun sollten. Also, das sind viele Ideen, die ja alle gut sind. Deswegen, Jürgen Wagner, da kann ich nur zustimmen. Das sind ja alles auch gute, ideale Gedanken. Nur, was sollen wir morgen als erstes tun? Und mit wem müssen wir sprechen? Und wie gesagt, wir können mit Frau Merkel und Spahn und Klöckner über die Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege mit der Wohlfühlstimme als einem Element können wir jederzeit reden und darüber kann man richtig verhandeln. Versuchen Sie mal das, was Sie denken, auf so einen verhandelbaren Punkt zu reduzieren. Man kann auch über die Gemeinwohlökonomie von Christian Felber konkret verhandeln. Ja, und da gucken, wo sind die Schwachpunkte, wo sind die positiven Punkte und so weiter. Und versuchen Sie, Ihr Modell doch einfach mal zu formulieren für die Argumente-Plattform sozusagen als so ein konkretes Modell, was machen wir jetzt, morgen, übermorgen und ja. Denn dann wird vieles auch klarer. Also ich habe mein Zeug habe ich in den Chat gestellt, so ein paar Ausarbeitungen davon. Und da ist schon relativ viel beschrieben drin, aber ganz klar, was wir morgen oder schon vor 20 Jahren hätten machen sollen, ist zu überlegen, wie kommen wir aus dem globalen extremen Konkurrenzkampf raus, als Startpunkt, um gegen die Selbstvernichtung anzukommen. Das ist der. Da würde ich antworten, Faktor, spontan antworten, gar nicht. Gar nicht, da kommen wir nicht raus. Das ist der notwendige Faktor, den wir, jeder Mensch aufgefordert ist, zu überlegen, wie kommen wir morgen aus jedem Konkurrenzkampf raus, um uns gegen den Feind der Selbstvernichtung, wie jedes Land, was angegriffen wird, sich oder wie jede Bonobo-Gesellschaft, wenn sie angegriffen wird, um zu überleben, komplett ganz schnell, ganz aus Ängste zusammenarbeitet und das weltweit. Das müssen wir jetzt. Das ist das der überlebensnotwendige Faktor. Das und hatten das, die nordamerikanischen Indianer auch gewünscht, aber jetzt sind sie alle tot. Ja? Also das heißt, es gibt im Moment nur eine Möglichkeit. Die United States of Northern Europe müssen so stark bleiben, solange es noch Kapitalismus auf der Welt in einem Staat der Erde gibt, müssen wir so stark bleiben, dass niemand es riskieren kann, uns anzugreifen. Sonst, ja, oder wir finden einen globalen Konsens, dass wir das auflösen, diesen Konkurrenzkampf. Und dann ist der zweite Startpunkt, wäre die Karte von morgen zum Beispiel so auszubauen, dass alle lebenserhaltenden Produktionswege oder Linien und Ketten bestehen bleiben, dass jeder sich einträgt. Und das kann so schnell wie in einer Kettenreaktion, wie Covid-19 ging auch relativ schnell rum, wenn jeder Mensch 100 Leute ansteckt, dann kann das auch in relativ kurzer Zeit um den Erdball gehen. Und dann wahrscheinlich werden die Finanzsysteme auch weltweit crashen mit dieser Covid-19-Unterbrechung oder mit den mehreren Pandemiewellen, die da jetzt noch stattfinden werden. Das kann wahrscheinlich, wird es gar nicht ausgehalten werden von den Finanzsystemen. Dann hätten wir eine Rückfallebene, die Welt weiter beherrscht. Und diese Finanzsysteme werden auf jeden Fall crashen, wenn die Temperaturen drastisch ansteigen, weil dann die Leute nichts mehr zu essen haben. Und dann gehen die Leute nicht mehr in die Fabriken rein, das ist ja ganz klar. Ja, dann dadurch werden die ganzen Produktionsketten zu Fall gebracht, die Finanzsysteme zu Fall gebracht. Vor allem in dem Hinsicht, als Rückfallebene, müssten wir so ein Netzwerk aufbauen weltweit.
Und das wird wahrscheinlich schon relativ bald stattfinden. Und wie wollen Sie die amerikanischen Rüstungskonzerne, ich habe eine Talkshow gemacht in USA, eine Telefon-Talkshow mitgemacht, und ich war entsetzt, die glauben wirklich, dass die menschliche Natur der Krieg sei. Und dass man jederzeit mit Krieg als Mittel der Politik arbeiten müsse, weil das die Natur des Menschen sei. Den habe ich dann was von Bonobos erzählt und von Pazifismus. Aber die wollen das nicht glauben. Die sind erzogen damit, dass Angriffskriege zum Leben dazugehören. Und jetzt, wie wollen Sie verhindern, jetzt mit dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben, wie wollen Sie verhindern, dass gerade die amerikanischen Rüstungskonzerne, die ja nur deswegen Rüstungskonzerne geworden sind, weil sie tief an die Bedeutung und die Wichtigkeit des Krieges und der Waffen geglaubt haben, ja, die diese gewinnbringenden Irrtümer in sich tragen, dass die selbstverständlich die Augen aufhalten nach einem zweiten George W. Bush, bei dem man den rauchenden Colt in der Hand schon sieht, ja, und den man dann überschüttet mit Spendengeldern für seinen Wahlkampf sozusagen, damit dieser neue Präsident dann den nächsten Krieg gegen irgendeinen Staat, nachdem man Saddam Hussein abgeschlachtet hat und den Irak abgeschlachtet hat und Gaddafi abgeschlachtet hat und Libyen abgeschlachtet hat, wird ja langsam mal der nächste Staat fällig, weil sonst gibt es nicht genügend Umsatz für die Rüstungskonzerne. Aber das machen die Rüstungskonzerne nicht, weil sie böse sind, sondern die glauben wirklich, dass Krieg zum Leben gehört und dass wir regelmäßig als USA Angriffskriege machen müssen, um unsere Vorherrschaft zu behalten. Und wie wollen Sie jetzt, was wollen Sie denen sagen? Die hören Ihnen gar nicht zu und die glauben Ihnen auch nicht. Die glauben wirklich, Krieg ist ein Mittel des Lebens. Was sagen Sie denen? Also klar ist, wenn man in einer Gefahrensituation die Gefahr nicht richtig einschätzt, wenn man nicht zu einer größtmöglichen Einigung kommt, dann ist man halt auch tot. Ja, das ist so. Dann ist man weg und das ist wahrscheinlich sogar so, dass es dahingehend ist, weil die Verblendung des Geldes und ans Gold raubt jeden Verstand, scheint so. Also wenn man so Trump-Leute sieht und so weiter. Ja. Und ja, es ist einfach so. Entweder wir schaffen es, dieses Weltbewusstsein auf die letzten Chancen dass wir die gemeinsam entwickeln, sage ich mal, und erkennen, die Erkenntnis ist ganz wichtig. Die Vernunft ist ganz wichtig, dass ich sage, okay, ich gebe meine Firma auf, um die Welt zu retten, für Rüstungsindustrien. Ja? Die sind gerade eben nicht angemessen, ja, in so einer Situation. Ja, und ich würde eben ganz praktisch sagen hier, lieber Milliardärskönig, kommen Sie doch mal zu Besuch zu der Kommune von Jürgen Wagner. Ich kenne Sie jetzt nicht, ja, aber oder den neu um die Hausarztkommunen der Ärzte entstehenden Neukommunen und so weiter. Besuchen Sie doch noch mal. Wir versprechen Ihnen, lieber, der Sie im Moment Rüstungskonzerne betreiben. Wir versprechen Ihnen, dass Sie vielleicht, dass wir es schaffen wollen, dass Sie bis zu 127 Jahre alt kerngesund werden können. Dass sie so viel Lebenslust im Leben genießen können, wenn sie diese Kommunen besuchen und dann vielleicht Lust haben, da mitzuleben mit ihren Familien oder alle darin einzuziehen in diese Kommunen sozusagen und anzufangen zu schenken in den Kommunen sozusagen, dass sie dort 20 Mal mehr Lebenslust und Lebensfreude haben werden, als sie sich je vorstellen konnten sozusagen. Und da müssen wir doch mit denen reden. Und dann sagen die, ja, vielleicht ist das mit dem Krieg doch nicht so wichtig. Ja, sozusagen. Also das heißt, wir müssen doch allen Menschen etwas anbieten können, was für sie attraktiv ist. Was bieten Sie mit Ihren Überlegungen jetzt diesem Rüstungskonzern, Großaktionär oder Familienbetrieb, riesigen amerikanischen Rüstungskonzern, der schon immer geglaubt hat, dass Kriege einfach zur Natur des Menschen gehören? Wie bringen Sie, wo laden Sie ihn ein? Wo geben Sie ihm eine Chance, mehr Glück zu erfahren? Und wenn es nur als Besucher ist, dass man merkt, ach, die in der Kommune, oh, wie die miteinander schmusen, ach, ist das toll und ach, irgendwie ist hier so eine liebevolle, entspannte Atmosphäre und so, ja, ach, da will ich eigentlich dabei sein. Da muss ich mal mit meiner Frau und meinen Kindern reden, ob wir da nicht mal einen Urlaub verbringen sollten und so weiter. Wir müssen doch über Attraktion das Problem lösen. Ja? Das, was wir wollen, ist ja eine bessere Welt und die muss doch attraktiv sein. Ne?
Und deswegen, Herr Jehr, also wie reden Sie mit dem Rüstungskonzernbetreiber, der an den Krieg als Mittel des menschlichen Lebens glaubt und den nächsten Angriffskrieg vorbereitet? Ich glaube, wir haben ja jedenfalls schon mal die zwei Elemente, die wir alle wohl als toll ansehen würden. Das eine ist, wir erweitern es, Leute einzuladen in solche Talks, pure Demokratie oder freie Argumente-Plattform, dass wir alle ansprechen, auch diese Reichen, egal was für Ideologien sie im Moment im Kopf haben, dass wir sagen, empfindet ihr euch denn als ein Teil der Oberschicht oder Elite, die bereit sind, auch miteinander zu reden oder vernünftig zu denken oder sowas? Wenn ja, bitteschön, kommt her in diese Talks oder in diese freien Argumente-Plattform. Und natürlich kann man ihnen dann verschiedene modellhafte Vorgehensweisen vorleben. Also es wäre ja schon toll, wenn irgendwo eine Gesellschaft oder eine Teilgesellschaft anfängt, mit dieser Wohlfühlstimme zu experimentieren und mal zu zeigen, wie gut das funktioniert. Wie das Geldexperiment von Wörl oder sowas, ne? Dass man mal reale Experimente zulässt, genau. Wo sich zeigt, dass das funktionieren kann. Und genauso, Gea, wenn du sagst, lasst uns mal in größerem Stile anfangen, Konferenzen zu machen, die sich den Anspruch stellen, komplexe Systemwechsel oder Paradigmenwechsel zu denken. Und das leben wir auch ansatzweise schon so vor, wie es dann rauskommt. Und natürlich biete ich als attraktiven Versuch an, und ich will euch da jetzt nicht gleich zu große Erwartungen machen, also es sind keine Großkommunen, ne? Also diejenigen, die heute ohne Staat und Geld leben wollen, nur noch verschenken, also da seid ihr in der großen Wüste, dass ich sehr alleine fühlen. Aber trotzdem, wir haben nach 30 Jahren, die ich das mache, haben wir Ansätze, wo man so ein Aussteigerleben wie aufgeklärte Bonobo-Kommune ein bisschen experimentieren kann. Ich habe dafür die Orte geschaffen, wo man das machen kann, von heute auf morgen, 100%. Also das müssen wir als Attraktion den Menschen anbieten, von pure Demokratie-Talks über Modellstrukturen, wie Dylan und du sich das vorstellen, bis zum vorweggenommenen Endzustand sozusagen der aufgeklärten Bonobo-Kommune. Ja, und der Punkt ist halt der, dass man jetzt, ich stelle mir das so vor, ich kenne ja Zeck, Tamera, vielleicht schon mal gehört, ja, und so weiter, dass man immer eigentlich gegen den Strom des Kapitalismus schwimmt, wenn man solch ein Projekt versucht zu leben, und dass dann der Kapitalismus mit seiner Eifersucht, mit seiner sexuellen Besitzorientiertheit und so weiter überall, auch in Zeck stört, in Tamera stört, bei Dieter Duhm und so weiter, überall stört. Und das Schöne ist doch, dass über die Wohlfühlstimme plötzlich die Kommunen der Mittelpunkt der Gesellschaft werden, also der Mainstream teilweise werden, die religiösen Kommunen, die atheistischen Kommunen, und dann gibt es natürlich ganz viele Singles noch und ganz viele Monogame und so weiter, aber es wird dann zur Normalität plötzlich, dass dann Kommunen gelebt wird, und plötzlich wird überall darüber diskutiert, dass wir eigentlich zum Beispiel eifersüchtig alle nur sind, weil wir kapitalistisch im Kopf sind, ja, weil wir die Gehirnwäsche der gewinnbringenden Irrtümer im Kopf haben, die aus Gruppentieren ein eifersüchtiges Monogamtier künstlich gemacht haben. Denn wie gesagt, also ich muss das nochmal deutlich machen, Gorillas haben winzigste Geschlechtsorgane, winzige Hoden, weil sie ja eigentlich nur 5 Frauen befruchten brauchen und überhaupt keine Spermakonkurrenz haben, weil sie nämlich alles über Rivalenkampf lösen. Die beißen die anderen Männer weg, trommeln sich auf die Brust und vertreiben die sozusagen. Und ein monogames Tier hätte noch winzigere Hoden als die Gorillas und noch winzigere Penisse. Und alle Polygamen, also gruppenliebe Tiere, haben riesige Penisse, wie die Bonobos, und riesige Hoden, auch wie die Schimpansen, die allerdings in anderer Hinsicht sehr primitiv, nämlich gewaltbereit sind. Ne? Aber generell ist es so, wir sind von unserer ganzen Anatomie, sind wir Gruppenehetiere, Kommunentiere, kommunistische Tiere, Schenktiere. Ja? Und das würde dann ja zum... Das würde überall diskutiert werden. Überall würde diskutiert. Und während jetzt, wenn wir jetzt über Eifersucht diskutieren, gibt es 20 Fernsehsendungen, in denen die Menschen als eifersüchtig ganz normal gezeigt werden. Dagegen kommt man eigentlich gar nicht an. Dann ist die Eifersucht, die Eifersucht ist dadurch, der Kapitalismus erzeugt jeden Tag Eifersucht neu. Ne? Und immer dagegen ist anstrengend, stelle ich mir vor. Also Jürgen Wagner, Sie können da sicherlich ein Lied von singen, wie anstrengend das ist. Aber plötzlich würde durch die Wohlfühlstimme das Mainstream werden, neue Lebensmodelle auszuprobieren und zu gucken, wie man sich fühlt. Ja,
Ja, also von daher, also ich bin morgen um 12 da und ich kann nur alle anderen bitten, tut etwas. Jetzt, gleich, sofort. Morgen treffen wir uns wieder und vielleicht treffen wir uns am Sonntag um 11:30 Uhr wieder und Leute einladen von Gemeinwohlökonomie, von Fridays for Future, alle Beziehungen, die man hat, nutzen. Ganz einfach jeden Kontakt, den man hat, nutzen zu sagen, hoppla, wir müssen jetzt diesen runden Tisch, den der Professor Fittkau war das, glaube ich, der bei der Gemeinwohlökonomie da ja zumindest mal sympathisch assoziiert ist, der hat gesagt, wir brauchen diesen runden Tisch. Es darf nicht mehr jeder sein Süppchen kochen. Und man könnte auch jedem von uns, wie wir hier jetzt an diesem Tisch hier heute Abend schon sitzen, den Wunsch mitgeben, lasst uns nicht uns als konkurrierende Ansätze verstehen, sondern als Ansätze, die hochgradig in eine gemeinsame Richtung gehen. Und der beste Schritt, mit dem wir heute Abend oder morgen schon weiterkommen können, ist, wenn jeder dann sich selber fragt, wie sehr kann ich nach meinen Vorstellungen, wie es vorwärts gehen kann, auch aufdrehen? Wie sehr kann ich mich in den Turbogang setzen? Dass egal, auch wenn das in Einzelheiten noch unterschiedlich ist von einem zum anderen, dass ich jedenfalls jetzt den höchsten Gang einlege und am meisten Gas gebe. Raushole, was rauszuholen ist. Also Also wir genau. müssen unbedingt zusammenkommen und an einem Tisch sitzen. Das ist super als Welt. Und ich denke, es müssen vor allem die Menschen sein, weil die müssen die Welt neu tragen und neu aufbauen, neu strukturieren. Sonst schaffen wir es nicht. Und die Systeme werden crashen durch die Klimakatastrophe. Und dann machen die sich vom Acker und sagen, wir waren es nicht. Ja. Oder es wird davor noch einen extremen Krieg geben. Aber die Gemeinwohlökonomie setzt, und das sage ich den Reichen und Superreichen und den Militärindustriellen, die setzt nicht die internationale Konkurrenzsituation außer Kraft, macht sie nicht. Und nur darüber kann sich jeder Mensch auf dieser Welt noch ein Leben erhalten, ob egal ob reich oder arm. Und ich verspreche den Leuten, sage ich, okay, lass uns Leben erhalten. Das ist, glaube ich, ziemlich cool. Anstatt hier drauf zu gehen und eine Mischung aus Mars und Venus zu werden, hochradioaktiv verstrahlt von 400 Atomkraftwerken, die in die Luft fliegen nacheinander. Ja. Ja, also ich unterbreche jetzt ziemlich viel. Die Demokratie pur Talkshows haben den Vorteil, dass ich dann weiß, wenn die 2 Minuten rum sind, geht es wieder weiter, sozusagen. Denn ich muss ganz klar sagen, die Menschen sind nicht da. Hier sind gerade mal 8 Leute. Wir sind, glaube ich, immer bei ungefähr 8 geblieben, so die ganze Zeit. Und nur die sind da. Und nur die können was tun. Denn die Menschen tun gar nichts. Die essen gerade Chips, essen gerade gehen, sind gerade bei McDonald's und sozusagen und fahren gerade mit ihrem fetten SUV durch die Gegend und ja, die Menschen, die sind ganz woanders. Die Welt muss gerettet werden von dem 1% der Menschheit, ja, und das sind wir hier, die wir hier sitzen, wir müssen es tun, ja, denn ich habe das mal ausgerechnet, bei den heutigen politischen Landschaft, jetzt ist ja natürlich durch Corona, man kann ja sagen, das war das größte Wahlhilfemaßnahme aller Zeiten, es ist ja die CDU wieder bei 40%, aber vor kurzem war es noch so, dass man mit 18% den Kanzler stellen konnte, mit 18%. Ja? Und 18%, es gehen ja nur 60% zur Wahl. 18%, da braucht man gerade 10% der Bevölkerung dazu. Mit 10% der Bevölkerung, die man mitreißen kann, kann man heutzutage eventuell schon den Kanzler stellen. Ja? Also deswegen, das erfordert nicht so viel. Es geht erstmal um das 1% und dann geht es um die 10%. Ne? Und die meisten, die 40% gehen eh nicht zur Wahl. Ne? Darf ich kurz unterbrechen? Ja. Ich habe versucht, für morgen jemanden zu organisieren von Fridays for Future und GWÖ. Also ich habe es weitergegeben, mal gucken, ob das klappt. Im Gegensatz ist die Einladung für alle von hier gekommen. Am Sonntag zwischen 17 und 18 Uhr ist das Aktivistinnenpanel Wege zur großen Transformation. Wie erreichen wir das gute Leben für alle? Wäre schön, wenn ihr da 17 dabei seid. Uhr, ja. 17 Uhr bis 18 Uhr Aktivisten. Aktivistinnenpanel. Aktivistinnenpanel. Einfach wieder nur anklicken und dann zoommäßig dabei sein. Ne? Genau, ja. Ja, super. Das sind doch da. Also ich bin morgen um 12 bei Dings und das war das am Sonntag? Oder am Sonntag 17 bis 18, Sonntag ja. 17 Uhr? Da bin ich dann auch dabei. Ja, genau. Es gibt nichts Gutes, außer wir tun es jetzt, sofort.
Ja, also von daher super. Also wenn es muss mal zu vernünftigen Gesprächen mit Fridays for Future, mit Gemeinwohlökonomie, am besten mal irgendwann mit Christian Felber kommen und so weiter. Denn das ist, glaube ich, nicht ganz deutlich geworden. Wir sind ja nicht identisch mit der Felberschen Gemeinwohlökonomie, sondern sagen, dass die Wohlfühlstimme eben das bhutanische Bruttonationalglück besser griffiger und praktikabler macht als eine Gemeinwohlbilanz, die allein von sich aus schon mal 3 Wochen Zeit kostet und unheimliche viele Schätzdaten beinhaltet, die alle angreifbar sein werden und wo es dann juristische Streitigkeiten über die Fairbehandlung. Professor Mertens hat das mal in einem Talk, wo ich mit auch dabei war, hat das mal so ganz deutlich gesagt, ja, ist doch ganz klar, wir müssen, wenn wir in die Wirtschaft so radikal eingreifen und ihr ein planwirtschaftliches Dach geben, müssen wir doch absolut faire Messgrößen schaffen, an denen niemand was drehen kann, weil sonst wird das ja eine völlig unfaire Geschichte und dann fühlt sich der Arzt plötzlich beschissen, weil er sagt, ich werde hier nach subjektiven Dingen beurteilt, anstatt knallhart nach den realen Wohlfühlstimmen meiner Kunden und den Gesundheitskostendaten, die knallharte Zahlen sind, an denen niemand was drehen kann. Und deswegen werde ich alles tun, um meinen Leuten zu helfen, einen gesünderen, glücklicheren, lebendigeren Lebensstil zu führen, mit Naturbelassenheit und mit Naturnähe und mit naturbelassener Nahrung. Ja? Denn wir scheinen genetisch auf die angepasst zu sein, immer noch, trotz allem. Trotz Coca-Cola scheinen wir immer noch auf reifes Gemüse, herrliches. Wir müssen auch die Ursorten zurückzüchten und so weiter. Es muss alles experimentiert werden und das wird die Wirtschaft tun. Das wird sie automatisch tun, weil sie wird sagen, wie kann ich noch mehr bei den Wohlfühlstimmen und den Gesundheitsdaten rausholen? Muss ich auf Ursorten zurückgehen? Muss ich auf Permakultur zurückgehen? Wie kann ich das machen? Muss ich die ganze Landschaft in einen essbaren Garten- und Parklandschaft verwandeln? Ja? Essbar, ja? Und dazu müssen die besten Biologen müssen mithelfen. Was braucht man da für Bestäubungsinsekten und was auch immer? Und wie kann man das alles erhalten? Wie kann man die Welt retten? Ja? Ja? Haben wir es für heute? Noch irgendwas? Noch jemand was? Ja, also mir liegt jetzt ganz, ganz viel am Herzen. Also ich Gerne, gerne. Ich habe Zeit. Ich bin da. Ich nehme mir Zeit für die wichtigen Dinge. Hallo? Was ist die... Ich glaube, dass... Oder ich frage mich, ob sozusagen die Aussage des Wohlfühlens... das Maß sozusagen für das Leben sein kann. Denn ich denke, im Leben geht es immer um Lebensfähigkeit. Ja? Und diese Lebensfähigkeit für jeden Teil des Ganzen zu ermöglichen und zu erhalten und zu fördern und entfalten zu lassen. Und im Wohlfühlen geht man das ab, dass man diese Aufmerksamkeit hat, auch ein Fehlen zu bemerken, das irgendwo in Teilen oder in einem Teil da ist, und wo es einfach ein Stück an Leben braucht, ja, und diese Aufmerksamkeit zu haben, dann darauf zu reagieren und das mit Leben zu füllen wieder, ja, und das heißt, da kommt der Aspekt dazu, der hat überhaupt nichts mit Wohlfühlen zu tun, sondern einfach auch mit einer Aufmerksamkeit, ja, mit Wachsamkeit, auch mit Schmerz empfinden können, wenn etwas wo fehlt, ja. Und gerade dieses Schmerz empfinden können und reagieren können auf ein Fehlen ist eigentlich für mich also ein Maß des Menschlichkeit und hat das sozusagen ausdrückt, also die Reife des menschlichen Bewusstseins, ja. Und menschliches Bewusstsein ist für mich eher etwas, wo es darum geht, dass man immer besser dieses Ganze verstehen kann, ja. Und
also das gute immer Leben. Mehr sozusagen im Sinne dieses Ganzen auch zu spüren und zu handeln beginnt. Ja. Und vielleicht erstmal so weit, dieser erste Punkt. Also dieses gute Leben muss natürlich viele Aspekte berücksichtigen. Deswegen haben wir in den 20 Reformen natürlich auch lauter viele Steuerungsgrößen, weit mehr als die Wohlfühlstimme. Ich habe es vorhin beim Arbeitsamt angedeutet. Aber versuchen Sie doch mal jetzt Ihre Idee jetzt gerade in eine konkrete, wir Wissenschaftler sprechen von Operationalisierungsproblem. Das, ja, was Sie hab eben ein, gesagt haben. Ja, ich habe ein komplettes Netzwerk aufgebaut, ja, seit Jahren, das auf Systemebene versucht, das Zusammenspiel sozusagen der Lebensbereiche, der gesellschaftlichen Bereiche, des einander auch Versorgens in über Beziehungsnetzwerke darstellt. Ja? Und das ist halt etwas, da muss man sich gemeinsam das Netzwerk anschauen und kann gemeinsam durchs Netzwerk durchgehen, kann dann drüber sprechen und kann schauen, ob es so passt oder ob es nicht passt oder ob da Denkfehler drin sind. Versuchen Sie doch mal dass wir über ein so komplexes Thema sprechen, dass das einfach drüber sprechen nicht ausreicht, ja, sondern dass man da Hilfsmittel braucht, die sozusagen die Komplexität sichtbar machen und die es uns möglich machen, durch diese Komplexität gemeinsam durchzugehen, sie zu verstehen und dann zu beraten, wie man dieses Netzwerk noch modifizieren müsste, ja. Also dieses gute Leben, was Sie doch wie ich auch im Kopf haben, ja, das gute Leben mit allen vielen Facetten. Aber das müssen wir eben, damit ein Staat sagen kann, ja, das kann ich morgen machen. Zum Beispiel Merkel kann sagen, ich kann morgen den Bundeswahlleiter einweisen, wir können morgen die Verfassungsänderungen im Parlament durchsprechen und können die neue Wohlfühlstimme als Wahlfühlstimme einführen und dann weise ich den Bundeswahlleiter an, dass sie mit riesigem Aufwand das Statistische Bundes- und Wahlamt Wiesbaden in ein Fort Knox des Datenschutzes verwandeln und das die realisieren, die regelmäßige Abgabe von, nicht regelmäßig, sondern dann, wenn sich was ändert, das Abgeben von Wahlstimmen. Verstehen Sie, das ist technisch machbar. Das ist morgen machbar. Das können wir, die Computerspezialisten, die sagen, das ist für uns eine Kleinigkeit, sowas zu machen. Ja? Und sagen Sie mir, wie Sie das, was Sie an gutem Leben ja auch im Kopf haben, wie wir das morgen technisch realisieren könnten. Welche Messgrößen wir dazu brauchen für das, was Sie an gutem Leben noch mitdenken. Ja? Vielleicht kann ich einen Vorschlag dazu machen, wie es operationalisierbar ist. Ja. Und zwar, ich fasse kurz zusammen, Herr Müller, wie Sie sich das vorstellen. Sie sagen so sinngemäß, das oberflächliche Wohlfühlen enthält Elemente nicht, die auch wichtig sind, wie zum Beispiel Fehlen wahrzunehmen, auch Unangenehmes auf sich zu nehmen, für Respekt, für Rücksicht, für Sinn gegenüber dem Ganzen. Das heißt, es würde eine Fehlsteuerung ein Stück weit ergeben, wenn man zu sehr nach oberflächlichem Wohlfühlen geht, und das müsste eine andere Reife, eine andere Dimension bekommen quasi, wonach der Mensch in seinem Inneren dann geht oder gehen will. Ich würde sagen, und da hatte ich mit Dylan schon in manchen Vorgesprächen drüber geredet, dass es tatsächlich eine Gefahr ist, wenn wir sagen, wir gehen nach den Wohlfühlstimmen und es sind die Stimmen von Konsumsüchtigen, oberflächlich Konsumsüchtigen, wie es ja in unserer Gesellschaft überwiegend der Fall ist. Das heißt, die Menschen wissen ja noch nicht mal, was wirklich für sie selber richtig gut ist, geschweige denn, dass sie sowas wie Opferbereitschaft fürs Wohl des Ganzen als beglückend empfinden würden. Das heißt, wir bräuchten eine Erforschung und eine messbare Entwicklung der inneren Reife des Wohlfühlempfindens in den Menschen. Und das können wir machen. Das ist eine Bildungsaufgabe und eine psychologische Forschungs- und dann auch pädagogische Anwendungsaufgabe. Und zwar ist es so, dass die Entwicklungspsychologie schon seit Mitte des letzten Jahrhunderts einen gesicherten Maßstab eigentlich entwickelt hat für Persönlichkeits- und Verantwortungsreife des Menschen. Das ist das sogenannte Post-Conventional Level. Und das besagt eben, dass der einzelne Mensch nicht glücklich ist, wenn er, wer weiß, wie viel an Konsum hat oder Geld auf seinem Konto, sondern wenn er sieht, er darf nicht blind hinterherrennen als denkfähiges Wesen, sondern er muss über alles auch kritisch nachdenken, damit er nicht zum Werkzeug von Unrecht wird. Alles prüfen,
und schauen, passt es zusammen mit Verantwortungsmaßstäben wie Folgenverantwortlichkeit oder Menschenrechten. Und ich glaube, dass wenn man diese Erkenntnis als Bildungsaufgabe in die Gesellschaft bringt, also auch in die Phase, die Dylan beschreibt, mit dem Anfang mit der Wohlfühlstimme, wenn man das kombiniert mit solchen Bildungsprogrammen, die dem Menschen seine wahre Reife zeigen und das echtes Wohlgefühl sozusagen auf einer Metaebene erst da ist, wo ich nicht nur gucke, wie viel Spaß habe ich, sondern wie viel Sinn erleben habe ich, auch darin auf Spaß verzichten zu können, zum Wohle der Welt. Wenn diese Metaebene immer bewusster wird und wenn wir die mit pädagogischen Maßnahmen immer mehr in die Bevölkerung bringen, und das ist dann übrigens entwicklungspsychologisch auch messbar, mit empirischen Checks, also Fragenchecks, welche Stufe hat welcher Mensch erreicht und sowas, dann könnten wir die Qualität der Wohlfühlstimmen dadurch immer mehr hochschrauben. Ja, also denn das ist ja, da sind wir uns ja einig, der Mensch von heute ist konsumsüchtig, ja, ist konsumsüchtig, und für den Bürger, also für die Masse der Menschen interessiert nur, hey, ich möchte was fressen, was schmeckt, könntest du mir nicht mal noch einen Schnitzel auf den Grill tun? Das ist die Realität der Masse der Bürger. Also das heißt, die Ärzte und die Lebensmittelhändler werden mit der Vergärtnerung und Verparkung essbare Parks der Erde sozusagen Deutschlands erst einmal und mit den Gewächshäusern, wo die Chembedak essen. Weiß jemand, was Chembedak sind? Das ist die herrlichste Frucht der Erde aus Vietnam, die schmeckt wie Schokolade, ist aber reine Natur und ist nicht gesundheitsschädlich im Gegensatz zur Schokolade. Also das heißt, die Leute, denen muss man die herrlich schmeckende Chembedak aus reif geerntet, direkt vom Ober im Gewächshausrestaurant sozusagen geben, und dann sagt er, ja, das schmeckt ja so gut wie mein Grillfleisch. Also ist ja lecker und es schmeckt ja wie Schokolade und ist ja toll. Ja, und das soll jetzt viel gesünder sein als mein Grillfleisch? Ja, da von mir aus, damit kann ich mich anfreunden. Ja? So müssen wir vorgehen. Wir müssen also, wir müssen die Balance halten. Wir müssen wissen, dass die Leute konsumsüchtig sind und dass immer die Gefahr besteht. Und der Arzt wird uns ganz behutsam Tipps geben, wie wir Tolles schmecken, tolle Befriedigung auch unserer konsumsüchtigen Aspekte und trotzdem halbwegs gesunde Ernährung zusammenbringen. Und dann gehen nämlich auch die Gesundheitskosten runter, denn die spielen immer eine Rolle. Und dann, denn der Verdienstzuschlag hängt ja aus der Kombination von Wohlfühlstimme und Gesundheitskostendaten ab. Wenn der Arzt jetzt hingehen würde und der Lebensmittelhändler, dafür gibt es natürlich 15 Jahre Gefängnis, Drogen irgendwo reinzumengen und die Leute high zu machen sozusagen. Da gibt es mehrere Mechanismen, haben wir da entwickelt, wie wir das kontern können. Aber spätestens dann, wenn die Gesundheitskosten in die Höhe gehen, wegen des versteckten Drogenkonsums, der unter eingeschleusten Drogen in die Lebensmittel und so weiter, spätestens dann wird das ein Riesenverlustgeschäft, ja, weil die Drogen kosten etwas und dann kosten die Gesundheitsdaten explodieren und dann gibt es keine Verdienstzuschläge mehr und dafür gibt es dann noch 15 Jahre Gefängnis obendrauf. Denn bei allen, die in den Ranglisten oben sind, ja, wenn Rewe jetzt oben wäre oder Alnatura in den Ranglisten dann oben wären, in den Transparenzranglisten, da wird wie beim Doping, die ersten 3, 4, 5, 6 werden auf Drogen hin untersucht, damit man sofort Manipulationen feststellen kann. Und dann gibt es halt 15 Jahre Gefängnis, ne? Weil das ist ja eigentlich ein Mordversuch, ja, jemanden unterschwellig ohne sein Wissen mit Drogen high zu machen, um bessere Wohlfühlstimmen zu kriegen. Deswegen sind die Gesundheitsdaten wichtig und wir haben noch 1, 2 andere Messgrößen, die das kontern. Deswegen, wir haben 52 Jahre daran gefeilt, wie das die Gesellschaft der Zukunft aussieht. Aber Drogen ist ja genau das richtige Stichwort. Also die ganze Menschheit ist ja quasi drogensüchtig nach dem Gelde. Und jetzt den ganz großen Fehler, was Gemeinwohlökonomie macht, wie auch die Linke mit einer neuen Wirtschaftsmodellordnung und so, wie auch die ganzen sozialistischen Parteien, die jetzt noch irgendwie den vor 100 Jahren, man versucht, Geld zu kontrollieren. Das ging nicht und geht nicht. Ja, Geld kontrolliert immer jede Gesellschaft. Und man will also jetzt, also diese Leute wollen quasi die Raucher mit Zigaretten entwöhnen oder Süßigkeitensüchtige mit Schokolade entwöhnen oder Alkoholiker mit Alkohol entwöhnen. Das funktioniert nicht und es wird nicht zum Erfolg führen, dass wir hier noch Leben erhalten. Das ist der ganz große Fehler, den die machen. Und ich sage aber im Vergleich, wenn wir das sofort, wir können das bewusst,
Wir haben die technologischen Mittel, wir können das vorbereiten, wir können einen bewussten, weltbewussten Umswitchen machen auf die totale Vernetzung und alles soweit vorbereiten. Und dann würde das von Michael Müller in Kraft treten, dass wir automatisch allein durch den geänderten Gesamtumstand zusammenkommen müssen, zusammenarbeiten müssen. Und jeder muss sich überlegen, wie funktioniert das Gesamte. Und das ist der springende Punkt. Und das kann noch zum Überleben führen vielleicht. Ja, aber das ist eben sehr komplex und das schaffen die meisten Menschen nicht, nämlich wie das große Ganze funktioniert. Die schaffen es vielleicht gerade, die Wohlfühlstimme realistisch abzugeben, aber mehr nicht. Und ja, aber ich denke, es wäre jetzt die Aufgabe von denen, die es können, diese Zusammenhänge sichtbar zu machen. Und Lösungen auf einer sehr hohen systemischen Ebene so gut sichtbar zu machen, dass man darüber reden kann, ja, dass man sie nach und nach verstehen kann und dass man sozusagen ein Transformationsziel vor sich hat, in das man hineinwachsen kann als Gesellschaft. Und dieses System muss so gestaltet sein, dass es also bedingungslos sozusagen die Lebensfähigkeit fördert und für die Zukunft erhält. Und das muss der oberste Maßstab sein. Genau, das ist auch so. Und im Grunde ist es ja so, dass wir sozusagen vom Universum versorgt sind, ja, und etwa die Energie, die Sonne einstrahlt, hält im Grunde die ganze Biosphäre aufrecht und in einer Balance. Und wenn man sich jetzt die Technosphäre der Menschheit anschaut, dann verbraucht die jetzt einen guten Teil dieser Energie, einen viel zu großen Teil dieser Energie. Und ein Ziel müsste es sein, dass man die Energie, die Technosphäre der Menschheit sozusagen verbraucht, dass die in einem Maß ist, dass die Biosphäre im Balance bleiben kann. Und da gibt's erforschte Werte dazu, die ganz beachtlich sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass das sozusagen eine Währung der Zukunft ist, dass es einfach eine bestimmte Energiemenge gibt. Und ja, die sollte aber nicht von Regierungen oder sonst wem verwaltet werden, sondern die sollte eigentlich über jedes Individuum sozusagen in Fluss gehalten werden und sozusagen die Intelligenz von Individuen und Gemeinschaften genutzt werden, um das so einzusetzen, dass man sozusagen den Bedarf für alle gut decken kann. Ja, leider ist die Realität, dass die Regierungen der Welt gerade darüber nachdenken, wie sie die erreichten Kohlekompromisse und so weiter wieder zurückdrehen können, ja, und wie sie jetzt aber auf Teufel ich denke raus mir, wieder die Umwelt verdrecken sollen, weil die etwas, Wirtschaft was, jetzt wieder mal gerettet werden muss. Ja, aber Geld ist etwas, was ausschließlich auf Vertrauen beruht. Ja, und wenn ein beträchtlicher Teil der Menschheit einfach sagt, ich vertraue dem Geld nicht mehr, ja, dann verliert Geld ganz rasch seine Bedeutung. Ja. Und das Systemerhaltende des Geldes ist, dass wir alle dran glauben und es sozusagen verwenden. Ja. Aber das ist ja nicht sozusagen in Stein gemeißelt. Ja. Mhm. Nur es hat keinen Sinn zu sagen, so, wir schaffen es Geld ab und haben aber kein System, in das wir hineinwachsen können. Ja. Also wir brauchen sozusagen dieses Transformationsziel, das wir uns dann schrittweise, wo wir schrittweise alle hinübergehen können. Ja, wirklich alle, also alle Lebewesen, die Menschheit mit ihrem Bewusstsein. Also da müssen wir wirklich alle rüber schaffen, ja, diesen Weg. Sozusagen diese Lebensintelligenz oder diese Lebensregeln, die müssen einfach in dem Grundsystem sozusagen hineingelegt sein, ja, und das möglichst gut sicherstellen. Mhm. Ja, ich meine, mein Bruder ist Philosoph und Buddhist, ja, hat Philosophie studiert und Buddhismus und alles, ja, und so weiter. Ich sage immer, ich bin knallharter Naturwissenschaftler. Wie machen wir es praktisch? Was machen wir für knallharte Daten und wie machen wir das technisch? Und dazu muss ich dazu sagen, also Konsumsucht war ja auch ein Thema gerade eben gewesen. Ja?
Niemals darf man hingehen, also wenn man Psychologie richtig versteht, darf man niemals hingehen und irgendjemanden zu einem Verzicht auffordern, weil dann wird der sowas von böse, das nennt man Reaktanz in der Psychologie, trotzig, und gerade dann konsumiert er das noch extra nur, um mir zu beweisen, dass er das Freiheitsrecht hat, das zu konsumieren. Nein, lass uns doch in den Gesundheitskommunen, die jeder Hausarzt in Zukunft aufmacht, wo es Gesundheitskurse, Ernährungskurse, Sportveranstaltungen, Tanzveranstaltungen, alles Mögliche gibt, alles kostenlos, weil der Arzt will ja seine Leute sein, die Versicherten, die in sich als Hausarzt gewählt werden, mit einem tollen Programm sozusagen einladen und faszinieren dafür. Und dann, wenn die Leute so viel Spaß haben, dass sie die Zigaretten plötzlich liegen lassen und vergessen oder den Alkohol plötzlich sich gar nicht mehr dafür interessieren, dann haben wir es erreicht. Ja? Gib den Menschen Glück, gib ihnen Gehirn, Endorphine, dann brauchen sie das Nikotin nicht mehr und dann brauchen sie den Alkohol nicht mehr, dann brauchen sie die Süßigkeiten nicht mehr und so weiter. Dann fällt das von ihnen ab, aber wir müssen ihnen erst einmal gutes Leben geben. Glückliches Leben. Und der Hausarzt beginnt eben mit gemeinsam einkaufen, das richtige Einkaufen, gemeinsam Nahrung zubereiten, mit Sport, gemeinsam Sport machen. Die Sportvereine werden in die Hausarztkommunen übergehen. Der eine Hausarzt arbeitet mit dem Großsportverein zusammen, mit dem der andere mit dem. Mit der Zeit wird sich immer mehr auf Gesundheitssportarten orientieren, die riesig Spaß machen, aber da haben wir auch neue Sportarten entwickelt dafür, die riesig Spaß machen, aber auch gesund sind und nicht schädlich. Ja. Aber was mir da jetzt so irgendwie, wo ich Widerstand spüre, ja, das ist, wir können doch nicht die, sozusagen die Zukunft der Menschheit in ein paar Hausärzte legen, ja, und deren Bewusstsein, die genauso in diesem Konsumverhalten drinnen sind, in Abhängigkeiten von Pharmafirmen und so weiter. Ich glaube, es braucht schon ein Zusammenspiel auf sehr, sehr hoher Ebene, das sicherstellt, dass wir uns in eine richtige Richtung hineinbewegen können, und zwar sehr schnell. Und ich glaube, dass dieses Bewusstsein, das in den jungen Menschen einfach schon da ist, ja, das einfach ältere Generationen nicht haben, weil die Evolution weitergegangen ist, weil die ein anderes Erlebensumfeld haben, als wir hatten. Diese erwachende Sprache also sozusagen auch Weisheit des Herzens, die nämlich sozusagen öffnet ein ganzheitliches Bewusstsein, ja, das wir eigentlich kollektiv verlernt haben, weil wir rein rational unterwegs sind. Und da gibt es übrigens eine Zahl, dass das gerade 16% unseres Bewusstseins ausmacht. Ja. Und dass dieses rationale Bewusstsein also schon vom Neurobiologischen her eher sehr differenzierendes Bewusstsein ist, ja, also wo es um Zerteilen geht, damit man irgendwas klar erkennen kann, ja, und wir vergessen aber immer, dass wir die Teile, die wir dann klar erkennen, auch wieder zusammensetzen müssen, weil letztlich lebendig ist immer das Zusammenwirken zu einem Ganzen, ja, und das heißt, dieses Integrationsbewusstsein ist, glaube ich, bei jungen Menschen auf einem völlig anderen Level als bei uns. Ja? Und das hat nichts mit Wissenschaft zu tun, mit intellektuellem Wissen, sondern das ist einfach also ein Blick auf das Leben und das, was man dabei erkennen kann. Ja, ja, ich würde nur gerne, bevor es zu viel auf einmal wird, ein paar Fakten dazu sagen. Für die Menschen ist der Arzt nicht nur ein Halbgott in Weiß, er ist ein Vollgott hoch 10 in Weiß. Das sieht man jetzt auch gerade bei Corona. Das heißt, zu nirgends jemanden haben die Menschen so viel Vertrauen wie zu ihrem Hausarzt, auch wenn das gar nicht gerechtfertigt ist, weil er ein Büttel oder eine Dienstmark der Pharmakonzerne ist oder was auch immer. Aber die Menschen sind so, sie vertrauen ihm blind. Ja? Und unsere Professoren sind darauf vorbereitet, jederzeit mit den
öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern. Es kann doch nicht unser Ziel sein, Menschen zu manipulieren. Es kann doch nicht unser Ziel sein, Menschen zu manipulieren. Ganz kurz noch das zu Ende sagen. Aber du führst immer sehr lange aus. Die Ärzte müssen weitergebildet werden. Die müssen quasi umgeschult werden von einem Pharmabüttel zu einem gesundheitsförderungspräventiv-medizinischen Lebensstilarzt. Und das können wir innerhalb weniger Monate durch Fernsehsendungen, die kostenlos für alle Ärzte überall angeschaut werden können, können wir das innerhalb von 3 Wochen, 4 Wochen können wir das realisieren. Was meinen Sie, wie schnell Ärzte, wenn es eine neue Abrechnungschance gibt durch einen Abrechnungstrick, wie schnell die das lernen? Da brauchen die 1 Woche für, dann haben die den Trick raus und haben das begriffen und machen das. Genauso werden die jetzt lernen, aha, jetzt heißt es Gesundheitsförderung, also lerne ich jetzt alles, was zur Gesundheitsförderung ist, und dann wird es der eine Arzt wird's besser können, der andere wird schlechter können. Wir haben keinen besseren Zugang, als das Kommunenleben rund um die Hausärzte zu beginnen, weil das die Personen maximalen Vertrauens sind. Die einzige Chance, die wir haben, glaube ich, ist, dass wir, dass die Menschen aufwachen, dass sie beginnen, in die wirkliche Welt zu schauen, in die Realität zu schauen und sich selbst beginnen, ein Bild zu machen von dem, was wir heute leben und welcher Gefahr wir damit ausgesetzt sind. Und es hat überhaupt keinen Sinn, jetzt Menschen zu manipulieren, glaube ich, ja, weil dann macht man nichts anders und es wird die gleichen schlimmen Folgewirkungen haben als alle bisherigen Manipulationsversuche. Ich glaube, wir müssen in der Echtheit, in das wirkliche, reale Leben finden, bevor wir es verspielt haben. Ja? Das heißt, wir müssen alle aufwachen und schauen, was tun wir da jeden Tag. Ja, und was heißt aufwachen ganz konkret? Aufwachen heißt, dass wir unsere rationalen Denkblasen verlassen und schauen, welche Wirkungen unser Tun in dieser Welt haben, wie viel Ressourcen wir verbrauchen, wie wir den nächsten Generationen jegliche Lebensmöglichkeit nehmen. Das muss uns bewusst werden. Ja, aber das interessiert die Leute leider wir sind, gar nicht. Wir sind ja völlig außer Balance geraten. Ja? Wir bringen uns systematisch selber um und das Leben nach uns mit uns. Ja? Und die Leute gehen morgen einen größeren SUV kaufen. Darf ich vielleicht ein paar vermittelnde Aspekte wieder einbringen? Ja, versuch's mal. Danke. Schwierig. Danke, Jürgen. Ja. Ich glaube, wir können all die angesprochenen Aspekte in zusammenhängende Entwicklungskonzepte einarbeiten, wo sich die Stufen harmonisch ergänzen können. Also ich greife mal einzelne Aspekte auf, jetzt zum Beispiel mit den Ärzten. Also ich stimme Ihnen, Herr Müller, völlig zu. Das Milgram-Experiment hat ja gezeigt, wie verhängnisvoll das ist, wenn Menschen den Ärzten einfach Vertrauen schenken. Bei diesen Lernexperimenten in dem Milgram-Experiment gingen die so weit, dass die Leute umgebracht auf Befehl. Ja, die haben denen tödliche Stromstöße verpasst und das wurde ihnen als Lernexperiment für die Leute verkauft und das alles von den Ärzten im weißen Kittel. Das heißt, wir brauchen bestimmt nicht drüber zu reden, welche Manipulationsgefahr und Missbrauchsgefahr besteht, wenn die Menschen blind Autoritäten hinterherrennen, auch wie Ärzten. Auf der anderen Seite müssen wir aber schauen, wenn sie es aber im Moment tun, wie gehen wir damit um? Und da denke ich, kann es eine Stufenfolge an Schritten geben. Ich glaube, wir haben Maßstäbe für echte Verantwortungsreife, habe ich eben angesprochen. Post-conventional level und sowas. Und es könnte den Menschen auch vermittelt werden durch solche Verantwortungspädagogen. Das alles sind ziemlich gesicherte Ergebnisse. Würden wir die genauer betrachten, wären wir da auch ganz schnell völlig einig, dass das Möglichkeiten sind. Aber es könnte eine Abfolge von Schritten sein. Also das Konzept von Dillon, dass bevor sie jetzt, was weiß ich, dem Drogenverkäufer an der Ecke ihr Vertrauen schenken und hinterherrennen, dass sie dann einem Arzt vertrauen, der noch dazu durch sowas wie die Wohlfühlstimme oder entsprechende Kontrollen eher auf langfristiges Wohlergehen der Patienten ausgerichtet ist, als auf kurzfristige Pharmagewinne. Das könnte ein relativer Fortschritt sein, dass es besser ist, sie bilden da solche anfänglichen, entwicklungsbeginnenden Vertrauensgruppen um so einen Arzt herum, als um den Drogenverkäufer hinter der Ecke. Und das kann dann weitergehen. Also das Konzept von Dillon, also diese Gesellschaft dann, die mit der Wohlfühlstimme arbeitet, ist mit Sicherheit voll kompatibel damit, dann auch Bildungsprogramme für die Menschen durchzuführen, worin ihnen eben gezeigt wird, es ist eigentlich gar nicht gut, blind irgendjemand hinterher zu rennen, auch nicht dem Arzt im Kittel. Und damit kämen wir weiter auf die nächste Stufe. Und das ist dasselbe, was ich zu
Rea sagen wollte, bei der Suchtfrage. Natürlich ist es so, dass wir uns den suchtfreien Menschen vorstellen können. Ist auch möglich. Ne? Also ihr redet mit jemandem, ich habe in meinem ganzen Leben, war noch nie betrunken, keine Zigarette geraucht, nie gekifft, keine Drogen genommen, ich trinke keinen Kaffee, keinen schwarzen Tee und so weiter und so fort. Ich bin ein relativ suchtfreier Mensch. Aus Entscheidung mit 13 Jahren, dass ich das für schlecht halte, gesunde, giftige Sachen in mich reinzustopfen, statt eben meine natürliche Gesundheit und die darin liegenden Glückspotenziale zu entwickeln. Also es gibt die Möglichkeit der Suchtfreiheit. Aber, lieber Jia, wie gehen wir mit süchtigen Menschen um, um sie da wieder hinzubringen? Und da ist es so, dass eine Ersatzdroge im Moment durchaus hilfreich sein kann, um sie von der schlimmeren Droge wegzubringen. Zum Beispiel etwas, was Ersatz ist für Heroin und Ähnliches. Da kann so ein Schritt sinnvoll sein. Sie sind da noch nicht suchtfrei. Sie brauchen sofort den Befriedigungskick, weil sie sonst wieder der alten Droge verfallen. Aber diese Befriedigung kann zwischendurch eine Ersatzdroge liefern, bis wir sie an den Punkt hinbekommen, dass sie die Reife des Suchtfreien haben. Und da korrigiere, oder ich ergänze das, was Dylan sagte, ein bisschen. Natürlich gibt es ja sinnvollen Verzicht. Es ist natürlich toll, wenn wir die eine giftige Frucht ersetzen können durch die, ich sag mal, Schokoladenfrucht, die gleichzeitig auch gesund ist. Aber es ist natürlich auch Reife eines Menschen, wenn er auf der einen Seite die giftige Zuckerfrucht liegen hat und daneben einen Apfel. Und der Apfel schmeckt ihm nicht genauso wie die Zuckerfrucht. Dass er trotzdem sagen kann, ich weiß aber, ich erkenne von meinem Sinndenken her, der Apfel ist besser. Und ich greife zum Apfel und verzichte auch bewusst, weil das andere ist langfristig betrachtet schlechter. Natürlich ist das Reife. Es gibt diesen sinnvollen Verzicht. Und das kann sehr weit gehen. Also Eltern, die ihr Leben opfern für ihre Kinder zum Beispiel in einer Extremsituation. Das kann völlig sinnvoll sein. Das ist Reife. Das ist Höhe des Menschen. Das ist äußerste Würde des Menschen, zu so etwas imstande zu sein. Aber der Weg dahin kann durchaus auch mit Ersatzdrogen arbeiten. Also eure Konzepte sind keine ausschließlichen Gegensätze, sondern könnten harmonisiert werden in ein gemeinsames Schritt für Schritt Entwicklungskonzept. Und damit komme ich zum letzten Gedanken, nämlich, dass das Geld eigentlich eine Sache ist, dass wir daran glauben oder darauf vertrauen. Und würden wir da nicht mehr drauf vertrauen, würde es sofort seine Funktion und Macht verlieren. Das stimmt. Und da kam der Nachgedanke, aber wie schaffen wir dann die Brücke in etwas anderes, worauf wir vertrauen? Also eine andere Vertrauensgrundlage oder Vertrauenswelt. Und da sind wir aber jetzt wieder bei den Gedanken, die Dylan auch zum Teil schon erklärt hat. Das Geld ist schon Ausdruck des Misstrauens. Weil am Anfang, da könnt ihr das Buch lesen, Gräber, 5000 Schulden, die ersten 5000 Jahre. Bei den Bonobos, genauso wie bei den Frühmenschen, da gab es keine Marktwirtschaft, sondern das Teilen und Schenken und liebevolle Geben und Nehmen in familiären oder Stammesgemeinschaften. Und es gab dann auch Tausch, oder Tausch kam dazu, aber nur gegenüber Fremden und Feinden. Also da, wo ich nicht annehmen konnte, dass wenn ich meinem Mitstammesbewohner etwas gebe, dass ich gar keine Vergeltung brauche, weil der wird von alleine, wenn ich was brauche, dann auch für mich da sein. Also erst in dem Moment, wo ich diese Verbundenheit, dieses sich miteinander identifizieren, dieses Vertrauen zueinander nicht mehr hatte, sondern immer mehr die Gemeinschaften zerfetzt wurden oder in anonyme Größen oder fremde Massenveranstaltungen übergingen, musste ich direkte Vergeltung fordern, weil den anderen kenne ich ja nicht mehr und kann ihm nicht vertrauen. Wenn ich was brauche, gibt er es mir vielleicht nicht. Also fordere ich direkte Vergeltung. Und insofern könnten wir diese aufgeklärte Bonobo-Kommune den Menschen erlebbar machen als eine viel höhere Vertrauenswelt, als es das Geld hier sein könnte. Dass wir quasi das, was du eben Stammesgesellschaften nennen, ich würde sie ganz bewusst Kommunengesellschaften nennen, dass wir das, wenn das wieder entsteht und wir diese Vertrauensbasis und das Schenken als Grundelement wieder haben, dann brauchen wir irgendwann kein Geld mehr. Ja? Aber jetzt den Leuten einfach so mal eben das Geld wegnehmen, dann haben wir, die Leute sind ja gegeneinander. Es ist ja der Mensch von heute, ich muss es nochmal sagen, der Kapitalismus, die Marktwirtschaft hat als unbewusstes Endziel den absolut einsamen, kaufsüchtigen, konsumsüchtigen Single, der nur noch daraus besteht, ich und mein Konsum.
Und das hat uns zerstört. Und wir müssen uns auch erstmal wieder heilen und in den Ärztekommunen langsam heilen in Richtung, dass wir wieder Spaß mit Menschen haben, dass wir lernen, uns nicht nur zu streiten in den Kommunen, sondern ich bin ja auch Mediator, deswegen auch die Redezeituhr, mit Redezeituhren überhaupt wieder friedlich, also mediativ, mit Mediation sozusagen Unstimmigkeiten zu lösen. Denn eine Kommune geht nur, wenn wir auch Frieden schaffen können in der Kommune. Wenn sich alle nur streiten, bringt eine Kommune überhaupt nichts. Ne? Ja, also wie gesagt, ich kann Jürgen Wagner da in vielem, praktisch in allem zustimmen. Das ist eben, das ist ja ein Entwicklungsprozess. Ich sage immer, wir müssen rückwärts uns langsam wieder aus der Scheiße des Kapitalismus und der Marktwirtschaft langsam wieder rausziehen, auch aus deren psychischer Veränderung. Denn jeder gewinnbringende Irrtum ist auf Deutsch gesagt eine Gehirnwäsche. Ja, der gewinnbringende Irrtum, Zucker sei gesund, bringt uns dazu, durch Gehirnwäsche zuckersüchtig zu werden. Ja? Und gerade der Skobel hat deutlich gemacht, wie die Tabakindustrie mit allen, mit Klauen und Zähnen gekämpft hat, damit in der Gesellschaft der Glaube bleibt, dass Rauchen ein Genussmittel ist, das in Ordnung ist. Und immer noch rauchen Massen von Menschen. Also die Tabakindustrie hat seit 50 Jahren mit aller Manipulation und mit allem Kaufen von Professoren daran gearbeitet, dass es immer noch, dass wir immer noch alle rauchen, ja? Ich natürlich nicht, ist ja klar, aber viele Menschen halt, ja? Das heißt also, wir müssen doch Schritt für Schritt langsam rückwärts wieder raus aus dem Sumpf, in dem wir uns befinden, ja? Und das ist der Entwicklungsweg, also entwicklungspsychologisch auch denken, ja? Aber der Riesenfehler ist, wer ganz schnell will, kann ja auch sofort 100%. Wir müssen die Wirtschaft, sagt die Wissenschaft, ja, haben die schon vor 2 Jahren beim COP gesagt, wir müssen die Wirtschaft eine Notbremse hacken, ja, eine Notbremse fahren, auf Teufel komm raus. Wir müssen die Wirtschaften umbauen, ähnlich wie zu Weltkriegszeiten, also wie zu Weltkriegszeiten quasi. Aber komplett gegen das, dass Finanzen generiert werden müssen. Und jeder heute hat seine monetäre Existenz, seine Existenz beruht darauf, dass er irgendwie Geld verdient und damit sich behauptet. Und damit, dann beeinflusst man noch die ganze Werbung damit. Die ganze Werbung, dass man sich über Kaufen und Verkaufen behauptet quasi, das gibt wieder die Werbung und das wieder führt dazu, dass die Drogenabhängigen nicht von ihren Drogen wegkommen. Also, und dann noch, wenn jetzt jeder tatsächlich gegen diese ganze Währung der Katastrophe angepasst, sich aufs Mindeste reduziert und noch auf Lebensmittel, sage ich jetzt mal, dann gibt es eine riesen Pleitewelle, brechen die Finanzsysteme zusammen, dann ist jeder arm. Und ein paar Leute haben natürlich ihren Besitz noch, aber das würde nicht funktionieren. Das würde nur funktionieren, wenn man dann ein Hochseilnetz gespannt hat. Für Hochseilartisten ein Sicherheitsnetz gespannt hat, wo die Welt rein über die Kraft der Freiwilligkeit neu aufgestellt ist und das vorbereitet hat, dass so ein Crash kommt. Und ich sag mal, der Crash wird auf jeden Fall kommen durch die Klimakatastrophe. Die Systeme werden crashen und dieses System könnte eventuell noch den totalen Selbstzerfleischung Mann gegen Mann, um die einfachsten Nahrungsmittel eventuell noch ein bisschen abmildern. Wir brauchen so ein Netz, so oder so. Und dann stellt sich die große Frage, wenn wir so ein Netz haben, warum dann noch die Drogenabhängigen mit Geld zu versuchen zu entziehen? Dann wird es komplett überflüssig. Wenn wir so ein Netz da liegen haben, können wir diese Kraft außer Kraft setzen, umdrehen, die auf die Gesellschaften wirkt. Wir können wieder global zusammenarbeiten, zusammenkommen als Menschen. Ja, und wenn Sie dasselbe, was Sie jetzt gesagt haben, stellen Sie sich vor, Sie sitzen jetzt in einem Gespräch mit Angela Merkel und Bill Gates. Gehen jetzt mal davon aus, Bill Gates versteht Deutsch. Ne?
Und wenn Sie das jetzt mal ihm sagen, was können Sie ihm sagen, was soll Frau Merkel machen? Also Bill Gates träumt davon, die ganze Menschheit zu impfen, sieht eigentlich nur ein Problem für die Menschheit, dass alle zu wenig Impfstoffe in sich drin haben. Egal, so ein bisschen Quecksilber und ein bisschen dies und das, ja, aber und der glaubt das wirklich. Der glaubt das wirklich. Der hat ja deswegen in Aktien von Impfkonzernen investiert, weil er glaubt, dass die Menschheit an einem Mangel an Impfungen krankt und alles andere gut sei. Und jetzt sagen Sie dem Frau Merkel und dem Herrn Gates, was Sie jetzt überzeugt, dass die morgen ihre gesamte Politik ändern. Also das, was jeder Mensch ist gefordert jetzt, eine globale Verantwortung zu übernehmen. Jeder Mensch, dieses Sicherheitsnetz würde nur funktionieren, indem die repräsentative Demokratie ist, damit auch überflüssig. Monetäre Systeme sind überflüssig, damit wäre auch die repräsentative Demokratie überflüssig, sondern es würde automatisch, funktioniert es nur über eine partizipative, direkte Demokratie für die einzelnen Projekte. Die so weit, also es ist nicht mehr, dass man jetzt irgendwelche Lichtgestalten, ja, regierende Stars und Starlets, die unsere Welt regieren, sondern Schwarmvernetzung, Schwarminitiativen, Schwarmbewusstseinsbildung und Schwarmaktionen und Projekte. Ich Ja. übersetze das jetzt Das mal. würde die neue Welt sein. Ich übersetze das jetzt mal. Was Sie gerade eben gesagt haben, würde bedeuten, dass Sie der Frau Merkel sagen, ich hätte gern von Ihnen, Frau Merkel, ein politisches System, in dem Sie keinen Platz mehr haben. Dann sagt Frau Merkel, danke, nee, ich möchte aber einen Platz haben. Ja, dann funktioniert es nicht, dann sterben eben alle. Ja, ich sage immer, wenn jetzt die Reichen und Superreichen an ihrem extraordinären Macht- und Besitzverhältnissen festklammern, dann geht die Titanic mit Zack und Pack unter. Dann ist hier vorbei, Schluss. Also wenn wir die Wohlfühlstimme einführen, darf Frau Merkel Kanzlerin noch bleiben, ja, aber sie muss dann ihre gesamte Arbeit auf die Lebensqualität, auf Umweltschutz orientieren, und auf Lebensqualitäts- und Wohlfühlsteigerung der Bevölkerung. Wenn sie das nicht macht, wird sie sofort abgewählt. Aber sie hat noch einen Platz. Verstehen Sie? Das Problem ist, wenn Sie zu Frau Merkel gehen und sagen, ich will jetzt bitte, Frau Merkel, stimmen Sie einer Änderung zu, in der Sie als Politikerin keinen Platz mehr haben, weil wir machen Basisdemokratie ohne Sie. Ja, dann ist sie dagegen und dann hört die Ihnen gar nicht mehr zu und dann ist es beendet. Ja, denn Sie und Bill Gates entscheiden, womit es in der Welt im Moment lang geht. Und wenn Sie morgen auf die Straße gehen, ich habe ganz bewusst gesagt, mit den 56% Wählerstimmen, ich sage im Scherz immer so, das sollte mal jeder andere machen, ja? Das ist unheimlich schwer, 56% der Bevölkerung von etwas zu begeistern, von einem neuen Weltsystem, wenn sie nicht ganz klar konturierte Fakten haben, Kombireform, Ernährung, Gesundheit und Pflege, Polizeireform, Arbeitsamtreform, wenn sie da nicht ganz klare, einfache Sätze haben, so wird das umstrukturiert, das Arbeitsamt, da gibt es nur noch Belohnungen, wenn der Arbeitsamtmitarbeiter nicht ruht, bevor er sie in Arbeit untergebracht hat und wenn er dafür Geld bezahlen muss, dass Ich sie eine wollte Chance genau kriegen. hier. Und Ich so, wollte so, so, genau. die Frage ist jetzt, was sagen Sie, Frau Merkel, und was sagen Sie, Herrn Gates, dass die noch einen Platz sehen? Und die Wohlfühlstimme würde nicht die Merkel einfach so rauskicken, sondern die müsste sich halt umstellen und müsste jetzt plötzlich lernen, bürgerfreundliche Politik zu machen. Mal was ganz Neues, aber sie hätte eine Chance. Marcel, ich lasse dich Darf gleich. Ich habe nur ganz kurz, ja. ich Ich will noch nur kurz sagen, wenn du sagst, wir müssen jetzt alles, um die Welt zu retten, wir lassen die mit einer Wohlfühlstimme, schaffen wir das, ja, dass sie nur noch auf das Existenziellste produziert wird und konsumiert wird, dann ist Frau Merkel weg wie eine Af dann wird sie international auf eine Stufe gesetzt, die ähnlich ist wie afrikanische Länder, wo andere Länder diktieren, was die Politik in Deutschland sein wird. Die kann dann, also damit hast du auch entmachtet mit einer Wohlfühlstimme. Ja. Nein, die Wohlfühlstimme Die führt wird dazu, dass definitiv nicht Deutschland das funktionieren. Die würde das erfolgreichste auch, die Land der würde Welt sagen, wird. leck mich am Arsch mit deiner Wohlfühlstimme. Ich mache das nicht mit, weil dann könnte ich meine internationale Konkurrenzfähigkeit verlieren. Na, eben nicht. Ich glaube, da ist der ganze Vortrag noch nicht ganz klar gewesen. Ich muss sagen, das ganze Konzept des Weltrates
führt zu einem jährlichen Wirtschaftswunder von 0,5 Billionen Euro plus. Das sind unvorstellbare Summen plus jedes Jahr. Und damit wird Deutschland die wirtschaftliche Weltmacht Nummer eins. Und daraus heraus können wir uns den maximalen Umweltschutz leisten, den Klimaschutz leisten, den Vorreiter. Da können wir uns den Luxus leisten, bei jährlich 500 Milliarden können wir jährlich 300 Milliarden auf den Kopf hauen, einfach dafür, dass wir der Welt vormachen und dann wissen, was wir als nächstes machen, die Professoren. Wir haben einen Kodex bei uns. Die USA wird von uns nur geschult in der Umstellung sozusagen der Reformen, wenn sie sich verpflichten, den gleichen Prozentsatz für Klimaschutz in den USA auszugeben, den wir in Deutschland für den Klimaschutz. Wenn wir also 300 Milliarden von 500 Milliarden verwendet haben, dann muss die USA entsprechend auch ungefähr, was weiß ich, 60% sind das, von ihrem Zugewinn durch die Reformen muss es für Klimaschutz ausgeben. Fertig. Und nur dann wird vertraglich verankert. Und wenn nicht, sobald wir merken, dass USA nicht genügend Geld für Klimaschutz ausgibt, ziehen wir unsere Nachbesserungsarbeit raus und dann bricht dieses System, das ja am Anfang noch neu ist für die USA, bricht dann in sich wieder zusammen. Denn man muss das unheimlich gut können. Ich sage immer, man muss sowas sein wie jemand, der 50 Jahre Bildhauerei gelernt hat. Man muss an einem System feilen, bis es passt. Verteilung, wir haben jetzt drei Stunden darüber geredet, ja, was irgendjemand muss, ja, und was wir für eine Fiktion haben. Ist euch bewusst, dass es eine Menge Menschen gibt, die in einem großen Sammelsurium an zersplitterten utopischen Projekten und in verschiedensten Detaillierungs- und Ausführungsgrad und Geschmacksrichtung. Es gibt eine Menge von Menschen, die sich seit langer Zeit bemühen. Ich selbst zum Beispiel habe auch schon 15 Jahre jetzt probiert, sowas in der Art anzuzetteln. Es ist nicht so einfach, diese kritische Masse zu bekommen. Die Frage ist ja, wie können wir diese Zersplitterung der Visionäre, der Utopisten, wie können wir das überwinden? Und das sollte jetzt irgendwie, also statt jetzt zu versuchen, wir hier irgendwie eine Pressekonferenz mit Frau Merkel und Peter, das ist ja ein ganz niedlicher Vorschlag, aber das kann doch nicht ernst gemeint sein. Also wir müssen doch mal wirklich gucken, wo sind die anderen Leute, die wirklich radikal, also nicht radikal im Sinne der Mittel, sondern radikal im Sinne von Bereitschaft, Glaubenssätze aufzugeben. Wie können wir uns mit diesen Leuten verknüpfen, ja, und nicht an unseren eigenen Institutionen und Ideen und Logos festhalten, sondern die Integration mit den ganzen anderen zukunftsfähigen und zukunftsfähigen willigen Leuten schnellstens herbeiführen. Ja, das ist ja das Anliegen dazu, dass, naja, gut, aber das ist ja das Anliegen von Jürgen Wagner morgen von Jürgen, die Zersplitterung, das er hat ja ausdrücklich geschrieben, die Zersplitterung des Ganzen müssen wir doch beenden und wir müssen... Ich habe vor 15 Jahren habe ich mir gedacht, hey, wir müssen da vorbeugen, da war die noch nicht so. Da gab es noch nicht so viele Organisationen und noch nicht so viele Menschen, die sich darum bemüht haben, eine radikal andere Zukunft zu etablieren. Also ich kann mal eine Prognose wagen. Ich kann mal die Prognose wagen, dass am Ende bei all diesen runden Tischen und Diskussionen, runder Tisch und Demokratie pur Talkshows, dass am Ende nach ganz vielen Prozessen werden die zusammensetzen, die wie zum Beispiel Christian Felber sagen, ja, also konkret so, Gemeinwohlbilanz so und so, pragmatisch, so kann es gemacht werden, so soll es umgesetzt werden. Und dann werden sich die ganz pragmatische Ansätze haben, werden am Ende darüber diskutieren, welche Nachteile zum Beispiel die Gemeinwohlbilanz in dieser Form hat und welche Nachteile und Vorteile die Wohlfühlstimme. Und dann werden noch andere Ansätze sein. Aber es werden die ganz konkreten Ansätze sein. Es werden nicht die sein, die sagen, wir müssen alle an eine bessere Welt denken. Es reicht nicht. Okay, ja, da gibt es Leute, die sich darum kümmern. Ich bin froh darum, es reicht nicht. Wenn wir die Katastrophe verhindern wollen, müssen wir auf einer ethisch anderen Ebene ansetzen. Und ich
völlig fundamentale Paradigmen unserer Zivilisation überwinden und dafür eben alternative Strukturen aufbauen. Und da brauchen wir Leute, die die Lösungsmodule zusammentragen, also die gesellschaftliche Subsysteme Lösungsmodule zusammentragen und das ermöglichen, quasi den Open Source Zukunftsbaukasten einfach da schon mal anzufangen, statt darauf zu warten, dass irgendjemand das legitimiert, sei es das Volk oder die Politiker. Wir müssen einfach Leute, nein, müssen. Ich denke, das ist was, also es gibt zum Beispiel ein Institut, wie heißt denn das, IFTF oder so, IFTF.org, Government Futures und so. Also es gibt einige größere Organisationen, die sich, es gibt wenige, und größere auch nicht, also es gibt einige Organisationen, die seriös an dem Thema arbeiten und ich denke, wir als Individuen sollten das nochmal prüfen. Ich werde das auch in die Miro nochmal einschreiben. Und morgen um die nämliche Zeit um 12 habe ich Sport, aber bin gespannt, was dabei rumkommen kann. Gea und Michael mit euch würde ich da auch gerne mal wissen. Ihr habt ja auch schon irgendwie Projekte. Und jetzt ruft mich ein Kumpel von der Open Source Ecology, um nochmal die Technik zu testen. Und somit klicke ich mich aus, verabschiede mich. Danke, Dylan. Mach's gut. Gute Nacht. Schönen Gruß an die Ose. Ja. Alles klar. Ja, bis morgen. Also ich werde, wie gesagt, um 12 da dabei sein. Beim Jürgen Wagner dabei sein. Ja, und wie gesagt, wir müssen einfach immer weiter reden. Ja, immer weiter reden, bis sich etwas rauskristallisiert, dass man sagt, ja, hoppla, wir wollen im Prinzip alles gleich. Wir wollen die Welt, die Erdkugel überlebensfähig machen. Wir wollen alle so glücklich und so gesund wie möglich aufleben, das gute Leben für alle. Und jetzt geht es nur darum, dass wir darüber reden müssen, wie genau wir das ganz konkret machen muss, technisch. Ja, wie man das am besten technisch hinkriegt, dass es genau dazu kommt. Dazu sollen wir vielleicht technisch alternative, technisch, also es geht ja darum, reproduzierbare Funktionsmodule zu gestalten. Es können auch Alternativen sein. Genau, aber diese Reproduzierbarkeit und diese ein Detailliertheitsgrad funktionale Strukturen, also Reden ist ja schön und gut, aber ich denke, es geht eher um was erstellen, was kreieren, also was Konkretes, was eine Struktur. Also erstmal natürlich virtuelle Strukturen, aber Reden finde ich nicht mehr ausreichend, weil geredet wurde schon lange und viele dieser Ideen sind auch schon nicht nur Jahrzehnte oder Jahrhunderte, sondern Jahrtausende alt. Und mit dem Reden kommen wir, glaube ich, auch nicht unbedingt weiter. Aber es ist ein Teil davon und ich freue mich dafür. Ja, aber wir müssen auch mit denen reden, die zum Beispiel sagen, ja, lasst uns Privateigentum an Produktionsmitteln beenden. Dann müssen wir darüber diskutieren, was die Vor- und Nachteile sind. Wie weit wir Reiche dann aus dem Lande treiben und die ihre Arbeitsplätze mitnehmen und dann wir dann volkswirtschaftlich runtergehen. Das sind so Dinge. Machen wir zuerst einen Pool von Lösungen mit alternativen Funktionsmodulen und schauen dann, was kann man daraus zusammenstellen, welche morphologischer Kasten, welche Kombinationen sind möglich, denkbar, sinnvoll und angenehm. Und dann kann man diskutieren. Wenn man vorher, bevor man irgendwas nur mit vagen Ideen, die im Raum schweben, kann man viel diskutieren. Aber es ist relativ belanglos, weil man nicht was man benchmarken kann. Also wir müssen gesellschaftliche Strukturen in einer definierten Form konstruieren, dass man die benchmarken kann. Und dann kann man an das Volk rantreten und sagen, hier Leute, wir haben ja was entworfen und jetzt könnte man eine Meinungsbildungsprozess.
Aber ich glaube, wir sind jetzt heute 3 Stunden dran. Das ist, glaube ich, die längste Talkshow, die wir längst hatten. Aber vielleicht müssen wir sagen, in einem sind wir uns ja hoffentlich einig. Die verschiedenen Richtungen müssen an einen runden Tisch. Wie heißt das bei Jürgen Wagner so schön? Eine freie Argumente-Plattform. Richtig. Und bei uns heißt es Demokratie pur. Bei den Professoren wurde vor 30 Jahren das Demokratie pur-Konzept entwickelt. Und wir müssen immer weiterreden, bis sich was rauskristallisiert und ich kann es nur sagen. Vielleicht darf ich da nochmal auch vermittelnd Aspekte zusammenfügen. Also ich glaube, dass wir 3 Aspekte, die jetzt angesprochen wurden und die teilweise sich so anhörten, als wären es unterschiedliche, ganz unterschiedliche Schienen. Ich glaube, dass diese 3 Schienen zusammengehören und dass, wenn wir darüber reden, was ist das methodische Vorgehen, auch das wissenschaftlich-methodische Vorgehen, dann ist es das Aufstellen von Lösungskonzepten und das praktische Experiment. Was, also jetzt nach der Falsifikationstheorie von Popper, also einer der modernsten, aus meiner Sicht effektivsten Methoden auch wissenschaftlicher Prüfung, bedeutet, es sollen sich die jeweiligen Vorschläge, egal ob es ist, wir leben jetzt die Bonobo-Kommune vor oder ein Übergangskonzept, wie es Dylan beschreibt, von dem ich glauben kann, dass es einen wirtschaftlichen Aufschwung ein Turbo darstellen würde, statt einem wirtschaftlichen Einbruch. Oder dritte Ebene wäre, wir entwickeln Netzstrukturen oder vielleicht auch mit Computersimulationen spielen wir Strukturexperimente durch, von denen wir denken, die könnten funktionieren. Alle 3 Sachen, direkt die naturintegrierte Bonobo-Kommune vorleben, Übergangskonzepte, die Wirtschaftsaufschwung bringen, wie mit Wohlfühlstimme, und wir simulieren oder entwickeln allgemeine Struktur- oder Vernetzungsmodelle. Das kann man alles gleichzeitig machen, sich gegenseitig zuarbeiten. Und wozu ich aber raten würde, lasst uns dabei nicht aus der Theorie einen Ersatz für die eigene Veränderung der Lebenspraxis machen. Das ist nämlich eine große Gefahr, dass man sagt, ich sitze jetzt am Computer und entwickle mal das Lösungsstrukturmodell. Damit bin ich 20 Jahre beschäftigt und in der Zeit habe ich gut weiter bürgerlich gelebt. Also ich empfehle sehr, dass man aus dem eigenen Lösungseinsatz ein falsifizierbares Experiment macht. Das heißt, dass man sagt, ich schlage das und das vor als Lösungsweg. Wenn das und das aber eintritt oder wenn das und das nicht geschafft werden kann, ist es ein Widerlegungsargument, also eine Falsifikation. Das ist echte Wissenschaft. Und das können wir nebeneinander machen, ne? Also ich lebe da, diese modellhaften Bonobo-Kommunen, und man kann gucken, ob auch für Angela Merkel, wenn die kommt, ob die vielleicht sagt, ja Mensch, davon habe ich doch schon immer geträumt. Mit 20 Männern oder so gleichzeitig. So muss es sein. Die Frauen in Indien, Jürgen, um das kurz zu durchbrechen, es gibt bei der Forschung über Tantra und Tantra in Indien, da gibt es rauschende Feste da. Da darf eine 30-jährige, 40-jährige Frau die 20 jungen Männer des Dorfes in die Liebe einweisen. Und am Ende sagt sie, so einen Orgasmus habe ich noch nie im Leben gehabt. Endlich hatte ich das, habe ich mal Leben gespürt. 20 ja, schon, junge Männer, die mich befriedigen. Aber ich wollte nur hinzufügen, auch jetzt die Vorstellung, lieber Marcel, die Vorstellung jetzt zum Beispiel von Dylan, dass es etwas bringen kann, oder ist jetzt dieselbe Antwort auch für Gia. Dylan sagt, er hat da mit diesem Modell auch über die Wohlfühlstimme, mit diesem planwirtschaftlichen Dach über marktwirtschaftlichem Geschehen, hat er ein Modell, das, wenn man es überprüft, funktioniert und Wirtschaftsaufschwung bringt. Damals, als das Wunder von Wörl auftauchte, haben die Leute massiv bestritten, das kann nicht gehen, das geht nicht, das dürfen wir gar nicht zulassen, ruft die Polizei. Warum kommen wir nicht in den Experimentiergeist zu sagen, okay, sogar wenn ihr daran zweifeln würdet, dass das klappt, was der Dylan vorschlägt, er kriegt dafür einen Experimentalraum. Und dann prüfen wir das in der Praxis, ob diese Art von Wirtschaftsmechanismen so wirken, wie Dylan es beschreibt, oder nicht. Es spricht auch nichts dagegen, praktische begrenzte Experimente zumindest schon mal zuzulassen. Zum Beispiel die Gesundheitsreform könnte man in einem ganz kleinen Rahmen machen, ohne jetzt die ganz große Wohlfühlstimme, sondern mit analogen, mit ähnlichen Belohnungsmechanismen. Und dann könnte man schauen, wie weit es die Ärzte dann plötzlich schaffen, die Leute in Richtung Gesundheit zu führen, statt wie bis jetzt in Abhängigkeit von pharmazeutischen Produkten zu führen. Ja, genau. Lasst uns doch die Dinge nebeneinander so experimentieren, dass wir rauskriegen können, zumindest bestmöglich herauskriegen können, was funktioniert wie gut.
Man kann halt globale Strukturen, es ist nicht trivial, also alternative Industrieproduktion und Logistik, das ist halt. Nur kurzer Hinweis, ja, dein Mikrofon ist total, hat zu viel zu wenig Höhen und viel zu viel Bässe. Man versteht es nur mit äußerster Not, weil irgendwie, ich hoffe, bei mir sind die Höhen drin, irgendwas stimmt mit dem Mikrofon in der Einstellung, entweder nicht oder es ist kaputt. Es ist ganz dumm. Ich verstehe so gut wie nichts, ja. Also es ist ganz schwer zu verstehen, was Marcel sagt. Dann gebe ich auf. Nee, mal das Mikrofon vor den Mund halten, das war jetzt viel besser. Mikrofon vor den Mund halten. Ist das hier das Mikrofon? Viel besser. Das hier? Viel besser. Nee, klingt zwar ganz dumpf, aber man kann das ganz dann verstehen. Oder ist das hier das Mikrofon? Das ist nicht ganz klar. Also erst wieder das. Also nee, das eine war schon ganz gut eben. Ja. Okay, dann wirklich das hier, das kann ja nicht sein. Das okay, ist besser, das ist es, ja. Na, mag sein, na gut. Also es ist halt schwierig, globale Strukturen testweise, also reale Experimente sind halt mit globalen Strukturen sehr schwierig und es gibt halt Skaleneffekte, die kann man auf kleiner Ebene, also natürlich kann man viel probieren, aber es gibt Sachen, die sind... Deswegen nicht globale Strukturen, sondern erstmal die deutschen Strukturen. Wir fangen mit Deutschland an. Ja, das, also wie Jay schon gesagt hat, die Sache ist ein bisschen heißer als also in Deutschland. Deutschland sinkt zuletzt. Die Kacke ist ordentlich am Dampfen. Naja, versuchen wir es mal mit ein paar Stunden Schlaf. Also dann, mach's gut. Ja, und morgen ich wollte auch noch ein Abschlusswort sagen. Also, wenn wir so eine Karte hätten als Grundlage, eine Weltkarte, das ist tatsächlich möglich, rein technisch. Zum ersten Mal in der Geschichte haben wir die Möglichkeit, sind nicht mehr auf die monetären Systeme angewiesen. Wir haben jetzt ein anderes Organisationshilfsmittel, was nicht automatisch zu Konkurrenz und Konzentration führt. Wenn wir so eine Karte hätten, könnten wir gleich praktisch anfangen, die Welt zu retten, sage ich mal. Rein Karte? Mit der Kraft der Freiwilligkeit. Was meinst du mit Karte? Kann. Die Karte von morgen zum Beispiel kennst du? Oder? Ja, aber höher entwickelt, dass er eben auch noch, dass jeder sein, was er braucht zum Leben als Mindestes, und was er eben, an welchen Projekten er teilhaben will, wo er sich einträgt mit einer Art gewissen Grundarbeitszeit oder Tätigkeitszeit von 20 Stunden die Woche maximal. Dann, weil wir müssen jetzt extreme Umschichtungen machen in den Arbeitsfeldern, raus aus den Autoindustrien, raus aus den ganzen unnötigen Industrien, rein in Renaturierungsprojekte. Damit kann man international kein Geld machen, null. Ich weiß nicht, warum da hierbei fantasiert wird, dass wir da wirtschaftlich mit einem Gemeinwohlsiegel plötzlich Geld machen. Elektromobilität ist ein Selbstkiller. Genauso wie Millionen und Millionen Solarzellen und Windkraftanlagen sind Selbstkiller. Die helfen uns jetzt nicht mehr weiter. Jetzt müssen wir sämtlichen Protektionismus komplett ausschalten und auf die Wüstengebiete, die wenig belebt sind, die ein wenig Leben beeinträchtigen, da die Großkraftanlagen, aber gleichzeitig den Energieverbrauch extrem runterfahren. Alle Industrien stilllegen, die nicht irgendwie lebensnotwendig sind. Das sind jetzt die Maßnahmen, die eventuell noch ein Überleben erreichen könnten. Und wenn wir jetzt nicht dieses Ding erkennen, wenn wir jetzt nicht wie in den Kern des Reaktors den Kern ins Visier nehmen, der Kern ist, dass wir seit 30.000, 40.000 Jahren oder 3.000, 4.000 Jahren, je nachdem, über Geldmittel organisiert sind. Jetzt brauchen wir die nicht mehr. Wir können jetzt diese Umschichtungen, die jetzt notwendig sind, die nicht im internationalen Maßstab nicht mehr über Geldmittel zu organisieren sind, die können wir jetzt über die Netzwerke organisieren. Jetzt die allerletzte Chance. Wenn wir das nicht erkennen, wenn wir da nicht einen Konsens drüber kriegen, sind wir ganz unaufhaltsam verloren. Dann sind wir weg hier. Ja, wie gesagt, und genau das Problem lösen wir mit der Wohlfühlstimme, aber das können wir ja dann morgen mal diskutieren. Wir sollten vielleicht mal ein Ende finden für heute. Es ist eben so, dass über die Wohlfühlstimme die ganzen gegenseitigen Schädigungen im Kapitalismus aufhören. Dadurch wird das, wir haben auf unserer älteren Homepage eine ganze Liste von ungefähr 20 Links,
wo die deutsche Presse darstellt, wo welche Milliarden zum Fenster raus entwickelt werden, weil wir den Kapitalismus haben, ja, sozusagen. Und diese ganzen Milliarden bleiben dann da bei uns und dann können wir uns leisten, weil wenn wir 500 Milliarden plus pro Jahr haben, können wir uns leisten, sozusagen ganz Deutschland wegzunehmen von den fossilen Energien. Und damit zeigen wir der Welt, dass es auch bei ihnen gehen kann, ja, weil sie den Weg gehen können. Und so kommen wir viel schneller raus. Wir müssen aber in Deutschland, in Europa anfangen und dann sagen, Leute, warum macht das nicht genauso wie wir, ja? Und das muss der Weg sein, denn wenn wir jetzt fordern, denkt mal global, dann sagt Trump, ich ziehe mich aus dem Pariser Abkommen raus und ich blase demnächst noch mehr CO2 raus als vorher, ja, weil ich will meine Wirtschaft zum Brummen bringen, ja, jetzt, was wir jetzt hier in Deutschland machen können und was wir jetzt morgen machen können, ist uns wieder zum runden Tisch treffen. Ich weiß nicht, wie der Jürgen Wagner das geplant hat, ob er auch eine Redezeituhr dabei hat oder was auch immer. Auf jeden Fall, alle verschiedenen Richtungen müssen miteinander reden, bis sich langsam sowas rauskristallisiert. Ja, wir müssen so ein wie Jürgen Wagner eben sagt, so konkrete, reale Experimente. Wir müssen etwas haben, was wir ganz konkret dann in einem Gespräch mit Greta Thunberg und Fridays for Future und Kanzlerin Merkel, ganz konkrete Dinge, die wir da anbieten können, zumindest mal als Experiment, die Gesundheitsreform in einer Stadt zu machen und dann zu gucken, ob die Ärzte schaffen, dass plötzlich diese Stadt eine Stadt der Gesundheit wird und dass die Betriebe dann viel weniger Krankheitsausfallkosten bezahlen müssen und viel weniger Schaden durch Krankenstand haben und die ganze Stadt wirtschaftlich aufblüht. Und dann sieht Frau Merkel, ja hoppla, das müssen wir sofort in ganz Deutschland machen. Ne? Also ganz kurz, ich möchte meine Meinung zu sagen, man versucht und fast alle versuchen das, monetäre Hilfsmittel zu verändern, also die Kontrolle zu ändern, ist genauso. Und ich wundere mich da als Naturwissenschaftler, müsste man eigentlich das verstehen, wir können die Schwerkraft auf der Erde nicht umdrehen. Und genauso ist der Versuch, mit monetären Mitteln dieser Katastrophe zu entkommen zu werden. Es ist unmöglich. Also wie gesagt, die allerletzte Chance, wenn wir jetzt sagen, eine Wohlfühlstimme schafft es, diese Gravitation umzudrehen, dann sind wir halt auch definitiv weg. Ja, und ja, das schon ziemlich bald. Was wollen Sie machen? Wollen Sie den Leuten sagen, wir müssen morgen das Geld abschaffen? Jeder, der leben will, entweder, also natürlich ein Henne-Ei-Prinzip, wir brauchen das Ei, ist es so, dass wir die Weltkarte von morgen erstellen, wie das der Helmut Wollmann ansatzweise gemacht hat, die noch weiterentwickeln. Das zeigt nur, dass es möglich ist, in kürzester Zeit die Weltorganisation umzustellen, erstmal virtuell einen bewussten Punkt zu machen, der 1.1.2022, eine Umlegung, Umswitchung, eine Weltwährungsreform. Ab dem Moment ist die Währung nur noch das Weltgemeinschaftsgefühl und nicht mehr irgendwelche Geldmittel, die man sammeln kann. Und dann wird dieser Akt vollzogen, spätestens am 1.1.2022. Das wird wahrscheinlich schon zu spät sein. Ja, und da antworten Ihnen die Milliardäre, ach, ist doch für uns kein Problem. Wir kaufen uns dann die Ländereien in Sibirien. In Sibirien wird es durch die Klimaerwärmung bald ein herrliches Klima geben. Ja? Und da bauen wir uns unsere Schlösser und da machen wir eine dicke Mauer rum mit lauter Personal, mit Maschinenpistolen. Und dann leben wir da wunderbar. Es ist uns doch egal, dass in Afrika dann alle klimatot sind. Das interessiert uns doch nicht. Ja, also von daher, man muss doch realistisch sehen, wir müssen doch dem Milliardär ein besseres Leben als seine Geldsucht und seine Machtsucht anbieten. Man kann eine Sucht nicht heilen, indem man sagt, lieber Milliardär, verzichte, sondern ich will dir ein besseres, also ich habe jetzt keine Ahnung, wie toll die Kommune bei Jürgen Wagner ist, aber wenn, nehmen wir mal an, wir hätten eine
eine tolle Kommune, wo wirklich sozusagen die lauter hübsche Mädels und Frauen da mit dabei sind und so weiter. Und dann kommt der Bill Gates zu Besuch und sagt, ja hoppla, ich habe ja bis jetzt noch gar nicht gelebt. Ich will jetzt endlich mal leben. Liebe Frau, wir müssen, liebe Melinda Gates oder wie sie heißt, wir müssen jetzt mal in diese Kommune mal Urlaub machen hier. Und mal vielleicht mal anfangen, an den Massagerunden mitzumachen und so weiter. Müssen mal anfangen zu genießen, Körperlichkeit, Menschlichkeit, Lust, gemeinsame Lust zu erleben und so weiter. Und dann sagt er, ja, das ist doch viel besser als all die paar Milliarden und all diese Macht und den Einfluss, den ich habe. Da will ich, so will ich leben, ja, den Rest meines Lebens. Ich will 127 werden und das will ich haben. Wir müssen doch wir müssen den Machtsüchtigen und Geldsüchtigen ein attraktives Angebot geben. Ansonsten lassen sie das Klima hochgehen wie nichts und dann leben die alle in Sibirien und Alaska und haben dort ihre Trutzburgen und sagen, ist so uns doch egal, dass der Rest der Welt tot ist. Ja? Also das ist eine extreme Unterschätzung, wie das, was hier abgehen wird. Das wird kein Baum, innerhalb von 5 Jahren werden alle Bäume vernichtet hier auf der Welt durch die Kraft der Sonne. Die werden nicht die werden 4 bis 5 Grad maximal, werden die nicht mehr überleben. Und das geht jetzt radikal, kann es in 2-stelligen Temperaturbereich gehen, dass das hochschießt. Diese Sachen, dann gleichzeitig, dass 400 Atomkraftwerke hochgehen, die werden kein schönes Leben haben, die werden sich nicht halten, das wird sich kein Mensch hier halten können und kein höher entwickeltes Leben. Und das wird innerhalb von 1-2 Jahrzehnten kaputt gehen. Und vor allem dieser Kipppunkt, dass man das noch aufhält, der ist wahrscheinlich schon überschritten. Jede weitere Verzögerung macht es unmöglicher, das noch zu schaffen. Und ich verspreche den Reichen, wenn du leben willst, dann fokussier dich drauf auf die Netzwerke oder du reißt alles in den Abgrund. Also du kannst dein Leben wie jeder Mensch, aber mich wundert, dass du so besorgt bist um die Reichen und Superreichen, anstatt über das Leben an sich auf diesem Planeten. Naja, weil die Milliardäre eine unheimliche Macht haben. Die sind nicht umsonst machtsüchtig, die haben Macht angehäuft und akkumuliert Macht. Und vor allem die Milliardäre werden sagen, ja, wir wissen ja sowieso genau, in etwa 2 Milliarden Jahren ist die Erde sowieso unbewohnbar, weil die Sonne anfängt, sich zum roten Riesen aufzublähen. Wir müssen also nur unsere Raumfahrtprogramme beschleunigen. Wir leben in Zukunft in den kühlsten Gebieten der Erde, halten wir es aus als Milliardäre und da entwickeln wir mit unserem Personal die Hightech-Raketensysteme, mit denen wir dann die Erde verlassen können und in ein anderes Sonnensystem auswandern oder erstmal auf einen anderen Planeten auswandern und so weiter. Denn solange wir den Reichen kein besseres Leben anbieten können, werden die immer sagen, dann mache ich mehr dasselbe. Paul Watzlawick hat immer gesagt, die Leute machen immer nur mehr dasselbe. Ja? Und der Reiche und der Machtsüchtige und Geldsüchtige wird sagen, ich benutze mein Geld und meine Macht, um über Raumfahrttechnologie diesen kaputtgehenden Planeten zu verlassen. Wir haben dann den einen kaputt gemacht, jetzt suchen wir uns den nächsten Planeten und den machen wir dann auch kaputt. Und dann suchen wir uns wieder den nächsten Planeten, bis wir den kaputt machen. Nein, wir müssen doch zu den Reichen hingehen und sagen, hier, schau dir die Kommune an, schau dir an, was liebevolles Leben ist und warum da die Männer alles den Frauen und Kindern schenken, ja, warum die alles, ja, warum das hier, ja, warum die nicht patriarchal leben, sondern matriarchal leben und wie viel Spaß die miteinander haben. Guck dir doch mal, was willst du mit deinem Leben machen, ja, fang doch mal an zu genießen, ja. Einfach mal das zu genießen, was in einer Kommune möglich ist, nämlich menschliches Leben, Lust, Liebe und Sexualität. Ja? Hör doch mal auf, ein gehasster Reicher zu sein, werd doch mal ein geliebtes Kommunenmitglied. Das ist doch mal was ganz Neues. Also absolut richtig. Und ich wundere mich, dass du als Wissenschaftler sagst, dass Captain Future-Geschichten uns noch, irgendwelche Reichen noch retten könnten. Also das wird nicht passieren. Ja, die werden auch in 20, 30 Jahren, wird da kein Raumschiff. Der Mensch ist nicht lebensfähig längere Zeit außerhalb der Erde. Das ist der weit und breit der einzigste Planet, wo ein Mensch sich halten kann. Und den werden die nicht schaffen, irgendwie zu verlassen. Die werden den nicht schaffen, die Katastrophe aufzuhalten. Nur wir alle können es nur noch aufhalten, wenn wir jetzt einen ganz radikalen Wechsel machen, wenn wir uns zu einer Raupe verpuppen, auf völlig das Mindeste leben,
und dann wieder zum neuen Schmetterling vielleicht werden. Ja? Mhm. Aber das, dann dadurch können die Reichen ihr Leben und die Superreichen ihr Leben, ihre Existenz noch erhalten, wie jeder andere Mensch auf diesem Welt. Ja, aber wie, damit wie sagen Tier wir, und jede Pflanze. Damit drohen wir denen aber mit dem Tode und die sagen, ja, wir müssen uns nochmal klar sein, der Kapitalismus, die Marktwirtschaft hat eine absolute Spaltung zwischen den Menschen erzeugt. Für die Reichen sind wir uninteressant. Wir sind für die Sklaven. Also wir sind nur Handlanger für irgendwas. Die haben doch nur ihre Macht, weil wir mitspielen. Weil wir alle, so wie du jetzt sehr, sehr viel argumentierst, nämlich aus dem System heraus, ja, wenn du das System anders aufsetzt und die Abhängigkeit vom Geld nicht mehr da ist, dann verliert diese Macht augenblicklich auch ihre Macht, ja, die jetzt eben besteht. Da stellt sie niemand hin mit der Maschinenpistole, weil er nicht abhängig ist von vom Geld, sondern sozusagen das Leben von woanders bezieht, ja, und aus dieser Abhängigkeit aussteigt. Das und heißt, wie willst du es, die, ist schon, wie es ist schon sehr wichtig, die, dass wir auch beginnen, dazu bringen, in dass den das Systemen Geld abschaffen. Auch, in ganz anderen Systemen zu denken auch, ja, und nicht nur sozusagen immer in den Systemen zu bleiben und dann zu glauben, im System könne ich das System verändern, ja, das geht irgendwie nicht. Also die Milliardäre wollen doch ihr, ganz kurz nur, die Milliardäre wollen doch ihr System erhalten und solange sie für 10.000 Euro im Monat jemanden wollen kriegen, sie, der, aber nur wenn sie die Macht Söldner dazu Armeen haben. Kriegen, ja, aber wie wollen sie die ihnen wegnehmen, wenn die das Geld haben, ganze Söldnerarmeen, 2.000 Milliardäre der Erde haben das Geld, ganze Söldnerarmeen, Privatarmeen aufzubauen. Wenn alle Menschen plötzlich ein Energieeinkommen haben und vom Geld völlig unabhängig sind. Wo besteht dann diese Abhängigkeit? Das ist nur, wenn man im System bleibt, im Denken. Wer wird das zulassen, dass sie das Energieeinkommen bekommen? Warum? Wer soll es verhindern? Wenn da plötzlich 2/3 der Kinder und Jugendlichen bei der Frau Merkel stehen oder bei anderen und sagen, so, und wir spielen da nicht mehr mit, wir brauchen ein anderes System, dann schaue ich mal an, dass die Frau Merkel Nein sagen kann. Und alle, die jetzt das Zepter in der Hand haben. Und wie bringen wir diese 2/3 dazu, dass sie zu Frau Merkel gehen? Ja, aber noch mal ganz kurz. Es gibt Softwareentwickler, hervorragend, wie Helmut Wollmann einer ist. Und es gibt ein Global Hack Team in Estland. Wir könnten in kürzester Zeit eine Weltkarte aufstellen, womit alle, die Leben erhalten wollen, sich so weit vernetzen, dass die Welt ohne Geld weiter funktioniert, rein mit der Kraft der Freiwilligkeit. Wenn das aufgebaut ist und die Reichen sehen, okay, damit könnten wir noch, da kommen wir aus der Konkurrenz raus, ja, wir müssen jetzt nicht mehr die Bomben von Russland und China fürchten oder andersrum von Trump oder von sonst wem, ja, wir kommen aus dieser Konkurrenz damit raus und wir können tatsächlich damit noch Leben erhalten, dann werden die sagen, hey, cool, ich mache da mit. Ja, der Götz Werner hat ja mal gesagt, hat es übernommen. Es ist keine Schande, reich zu werden, aber es ist eine Schande, reich zu sterben. Und diese Leute werden auf jeden Fall, das ist meine Argumentation, die werden auf jeden Fall ihre Produktionsketten und Linien, die sie so wahnsinnig vital halten müssen, unbedingt, die Finanzsysteme, werden auf jeden Fall bald crashen. Allein durch das, dass ganz, ganz Millionen, Milliarden Menschen in kürzester Zeit nichts mehr zu essen haben, dann crasht hier sowieso alles. Und dafür braucht man die Kraft der Freiwilligkeit, die das noch auffangen kann. Das erinnert mich an den Chiemgauer und die ganzen neuen Geldsorten, die es gibt. Ja? Und da passiert nämlich ganz einfach was, weil das ist ja auch damals in Wörgl kaputt gegangen. Warum? Weil der Staat natürlich sagt, ja, solange das eine Spielerei ist, die so ein bisschen was, so ein paar Prozent der Wirtschaft berührt, am Ende ist es nämlich so, sobald das ein bisschen größer wird, gibt es eine ganz klare Sache. Die Leute haben sich alle strafbar der Steuerhinterziehung gemacht, weil sie nämlich sozusagen nicht versteuert, weil sie sozusagen gegenseitig Dienstleistungen einander verkauft haben, am Fiskus vorbei, die haben die Steuerhinterziehung betrieben, dann landen die alle wegen Steuerhinterziehung im Gefängnis und dann ist der Chiemgauer zu Ende. Also das heißt, also wir müssen uns immer klar sein, die Strukturen wehren sich doch auch. Die Milliardäre, wie gesagt, solange ein Milliardär konsumsüchtig und machtsüchtig ist, müssen wir ihm erst etwas geben, damit er davon loslässt von dem Geld. Ja?
und sich nicht mehr dafür interessiert. Wir müssen dem Raucher, wir dürfen ihm nicht an der Zigarette zerren, wir müssen ihm etwas geben, Lebenslust, Lebensglück geben, und dann plötzlich sagt er, oh, ich habe seit 10 Stunden nicht mehr an eine Zigarette gedacht. So muss es laufen. Und genauso müssen wir die Konsumsüchtigen und Machtsüchtigen und Akkumulationssüchtigen Milliardäre entwöhnen von ihrer Sucht. Die müssen wieder ins Leben zurück. Und ich bitte, mir fehlt der Praktik. Okay, ja. Jetzt drehen wir uns schon sehr auf den Kreis. Ja, vielleicht sollten wir für heute dann ja, langsam beenden. Ich habe noch was, was ich ergänzen kann. Ja. Ich bin der Einzige, der hier jetzt in dieser Runde ist, der ohne Staat und Geld lebt. Das heißt, ich vertrete den Standpunkt, außerhalb des Systems ist ein sinnvoller Ansatz und er kann auch direkt 100%ig gelebt werden. So, trotzdem ist es so, dass ich gucke, so viel wie möglich an sowohl als auch, statt entweder oder aufzubauen zwischen den Veränderungsstrategien, weil das nichts bringt. Ich habe doch die Möglichkeit, für mich in die Vollen zu gehen. Trotzdem kann ich sagen, andere Wege, gerade wenn es nicht die anderen mitmachen mit dem von 0 auf 100, andere Wege können trotzdem immer besser sein als nichts. Genauso wie ich jedem empfehle, der sagt, er baut auf die internationalen Internetnetzwerke. Wir müssen echt aufpassen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, indem die Leute dann weiter in ihrem jetzigen Wohnzimmer vor dem Computer sitzen, ohne Kommune. Ohne, dass sie aus dem Single-Dasein wieder sich einlassen auf solche viel intensiveren sozialen Bezüge und Zusammenhänge. Ich glaube es nicht. Aber ich füge hinzu, auch derjenige, der jetzt sagt, retten werden uns die schnell eingeführten Internetnetzwerke weltweit. Was hindert ihn denn, statt während der Zeit, wo er sich an den Computer sitzt, weiter im Staats- und Geldsystem zu leben, in dieser Zeit Experimente zu machen, ohne Staat und Geld in so einer Kommune zu leben? Er kann auch aus dem Kommuneleben heraus weiter für seine Internetnetzwerke arbeiten. Das kann auch eine Ausflucht sein, weil wir sagen, die Rettung durchs Internet ist etwas, was uns den Veränderungsschritt unnötig macht, uns wieder auf neue Formen sozialer Intensität einzulassen. Und dann wäre es nur ein Nebenprodukt dieser kapitalistischen Versingelung. Dann dient uns der Computer als Begründung dafür, dass wir sagen, wir können da so weiterfahren auf dieser Schiene, dieser schädlichen Schiene, dieser Versingelung, Verinselung auch, die bei vielen Menschen eintritt, dieser Beziehungsunfähigkeit, die immer mehr zunimmt. Wir können da weitermachen, weil es ist eh eine Frage der Internetnetzwerke. Vielleicht ist es die, aber ich lade trotzdem ein, zu prüfen, ob man da nicht viel mehr sowohl als auch praktizieren kann, indem man sich für den sofortigen oder möglichst schnellen Aufbau solcher rettenden Netzwerke einsetzt und überlegt, ob an den anderen Schritten was dran sein kann und sich darauf einlässt, da vielleicht auch so viel wie möglich zu machen. Also jeder, der an den Netzwerken weiterbaut, kann zu mir kommen und kann gleichzeitig von heute auf morgen schon ohne Staat und Geld leben und mit einer Form sehr naturnaher Selbstversorgung. Ist doch nicht nix. Und insofern finde ich es wichtig, dass wir hier über alles reden und versuchen, uns zusammenzufügen. Ich glaube, es bringt auf jeden Fall mehr, als wenn wir sagen, das, was der andere denkt, taugt nichts. Und dann schaffen wir keine sowohl als auch Konzepte. Es bringt uns weiter, so viel wie möglich zu machen. Also es ist ganz klar, kurz nur, zum Beispiel, wovon ich konkret träume. Ich bewege mich ganz bewusst nicht mehr, weil ich sage, jedes Reisen ist eigentlich pathologisch. Der Mensch, der Naturmensch reist nicht ständig, sondern der ist in erster Linie in seiner Kommune. Dort ist er glücklich. Und ich sage einfach so, wenn ich mir vorstelle, dass Greta und Christian Felber und, dann in dieser Weltpressekonferenz dabei sind, dann wird es einen Boom geben, dann wird es Leute geben, dann wird es eine Frau geben, die sagt, ach, ich finde den Dillen ganz sympathisch, mit dem würde ich gerne Kommune begründen, ja, und dann sage ich, ja, nee, dann ziehen doch die Leute einfach, das gibt ein ganz einfaches Mittel, überall in jedem Wohnblock, ich wohne hier in Köln, im schönsten Viertel von Köln, da werden ständig Wohnungen frei und da können die Leute zusammenziehen, indem sie erstmal in einem Häuserblock quasi Nachbarn werden, ja, und so beginnt dann die Kommune. Also erstmal ganz
Schritt für Schritt ganz vorsichtig einfach erstmal räumlich zusammenziehen, ja? Und so eine Kommune muss immer so aufgebaut werden. Eine Frau sucht sich einen Mann, dann suchen sich die beiden zusammen wieder eine Frau, die sie lieben können, dann sucht sie zusammen wieder den nächsten Mann, den sie lieben können, und dann entsteht nach und nach Leute, die sich irgendwie lieben können, ja? Und irgendwie gut abkönnen mindestens und im Idealfall sogar noch tollen Sex miteinander haben können, ja? Und dann erstmal räumlich in die Nähe ziehen. Also eigentlich nie die ganz große Revolution machen. Wir können jetzt leider nicht die Städte einfach wegpusten und alles neu machen. Dann fangen wir erstmal da mit dem an, was wir haben, und fangen erstmal an, in Kommune zu leben. Und alles Weitere ergibt sich daraus. Denn nur wenn wir glücklich werden, können wir ja zeigen, dass wir etwas viel Besseres haben als den Kapitalismus und die Marktwirtschaft. Hm? Also wie gesagt, es geht jetzt ums pure Leben und Überleben. Die operativen Systeme, die gerade in Funktion sind, gerade Geld und Handel, die bringen uns um in kürzester Zeit. Natürlich wäre, wenn wir das als Lösung, die letzte Lösung, die bleibt, eben Netzwerke einzurichten, um das mit der Kraft der weltweit vernetzten Kraft der Freiwilligkeit neu zu strukturieren, dann werden wir in Gemeinschaften automatisch zusammenkommen, durch das, dass wir alle von dem, jeder muss dafür sich einsetzen, dass das funktioniert. Und dann wieder vor Ort, dann kommen Baumgießaktionen und so weiter, Massenaktionen oder wir Cleanups über Facebook, was auch immer. Und also klar ist, die Macht der Netzwerke liegt in den Händen der Reichen und Superreichen. Die sind auch so eingerichtet, um die von heute auf morgen abzuschalten, wie das im Iran auch stattgefunden hatte. Die werden auch benutzt, um Leute auszulesen, die sie dann, weil tatsächlich gibt es Bestrebungen, da auch jetzt Diktaturen einzuführen, je weiter sich die internationalen Konkurrenzzwänge aufheizen, und dann eben Leute auszuschalten, die dann eben dem quasi Widerstand geben könnten. Ja. Also da werden die Netze werden auch benutzt, um Leute rauszufiltern. Es werden Todeslisten erstellt, die auch immer in der Geschichte schon da waren. Also die Netzwerke werden auch missbraucht, natürlich von den Mächtigen. Aber ganz klar ist, wenn wir jetzt so eine Karte vorbereiten und die schalten die ab oder die machen ihr Zeug, es ist eben die Frage der großen Ideologien, die versuchen sich zu retten natürlich. Du versuchst dich mit einer Gemeinwohlökonomie zu retten und andere versuchen sich anders zu retten. Es gibt nur noch eine Sache, die in der Realität zu Leben führt. Alle anderen zementieren und beschleunigen die Selbstvernichtung. Und die Politik, was die Reichen und Superreichen gezwungen sind wegen ihren monetären Systemen, die führen uns 100.000 Millionen % in eine komplette, vollständige Selbstvernichtung. Ja, ich möchte da nur zum Schluss also zu bedenken geben, dass es für mich so aussieht, dass die Reichen denken, ja, wir werden alle sterben, ihr werdet alle sterben, aber wir nicht. Ja, also das heißt, ich glaube, dass die so denken. Die anderen können ja ruhig alle sterben, aber wir werden nicht sterben. Wir, eine Kaste von über 2000 Milliardären mit ihren Familien und so weiter, wir werden immer einen Weg finden zu überleben, aber die anderen nicht. Und das ist uns relativ egal. Also deswegen, das berührt die nicht. Aber das müssen wir eben einfach weiter diskutieren, denn man bewegt sich Millimeter für Millimeter, bewegt man sich, weil immer wenn ich jetzt sage, da habe ich Bedenken und so weiter, dann werden die Leute, auch die Zuschauer, darüber nachdenken. Und ich glaube, wir haben jetzt einfach den Zuschauern ganz viel Möglichkeit darüber gegeben, nachzudenken, ob es nicht doch auch gut sein kann, wie Jürgen Wagner gesagt hat, konkrete, reale Experimente der Kanzlerin anbieten zu können, dass wir sagen, dann machen wir die Gesundheitsreform nicht gleich alles auf einmal und wir führen keine flächendeckende Wohlfühlstimme ein, sondern machen in einem Stadtviertel oder in einer Stadt in Deutschland, machen wir mal die Gesundheitsreform, da werden die Ärzte völlig neue Rahmenbedingungen kommen und gucken mal, was da plötzlich in den Gesundheitsclubs der Hausärzte dann so plötzlich anfängt. Ob da etwas entsteht an neuem Sozialleben, an neuer Mitmenschlichkeit, dass die Alten endlich aus der Einsamkeit wieder rauskommen, alle Menschen wieder zueinander finden. Ja, also, dann haben wir es für heute. Also eine Fehleinschätzung führt auf jeden Fall zum Tode, und dass wir jetzt mit kleinen Projekten uns retten könnten, führt zum Tode. Die Schwelle ist überschritten.
Und die Reichen, wie willst du den Reichen sagen, ihr schafft es in kürzester Zeit 1 bis 2 Billionen Tonnen Treibhausgase, die sich immer weiter selber verstärken und ausfüllen, aus der Atmosphäre zu ziehen mit euren Mitteln, die ihr mit einer Restgemeinschaft. Das geht nur über Milliarden Hände, die vegetarisch genährt, sie aufs Simpelste reduziert ist, aber milliardenfach Renaturierung, Bewässerungsdienste, Feuchtgebiete, Moore anlegt und so weiter. Damit könnten wir uns noch retten. Aber da braucht man Milliarden Hände und es geht nicht über Finanzsysteme. Und wenn die Milliardäre wollten, würden sie es morgen tun. Sie wollen es aber bis jetzt noch gar nicht. Sie haben es nicht erkannt. Sie können es nicht erkennen. Sie sind zu sehr beschäftigt mit dem monetär-existenziellen Existenzkampf oder mit dem die Finanz- und Wirtschaftssysteme vital zu halten. Das ist A und O jetzt gerade. Ja. Aber damit ist es eben vorbei. Das muss man eben auch klar machen, der ganzen Welt und den Reichen und Superreichen. Ihr seid zwar beschäftigt, ihr seid völlig blockiert, ihr seid völlig fokussiert aufs Geld, aber ihr werdet es nicht überleben. Ja? Und wir können jetzt nur noch Überleben erhalten, wenn wir aus den internationalen Konkurrenzzwängen in kürzester Zeit rauskommen und diese andere Geschichte umorganisiert haben. Ja, das Angebot, was Sie formulieren, lautet im Prinzip an den Milliardärskönig, du selbst wirst sterben und deswegen musst du was ändern. Und der sagt einfach, naja, ich sehe aber noch nicht, dass ich tot bin gerade. Und deswegen ist da das Dilemma, das wir da haben, ist einfach, es ist doch viel besser, jemandem etwas Positives anzubieten, als ihm zu sagen, du musst jetzt endlich verstehen, dass du sterben wirst und dass du mit deinem Milliardenmacht es nicht schaffen wirst, die Erde wieder zu renaturieren, wenn es dann mal so weit ist, dass es an dein Leben geht. Denn die Milliardäre können sich schlicht und einfach die letzten Plätze der Erde leisten, an denen man noch überleben kann. Und da werden wir keinen Zutritt haben. Wir werden da nicht reinkommen, weil die sich eine private Armee leisten und die werden uns abknallen, wenn wir in ihre Refugien reingehen. Und wenn die dann sagen, okay, jetzt haben wir die Erde wirklich kaputt gemacht, dann sagen sie, na gut, dann müssen wir jetzt halt mal unsere letzten 100 Milliarden von 2000 Milliardären jeweils zusammenlegen und müssen wirklich alles tun, um den CO2-Prozess rückgängig zu machen. Und da vertrauen wahrscheinlich die Milliardäre darauf, dass sie das schaffen werden. Das ist das Dilemma, in dem wir stecken. Deswegen, wir müssen denen jetzt ein besseres Leben anbieten. Und das müssen sie verstehen. Und dann, wenn sie sagen, ich will dieses bessere Leben haben, dann kriegen wir alles auf einmal in den Griff. Dann haben wir alle Probleme auf einmal gelöst. Und ich habe einen Harmonisierungsvorschlag noch in einem Satz. Ja. Harmonisierungsvorschlag in einem Satz. Während Dylan für das Wohlfühl, die Wohlfühlstimme, zumindest Experimentalspielräume bekommen sollte, bevor gar nichts von der Art passiert, können die sagen, wir wollen viel radikaler und von 0 auf 100 und auch von außerhalb des Systems die Lösung schaffen, doch am besten das Kleindimensionale und Großdimensionale kombinieren, indem sie in die aufgeklärte Bonobo-Kommune gehen mit Internet und von da aus stärkstmöglich die rettenden Netze in der Welt aufbauen. Also aus meiner Sicht gibt es da ganz viel Potenziale für sowohl als auch. Ja, und deswegen sollten wir das jetzt beenden damit, dass wir sagen, wir haben jetzt bestimmt viele Ideen in manche Köpfe reingepflanzt, ja, und es entwickelt sich ein Denken und irgendwann, wenn wir immer weiter im Gespräch bleiben, werden sich die Dinge annähern, ganz allmählich annähern und dann haben wir irgendwann sowas wie einen Minimalkonsens. Und mit dem können wir dann mit Fridays for Future reden und mit Greta Thunberg und so weiter. Und dann können wir mit Frau Merkel reden über die Zukunft Deutschlands und dann die Zukunft der Welt. Ist das ein Schlusswort? Es sind nicht nur Minimalkonsense, wenn ich das noch eben sagen darf, sondern wir werden bestmöglich zu einem Konsens unter allen auch kommen, wenn wir miteinander reden und versuchen, nach Vernunft zu gehen, einer Vernunft, die aufs Ganze schaut. Aber wir können auch die radikalsten Konsense am besten schmieden, wenn wir so miteinander reden, solche offenen Gesprächsplattformen finden, weil dann können sich auch diejenigen zusammenfinden, wo gar nicht alle anderen mitmachen müssen, aber es können sich am besten dann auch diejenigen zusammenfinden, die, was weiß ich, zum Beispiel aus der Bonobo-Kommune das rettende Internetnetz aufbauen.
Ja, und vielleicht als Schlusswort am Sonntag mit der Redezeituhr, wenn es dann tatsächlich zu Demokratie pur kommt, wird man sehen, wie entspannt das ist. Jeder hat seine 2 Minuten und dann merkt man, wie sich dann Millimeter für Millimeter manches so ganz behutsam annähert, ne? Und ja, und das ist der Weg aus der Zersplitterung heraus, ne? Ja, haben wir es für heute. Können wir Schluss machen und auf morgen vertagen, ja? Ja, aber ganz klar, die Reichen, Superreichen werden es nicht überleben. Die sind auf Milliardenhände angewiesen, die jetzt renaturieren und das ist nicht zu finanzieren. Jo, bis morgen. Oder wann sind die nächsten Termine denn? Oder? Um 12 ist bei Jürgen Wagner und bei uns ist um Sonntag dann wahrscheinlich um 11:30 Uhr die Demokratie pur Talkshow. Also ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ich habe noch ein paar andere Zooms und Movements of Movements sind so diese globalen Geschichten. Aber ja, wäre schön, ja. Und wir lassen setzen, ne, was gelaufen ist. Alles Ich klar. umarme euch alle mal durchs Bis bald. Internet. Ja, tschüssi, bis Tschüss. morgen. Danke fürs Einschalten. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.